Mein Vortrag handelt über das Thema Irrtum 2012. Ist natürlich ein Thema, das ist schon veraltet, ist schon vorbei. 2012 haben wir hinter uns. Die Welt ist nicht untergegangen. Viele Menschen haben sich gefreut. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen tatsächlich Angst hatten, dass wirklich ein großer Kollaps passieren wird. Also ich bin ja seit 1995 mit dem Maya-Kalender unterwegs, erforsche die Maya-Kultur, bin auch öfters in Mexiko, habe mich eingehend also wirklich mit der Thematik der Zeit und der Kosmologie der Mayas beschäftigt, intensiv. Und ich habe mit sehr vielen Menschen Kontakt gehabt, die wirklich mich gefragt haben, ja, was wird jetzt passieren, was soll das? Witzig, auch gestern kam nochmal auf einen Fernsehsender nochmal der Blockbuster von Emmerich 2012, nochmal so als Nachspann, dass wir auch alle begriffen haben, die Welt geht nicht unter. Wobei, es ist nicht ganz richtig, die Welt geht unter, aber in einem anderen Sinne. Auf der anderen Seite gab es auch das andere Extrem, wir werden alle in die fünfte Dimension aufsteigen. Einfach so, instant. Das war dann das andere Lager, das heißt, die Polarität war sehr stark mit diesem Thema behaftet. Und es ging ja auch weltweit. Alle, also sehr viele Menschen, also Millionen von Menschen haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, eben entweder in der ängstlichen Seite, dass die Welt untergeht, oder in der anderen übersteigerten Seite, wir werden alle in eine paradiesische fünfte Dimension aufsteigen, einfach so, ne? Es kommt die Wintersonnenwende 2012 und schwupp, sind wir alle im Paradies, ganz einfach. Wir wissen alle, beides trifft nicht ganz zu. Die Welt geht unter, wir steigen auf, es ist beides wahr und doch nicht. Und ich werde jetzt in diesem Vortrag euch näher beleuchten, wie kam es überhaupt zum Thema 2012? Wieso gibt es überhaupt dieses Datum? Was haben sich die Maya dabei gedacht, vor Hunderten von Jahren zu sagen, ja, 21.12.2012 ist Stichtag? Wie kommt ein Volk dazu? Was ist die Kosmologie dahinter? Und das werde ich euch jetzt aufbereiten. Ich werde euch auch erklären, einen Überblick bieten, was eigentlich da dahinter steckt, was Evolution grundsätzlich bedeutet, wie unser Universum aufgebaut ist, wie unsere Welt aufgebaut ist, wie wir Menschen aufgebaut sind und was jetzt nach 2012 unsere tatsächliche Herausforderung ist. Was die Evolution unseres Sonnensystems oder unserer Galaxie jetzt von uns möchte oder in welche Richtung wir jetzt sozusagen gestoßen werden, ob wir wollen oder nicht. Aber zu Anfang möchte ich gerne eine Einstimmung mit euch zusammen machen, eine kleine Meditation. Nur damit wir sozusagen unser eigenes Internet richtig verbinden, dann könnt ihr nämlich die ganzen Informationen hier auch leichter aufnehmen. Okay? Einverstanden? Dann bitte ich euch einfach mal, die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen und einfach mal zuerst ein paar tiefe, sanfte Atemzüge zu machen, sodass ihr euren Körper spürt, dass ihr im Hier und Jetzt seid. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Ort und Zeitpunkt. Dann konzentriert euch auf euren Herzraum, auf euer Herzchakra, wie das auch genannt wird. Es ist nicht von ungefähr das Zentrum unserer energetischen Organe, unserer Chakren. Atmet in euer Herzchakra hinein. Stellt euch vor, dass ihr da immer ein bisschen tiefer geht, wie auf einer Spirale, bis ihr diesen inneren Seelenraum, diesen Herzraum auch wahrnehmen könnt, wie eine Sphäre. Entspannt euch so richtig in euer eigenes Herz. Lasst euch fallen. Das tut richtig gut. Das ist euer Zentrum. Jetzt stellt euch vor, wie ihr von dieser Sphäre, von diesem Zentrum nach unten wandert, mit eurem Geist hinunter, über euer Becken, über eure Beine, über eure Füße und dann auf euren Bewusstseinsbahnen hinunter bis ins Herz von Mutter Erde reist. Sozusagen eine Liebesverbindung, eine Herz-zu-Herz-Verbindung aufbaut. Wie ihr das Herz von Mutter Erde wahrnehmt, ist egal. Manche sehen es als Kristall, andere als wunderschöne Höhle oder als Sonne.
Stellt euch vor, wie eure Verbindung, wie euer Bewusstsein sich richtig gehend in diesem Herz von Mutter Erde verankert. Jeder von euch hat da seinen eigenen, nur für euch reservierten VIP-Platz. Übergebt Mutter Erde eure Liebe, eure Anerkennung, euren Respekt, eure Absicht, sie in ihrem jetzigen Prozess zu unterstützen. Und gleichzeitig bietet euch Mutter Erde als die Übermutter auch ein reiches Buffet an all den Dingen, die ihr braucht für ein glückliches, irdisches Leben, Liebe, Heilung, Geborgenheit, Kraft, Fülle, Reichtum. Es ist alles da, was ihr nur immer benötigt. Und ihr könnt zugreifen. Verbindet also eure Liebe mit der Liebe von Mutter Erde und erlaubt euch auch zu nehmen. Holt die Energie von Mutter Erde hoch, über diese Verbindung, über eure Füße, Beine, Becken, Bauch, in euer Herz, dass hier ein wunderbarer Kreislauf entsteht zwischen eurem Herz und dem Herzen von Mutter Erde und die ganze Fülle und der ganze Reichtum, der damit verbunden ist, auch fließen kann. Ihr könnt auch den Atem hinzunehmen. Beim Einatmen atmet ihr die Energie von Mutter Erde hoch in euer Herz und beim Ausatmen eure Herzenergie hinunter, sodass ein schöner Kreislauf entsteht. Das geht in Gedankenschnelle. Eure Aufmerksamkeit ist hier der magische Fokus, der das Ganze in Fluss bringt und verstärkt und aktiviert. Die nächste Ebene ist jetzt, geht ihr von eurem Herz nach oben. Hinauf zu eurem Kopf, über euren Scheitel und euer Kronenchakra. In die Verbindung hoch zu Vater Sonne. Reist mit eurem Bewusstsein und mit eurer Liebesenergie hoch zu Vater Sonne in sein Herz. Vater Sonne ist der andere Pol, die väterliche Urenergie für uns Menschen. Auch hier übergebt ihm die Liebe, die Achtung, den Respekt für seine Lebensquelle. Verbindet eure Herzenergie mit seinem Herzen. Auch hier habt ihr euren eigenen Platz. Jeder von euch hat seinen eigenen Zugang zum Herzen von Vater Sonne. Nehmt auch hier den Reichtum, den Vater Sonne euch bietet. Die Fülle, die Inspiration, die geistige Schöpferkraft, das Bewusstsein über eure geistige Heimat und Herkunft und all die Kräfte und Potenziale, die Vater Sonne uns zur Verfügung stellt. Nehmt auch diese zurück über euer Scheitel, über euren Kopf hinunter in euer Herzchakra und bringt auch diese Energie, verknüpft es mit eurem eigenen Herzen, dass hier ein zweiter Kreislauf entsteht zwischen eurem Herzen und dem Herzen von Vater Sonne. Auch hier könnt ihr den Atem verwenden, um diesen Kreislauf zu aktivieren, zu verstärken, bewusster zu erleben. So entsteht dann auch eine Acht mit Schnittpunkt in eurem Herzen. Wir sind die Kinder von Mutter Erde und Vater Sonne. So entsteht eine Energieverbindung zwischen dem Herzen von Vater Sonne, eurem Herzen und dem Herzen von Mutter Erde und zurück. Dehnt jetzt euer Herz noch mehr aus durch die Unterstützung von der Energie von Mutter Erde und Vater Sonne. Erweitert die Sphäre eures Herzchakras, bis sie euch ganz umhüllt. Bis ihr wirklich in einer Herzkugel
Sphäre sitzt und beginnt dann diese Energie nach außen zu strahlen, so wie die Auswürfe der Sonne in Schleifen, schickt ihr nun eure Herzenergie nach vorne in eure Zukunft, nach hinten in eure Vergangenheit, nach links und nach rechts, in die ganze Welt hinaus. Zuerst hier in diesem Raum zu euren Nachbarn und dann immer weiter in die Welt hinaus. Hinaus in die vier Reiche der Erde, das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich und das Menschenreich. Hinaus zu den vier Elementen, dem Erd-, Wasser-, Luft- und Feuerelement. Und ihr werdet eine Antwort bekommen. Eure Herzbotschaft wird erwidert und von diesen zurückgestrahlt. Je länger ihr dieses tut, umso intensiver beginnt ihr die Welt zu beschenken und erlaubt auch der Welt, euch zu beschenken. Und am Schluss nehmt ihr jetzt diese Energie eurer Herzsphäre und verbindet sie mit euren Zellen, mit eurer DNS. Lasst zu, dass diese multidimensionale Liebesenergie auch eure Zellen aktiviert, eure Zellen flutet und dadurch auch ermöglicht, die ruhenden Potenziale eurer DNS zu aktivieren und die Zellen in ihrer Funktion zu erweitern und zu unterstützen in ihrer Gesundheit. Öffnet dann langsam eure Augen und bleibt aber trotzdem mit einem Teil eures Bewusstseins bei dieser multidimensionalen Herzverbindung. Bei dieser Verbindung zu Mutter Erde, zu Vater Sonne und zu allen Lebewesen hier auf Mutter Erde, die mit euch gemeinsam als Geschwister hier sind. Das war jetzt relativ kurz, diese Meditation geht natürlich viel länger, aber anbetracht dessen, dass ich noch einen Vortrag habe, habe ich das euch einfach mal mitteilen wollen. Macht das mal für euch, am besten in der Natur, dass ihr diese Meditation wirklich mal länger macht. Ihr werdet die Zeit völlig vergessen, ihr werdet euch selber vergessen, ihr werdet euch ausdehnen auf eine Art und Weise, die sehr intensiv ist und euch einfach bewusst werden lässt, wie wir alle verbunden sind, wie wir alle eins sind, wie man das so schön sagt. Aber bei den meisten halt nur ein Gedanke, eine mentale Idee ist, aber es geht um die Erfahrung. So, kommen wir also zu meinem Vortrag. Irrtum 2012, Fragezeichen, war es ein Irrtum oder nicht? Ich gehe jetzt zuerst mal auf die verborgene Ordnung der Zeit ein, weil das ist die Grundlage, die Kosmologie der Zeit, die uns die Maya übermittelt haben, sozusagen als einziges Volk tatsächlich so differenziert als Wissenschaft. Was ist überhaupt Zeit? Weil in unserer Gesellschaft wissen wir nicht, was Zeit ist. Weil was wir als Zeit definieren, ist die Bewegung im Raum. Das ist keine Zeit, das ist Bewegung im Raum. Diese lineare Zeit, die wir kennen, die wir in Minuten, Sekunden, Stunden aufteilen, ist keine Zeit, ist Bewegung im Raum. Zeit ist etwas anderes. Zeit ist etwas Vertikales. Es geht hier zuerst mal um das Lebewesen Universum. Eine schöne Darstellung. Unser Universum ist ein Lebewesen. Genauso wie wir Menschen. Natürlich abstrakt für uns und aufgrund unserer heutigen Erziehung ist das natürlich völlig unverständlich. Ein Universum, es ist halt da, aber dass es leben soll, dass es eine Intelligenz besitzt, dass es eine Selbstbewusstheit besitzt, ist für uns sehr abstrakt. Und doch ist es so. Die Kosmologie der Maya zeigt uns sehr viel, was die Quantenphysik seit 100 Jahren erforscht und in der Neuzeit immer mehr auch in das Alltagsbewusstsein bringt. Auch unsere Galaxie ist ein Lebewesen. Es ist nicht so, dass es einfach nur ein Sternenhaufen ist, damit wir Menschen als einzige intelligente Lebewesen im ganzen Universum etwas am Himmel zu schauen haben. Unsere Galaxie ist ein Organismus, der sich genauso entwickelt, wie wir Menschen uns entwickelt. Das Herz dieser Galaxie nennen die Maya Hunabku, die Quelle, der Gott, der eine Schöpfer von Raum und Zeit, der überall gleichzeitig ist. Hunabku ist ein symbolischer
Definition hier als Symbol dargestellt, erinnert ein bisschen an das Yin-Yang. Das heißt, wir haben in der Mitte die Quelle, die sozusagen bipolar zwei Ströme der Energie ausströmt, aber in einer harmonischen Spirale. Die Spirale ist ja ein universelles Energie, ein Symbol beispielsweise. Energie fließt immer in Spiralformen. Das Leben ist in einer spiralförmigen Dynamik unterwegs. Und dann hier dargestellt durch die Farben, die vier Himmelsrichtungen, die vier Elemente und so weiter. Das ist eigentlich ein Symbol von sieben Dimensionen. Und Hunabku als der eine Schöpfer von Raum und Zeit hat sozusagen diese Galaxie oder dieses Universum erschaffen. Er ist aber überall gleichzeitig. Es ist eine quantenphysikalische Aussage. Der eine Schöpfer von Raum und Zeit, der überall gleichzeitig ist. Sagt uns also, Hunabku ist zwar das Herz unserer Galaxie, wie es für die Maya auch genutzt wird und angebetet, beispielsweise kontaktiert wird, aber gleichzeitig ist Hunabku auch in uns drin, in Mutter Erde und überall. Das werdet ihr noch besser verstehen. Zeit, wie es die Maya verstanden haben, ist eine Evolutionsdynamik. Zeit ist ein vertikaler Strom von Energie, der die Schöpfung sozusagen bewegt. Gehen wir mal davon aus, Gott hat die Schöpfung erschaffen, damit er sich selber erfahren kann. Halten wir es ganz einfach, machen wir es nicht kompliziert. Es ist eh schon kompliziert genug. Und hat sich sozusagen exkorporiert, hat also diese Schöpfung aus sich selber heraus erschaffen, ausgedehnt und möchte sich nun über verschiedene Bewusstseinszustände, über verschiedene Bewusstseinsstände erfahren in dieser Myriaden von Ausdrucksmöglichkeiten, die das Universum ja letztlich bietet, auf ganz vielen Ebenen. Wie hat er da gewährleistet, dass da auch eine Dynamik drin ist, dass da tatsächlich eine Evolutionsdynamik dahinter ist, dass es sich auch bewegt und nicht nur einfach nach dem Urknall stehen bleibt? Okay, wir haben jetzt alle Teilchen da, ne? Ich glaube, eine Planck'sche Sekunde nach dem Urknall war ja alles da von den Elementen und so weiter. Und das hätte ja auch stehen bleiben können und sagen, ja, jetzt ist alles da, aber wir machen nichts damit. Das heißt, es begann eine bestimmte Dynamik und diese Dynamik nennen die Maya Zeit. Das heißt, durch eine übergeordnete vierdimensionale Zeitenergie, die diese Absichten aus den höheren Quelldimensionen oder Schöpfungsdimensionen hier in den Raum hinein projiziert, hat sozusagen das Göttliche gesorgt, dass diese Zeitmatrix die Schöpfung in Bewegung und in Entwicklung hält. Das ist alles ein bisschen abstrakt. Das heißt, man könnte sagen, aus dem Herzen unserer Galaxie strömt beständig aus den übergeordneten Dimensionen herab ein Impuls, der uns subtil bewegt. Ich werde euch im Laufe des Vortrags noch aufzeigen, wie subtil das eigentlich ist und wie gut das funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass die Schöpfung hier im dreidimensionalen Raum diesen übergeordneten Vorgaben folgt. Wie ein Uhrwerk. Das Modul, das Programm dieser Zeit ist der sogenannte Tzolk'in, der Maya-Kalender. Von dem habt ihr sicher alle schon gehört. Der Maya-Kalender, der ja 2012 zur Wintersonnenwende geendet haben soll, was nicht der Fall ist. Dieses Modul ist sozusagen die Matrix der göttlichen Evolution. Das heißt, anhand von dieser Darstellung, ich werde es euch später auch nochmal tabellarisch zeigen, also aufgelistet, eins nach dem anderen, das ist sozusagen die Matrix der Zeit, die ganze Schöpfung bewegt und auch uns als inkarnierte Geistseelen behilflich ist in dieser Amnesie. Wir vergessen ja alle, wenn wir inkarnieren, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen, damit wir in diesem Theater auf der Erde auch wirklich authentische Erfahrungen machen können. Stellt euch vor, wir inkarnieren und wissen alles. Da ist ja der ganze Spaß dahin. Da würden wir ja gar nicht all diese Möglichkeiten, all diese Dramen und Komödien und Abenteuer erleben können, weil wir ja immer wüssten, es ist ja nur eine Illusion, Maya. Es ist ja nur ein Schauspiel, zwar sehr authentisch, multidimensional, also so ein tolles Kino können wir wahrscheinlich nie erfinden als Menschen, wir versuchen es zwar, aber die Schöpfung hat da wirklich ein super Theater aufgebaut, damit wir als Geistseelen einfach wirklich Erfahrungen machen können im Vergessen dessen, wer wir sind, nämlich Geistseelen. Multidimensionale, ewige Lichtwesen. Also sind wir hier inkarniert als Menschen und wir glauben tatsächlich, das tut weh oder das macht Spaß oder wie auch immer. Also wir sind da voll innen drin. Und der Tzolk'in ist sozusagen das Modul, was vom Hintergrund her
die Informationen der höheren Schöpfungsräume über die letztlich vierdimensionale Zeit in den dreidimensionalen Raum bringt. Also das, was wir Zeit nennen, ist die Bewegung im Raum, ist keine Zeit. Das, was die wahre Zeit ist, nämlich der Zolkin, wie er hier dargestellt ist, mit seinen 260 Zeiteinheiten, seinen Bewusstseinsfeldern und Manifestationskräften, bringt uns beständig aus den höheren Informationsräumen die Vorgaben, was in den jeweiligen Räumen geschehen soll, in welche Richtung sich das Leben entwickeln soll. Das ist übrigens das zwölfdimensionale Weltbild von Burkhard Heim, was ich hierher genommen habe, weil ich finde, es stellt das sehr gut dar, was letztlich auch beim Zolkin in die Schöpfung hinein projiziert wird, was da wirklich abläuft. Weil von irgendwoher muss ja auch die Vorgabe gekommen sein, dass das Universum sich entwickelt. Also ich halte überhaupt nichts von Darwin oder von dieser Theorie, dass sich das Leben von selber durch Zufall, in Anführungszeichen von Zufallen vielleicht schon, also von Synchronizität gesehen, dann schon, aber das reine Zufallen und das macht, dass der Stärkere oder der Intelligentere überlebt und so weiter. Natürlich sind das Faktoren, die Darwin schon richtig beobachtet hat. Er hat nur die falschen Rückschlüsse gezogen. Das heißt, es gibt höhere Schöpfungsdimensionen, die hier klar Einfluss nehmen. Wir Menschen nehmen uns einfach viel zu wichtig. Das ist eigentlich der große Grund, warum das Darwin dann das aus dem Blickfeld der Menschheit gesehen hat, wir als Krone der Schöpfung. Wenn wir die Krone der Schöpfung wären, dann würde das Universum gar nicht existieren. Das muss man auch mal so sehen. Okay, also der Zolkin als Zeit-Licht-Matrix, der die göttliche Evolution steuert, ist sozusagen vergleichbar auch mit der Blume des Lebens, die die Raummatrix nach der göttlichen Form organisiert. Das gehört zusammen. Ne? Blume des Lebens kennt ihr ja, das ist der goldene Schnitt. Das ist also die Form, die sozusagen dem göttlichen Urbild am nächsten kommt, der Idealform. Und beim Zolkin ist es genauso, diese Matrix des Zolkins bringt uns also auf den dharmischen oder auf den goldenen Mittelweg, wobei wir natürlich immer die Möglichkeit haben, uns zu wählen, ob wir diesem Mittelweg folgen wollen oder ob wir unseren Ego-Trip oder unseren eigenen Willen durchstieren wollen. So schaut also diese Matrix aus. Diese 13 zu 20, man könnte auch schreiben 20 zu 13, dann hätte man nämlich das letzte gregorianische Jahr gehabt. So, diese Schnittstelle ist auch irgendwie interessant. Warum 2012, 2013? Und interessanterweise hat der Zolkin auch genau diesen Zahlencode in sich. Ist also etwas anderes wie die lineare Bewegung im Raum, die auf den Zahlen 12 zu 60 aufgebaut sind. Wir haben hier also eine Abfolge von jeweils 20 sogenannten Himmeln, wie das die Maya nennen, oder 20 einzelne Stufen auf 13 Himmeln. Das kombiniert sich dann zu 20 Wellen je 13 Tagen, wenn man es jetzt in der Tageszählung sieht. Also man zählt dann sozusagen jeden Tag hier ein solches Kästchen. Zolkin heißt übersetzt das Zählen der Sonnen. Das heißt, jeder Tag, wenn die Sonne wieder von neuem aufgeht, ist eine neue Qualität. Und jeder Tag besitzt eine bestimmte Qualität. Das kennen wir ja von unserer Zeit gar nicht. Unsere Zeit hat ja keine Qualität. Unsere Tage des gregorianischen Kalenders gibt uns überhaupt nichts. Keine Information über irgendeine Zeitqualität. Es ist vielmehr eine Quantitätsmessung. Der Zolkin gibt uns Qualitäten. Was haben wir heute für eine Qualität, für eine Atmosphäre in der Luft? Was ist heute für ein Tag? Es gibt uns immer eine Kombination zwischen 13 Kräften der Manifestation. Das ist auch noch ganz wichtig, diese 13 Kräfte der Manifestation. Wir müssen ja alles, was wir uns geistig vorstellen, irgendwie in diese Wirklichkeit bringen. Wir manifestieren sozusagen. Alles, was wir in diesem Raum sehen, wurde einmal als Idee geboren, empfangen, inspiriert. Ob das jetzt der Raum selber ist oder all die tollen Produkte von Vostok. Es ist also immer zuerst eine geistige Empfang da. Das ist der magnetische Ton. Ich möchte jetzt nicht alle Punkte, alle 13 Stufen erklären, das habe ich schon in früheren Vorträgen gemacht. Ich möchte hier mehr auf das übergeordnete Thema eingehen. Aber alles, was wir tun, manifestieren wir über 13 Stufen. Auf der Stufe 10 ist es physisch manifestiert, aber es geht noch weiter.
Warum geht es weiter? Weil alles, was wir letztlich hier auf dieser Erde im dreidimensionalen Raum manifestieren, tun wir als Geistseelen. Das heißt, wir haben eine Absicht für die Ewigkeit dahinter. Wir wollen hier Erfahrungen machen, die wir aber dann auch mitnehmen, wieder dahin, wo wir hingehen, wenn wir diesen physischen Körper ablegen. Unsere Gesellschaft ist auf der Zahl 10 orientiert, darum haben wir ein Dezimalsystem. Das heißt, die Zahl 10 sagt, okay, ich habe es manifestiert, das neue Auto, der Job, das Haus oder was auch immer, den Urlaub, basta, passt. Wir gehen nicht darüber hinaus mit unserem Bewusstsein in unserer Gesellschaft. Aber die wahre Zeit geht darüber hinaus, weil wir wollen ja Erfahrung machen. Wir kaufen uns ja nicht ein Auto, nur damit es dasteht und wir sagen, wir sind das Besitzer von einem Auto. Wir wollen damit fahren. Wir wollen damit auch Erlebnisse haben oder mit dem Haus, mit dem Urlaub, mit dem Partner, mit dem Job oder sonst was. Dann fängt noch die nächsten Stufen an. Das heißt, die 10 ist noch nicht Schluss, sondern die 13. Und die 13 ist das spirituelle Ziel von allem, was wir manifestieren. Und dieses Bewusstsein müssen wir wieder entwickeln. Wir müssen wieder entwickeln, dass das rein physische Ziel nur ein Mittel zum Zweck ist für uns als Seelen, um Erfahrungen zu machen. Das heißt, der Zolk'in, der Maya-Kalender, bringt uns schon mal in eine Dynamik der 13 und nicht nur der 10. Der nächste Punkt, was der Zolk'in uns bringt, sind die 20 Stufen der Evolution. Das heißt, wir werden jeden Tag vom Zolk'in mit archetypischen Evolutionsstufen durchdrungen, durchflutet. Wir beginnen hier beim Urdrachen, bei Imisch. Das wäre sozusagen der Quantenschaum, die dahinterliegende Matrix des ganzen Universums oder dieser Urzustand. Es beginnt bei den Maya mit der Göttin. Und erst dann kommt an der zweiten Stufe der Gott, der männliche Gott, der Wind, die Kraft des Geistes und des Bewusstseins, welcher beginnt in diesem kosmischen Urmeer oder in diesem Quantenschaum Dinge zu bewegen und zu kreieren. Enden tut der Maya-Kalender hier mit der gelben Sonne. Das ist der Archetyp des Christusbewusstseins, der erwachten Geistseele, des erwachten Menschen, der sich wieder als Mitschöpfer bewusst ist, der sich bewusst ist, dass er selbst das Göttliche ist, zumindest ein Funke des Göttlichen, und hier auf der Welt dann erleuchtet diesen Auftrag oder dieses Leben aus seinem göttlichen Kern herausleben kann, aus seiner Geistseele herausleben kann. Weil das ist letztlich das Ziel jedes Menschen. Abgesehen davon, dass jede Seele sich einfach Erfahrungen wählt, die es nur hier machen kann. Also es gibt einfach auf dieser Welt Erfahrungsmöglichkeiten, die haben wir auf den höheren Dimensionen nicht. Das macht ja diese Erde oder diese Welt, diese dritte Dimension auch so interessant. Aber das Ziel letztlich ist, dass jeder Mensch irgendwann wieder dazu erwacht, dass er das Ich Bin ist, dass er das göttliche Selbst ist. Also dass das Geschöpf erwacht wieder zum Schöpfer, der es eigentlich ist. Und so werden wir Schritt für Schritt, Tag für Tag, mit bestimmten Stufen der Manifestation in Verbindung mit bestimmten Stufen der Evolution unterschwellig geflutet durch die Matrix des Zolk'in. Es gibt hier noch weitere Unterteilungen, wie der Viertageszyklus eine Welle von 13 Tagen oder eben ein Himmel von 20 Tagen und so weiter. Ich möchte hier nicht mehr näher ins Detail eingehen. Wie gesagt, ich möchte es nicht den Maya-Kalender erklären, sondern einfach nur das Grundprinzip erklären, dass hier ein, man kann sagen, universelles Programm, zumindest für unser Sonnensystem und für unseren Planeten existiert. Ich kann nicht sagen, ob der Zolk'in auch für andere Planeten oder andere Sonnensysteme zutrifft, aber für unsere Erde. Die Maya haben das erforscht und haben ganz klar den Zolk'in uns hinterlassen, damit wir das Wissen kriegen über die vierte Dimension, über die Zeit. Wenn man es physikalisch ausdrückt, dann könnte man auch sagen, dass diese 13 galaktischen Manifestationskräfte den Elektronen und den Positronen betrifft. Das heißt sowohl den im Raum vorwärts laufenden Teilchen, nämlich den Elektronen, die sozusagen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft fließen, als auch die Positronen. Das heißt, es ist der Energiefluss der Zukunft in die Gegenwart, in die Vergangenheit. Und das ist das Faszinierende, wenn man die Zeit versteht, wie es der Zolk'in erklärt oder die Kosmologie der Maya, dass wir in der Gegenwart nicht nur von unserer Vergangenheit beeinflusst werden. Wir werden genauso von unserer möglichen Zukunft beeinflusst. Das heißt, in der Gegenwart treffen sich aus der vierten Dimension
alle Zeiten der dritten Dimension. Und wir können, wenn wir verstehen, wie wir auf diesen Informationsflüssen reisen können, wie wir Zeitreisen oder Zeitmagie betreiben können, dass wir sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft verändern können. Beispielsweise, dass auch uns die Zukunft, die Winde der Zukunft ruft, in einen bestimmten Weg zu gehen, einen bestimmten Weg zu wählen. Das nennen wir dann so Intuition oder zufällig. Zufällig habe ich eine Anzeige irgendwo gesehen und habe das Gefühl gehabt, meine Intuition sagt, da musst du hingehen. Und ich treffe da genau den Menschen, den ich schon immer treffen wollte, wo ich schon ausgemacht hatte vor meiner Inkarnation, dass ich ihn da treffen werde. Die Synchronizität der Zeit, die uns der Tolkien bietet, wenn man es versteht, wie man das nutzt, bietet uns unglaubliche Möglichkeiten. Wir kriegen eine ganz andere Vorstellung davon, wie wir als konzentrierte und kristallisierte Lichtwesen verbunden sind mit allem. Es geht noch weiter. Die Informationsträger wären die Photonen, also die Lichtteilchen. Das sind die Träger des Bewusstseins, sie bringen die Informationen. Wir haben also einerseits in den Elektronenpositionen die Kräfte und gleichzeitig in den Photonen haben wir die eigentliche Information drin gespeichert. Und das Spannende ist, wenn man die Quantenphysik betrachtet, das Prinzip der nicht-lokalen Verschränkung. Das heißt, wenn man zwei Teilchen einmal miteinander verkoppelt hat und dann trennt, dann kann man sie ans Ende des Universums schicken und trotzdem bleiben sie miteinander auf einer Quantenebene verbunden. Das heißt, wenn ich das eine Teilchen beeinflusse, dann beeinflusse ich gleichzeitig das andere Teilchen in Nullzeit. Und wenn man das ein bisschen weiter spinnt, dieses Prinzip, das ist ein wissenschaftliches Prinzip, das ist nicht ein esoterisches Wunschbild. Woher kommen denn die ganzen Teilchen meines Körpers? Von Mutter Erde. Das heißt, ich bin quantenphysikalisch verknüpft mit Mutter Erde. Und woher kommen denn all die Teilchen von Mutter Erde? Von Vater Sonne und von anderen Sternen. Das heißt, es gibt hier ganz klar eine quantenphysikalische, allein körperlich, eine quantenphysikalische Verschränkung mit dem ganzen Universum, weil wir kommen alle aus dem Urknall. Wir waren alle mal miteinander verschränkt. Jedes Teilchen, alles, was es gibt in diesem Universum, war mal eins. Und diese Einheit, diese Verschränkung existiert nach wie vor. Nochmal eine andere Darstellung des Weltenbaumes. Jede Kultur hat ihren eigenen Weltenbaum. Bei den Kelten war es Yggdrasil, die Weltenesche, bei den Mayas ist es die Heilige der Yaxche, die Heilige Seba. Der Weltenbaum ist ein Symbol für unsere Schöpfung und für die fraktale Struktur unserer Schöpfung. Man kann sagen, das Universum ist ein Weltenbaum, welcher den Makrokosmos, Mesokosmos und Mikrokosmos verbindet. Wir können auch sagen, der Mensch ist ein Weltenbaum. Mit unbewusst, bewusst, überbewusst. Es ist ganz wichtig, auch für uns Menschen dieses Prinzip des Baumwuchses zu verstehen. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns entwickeln wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir immer in beide Richtungen wachsen. Es ist heutzutage eine große Tendenz, also gerade auch im esoterischen Bereich, oben, 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 immer höher, immer weiter, immer abgehobener. Aber die Wurzeln fehlen. Darum hat ja auch die Esoterik einen ziemlich zweifelhaften Ruf. Die einen lieben sie, die anderen sagen, alles durchgeknallte. Der Punkt ist einfach, wir müssen immer nach unten wachsen. Und darum diese Einstimmung, diese Meditation, diese kurze, hat euch das Prinzip erklärt. Wir müssen nach unten wachsen, wir müssen in unser Unbewussten hinunterwachsen, wir müssen bodenständig bleiben. Was passiert mit einem großen Baum, der eine riesige Krone hat, aber schwache Wurzeln? Es kommt ein Wind, fällt er um. Was passiert mit vielen esoterischen Menschen, die zwar innerhalb ihrer esoterischen Gruppen, weiß nicht wie, toll auftreten, aber draußen im Alltag dieses Bewusstsein, diese Spiritualität gar nicht leben? Weil sobald irgendwas passiert, wie viele Lichtarbeiter werden finster, wenn ein bisschen Gegenwind kommt? Und ihr könnt sicher sein, wahre Lichtarbeiter kriegen Gegenwind. Ist einfach so, ist ein natürliches Gesetz, ist Physik. Also müssen wir starke Wurzeln haben. Damit wir starke Wurzeln haben, müssen wir in unser Unterbewusstsein, wir müssen uns selber erkennen. Alle alten okkulten Schulen oder Mysterienschulen haben, ob das jetzt Ägypten ist, bei den Mayas, in Indien oder sonst, haben ganz viel Wert darauf gelegt, sich selbst zu erfahren und seine eigenen unbewussten Räume zu erleuchten und dann nach oben zu gehen. Auch der Schamanismus, das schamanische Prinzip ist, dass der Schamane zuerst in die Unterwelt reist, dort von
archetypischen Göttern zerstückelt wird, auseinandergenommen wird, in einen Topf geworfen wird, gekocht wird, das heißt, das ist dieser innere Transformationsprozess, dann wird er mit heiligen Kräutern und Steinen sozusagen ergänzt, neu zusammengebaut und erst dann ist er fähig, in die höheren geistigen Welten zu reisen. Erst dann wird er eigentlich zum Schamane, dann kann er die schamanische Reise auch in die höheren übergeordneten Welten machen. Und genau das ist das Prinzip und das geht leider heutzutage in der Esoterik etwas verloren. Da wollen alle nur Licht, 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 aber keiner will in den Schatten rein. Wir brauchen keine Lichtarbeiter im Sonnenlicht. Blödsinn. Ich zünde auch keine Kerze an bei Tag, ich zünde eine Kerze an bei Nacht. Als Lichtarbeiter geht man in die Dunkelheit, um das Licht zu bringen. Das ist ein wunderschönes Bild, von, bevölkert von vielen Göttern bei den Mayas, die Unterwelt Xibalbankab, die mittlere, diese irdische Welt und Ka'an, die himmlische Welt. Was einfach aufzeigt, wie multidimensional und trotzdem alles vernetzt ist. Wenn man anschaut, wie die Quantenphysik die galaktische Lattice oder das Urnetzwerk, dieses Urfeld nennt, dann sagen sie erstens mal, es ist ein Feld bestehend aus Wellen. Nur Wellenfrequenzen, nicht Materie. Materie bildet sich nur durch Interferenzen aufgrund an Knotenpunkten, aber es ist eigentlich alles Energie. Es ist alles aber auch miteinander quantenverschränkt. Es ist holographisch aufgebaut und fraktal. Und die Möglichkeiten, innerhalb dieser Lattice oder dieses Urfeldes zu reisen, egal ob es jetzt die DNS betrifft oder eben eine Galaxie betrifft, ist über Wurmlöcher und Zeitreisen. Spannend, ist eine wissenschaftliche Aussage. Kommt aber sehr esoterisch rüber. Also wenn wir jetzt sehen, was uns die Quantenphysik, seit 100 Jahren gibt es die Erkenntnisse der Quantenphysik. Und jetzt, erst jetzt, langsam sickert das in unser Alltagsbewusstsein und kommt das in unserer Gesellschaft überhaupt mal an, dass man sich mal damit beschäftigt, was für Erkenntnisse eigentlich da dahinter stecken. Und zwar nicht nur technisch, sondern eben psychologisch auch zu erkennen. Oder auch für Heilarbeit oder sonst etwas. Also, wenn wir jetzt unsere Galaxie anschauen, hier wäre Hunabku, also das Zentrum, die Zentralsonne, die ein schwarzes Loch sein soll, möglich. Und wir hier sind draußen auf dem Orionarm, also ziemlich so an den Vororten der Galaxie. Es gibt ein galaktisches Kristallhologramm, das heißt, es gibt eine energetische Internetverbindung. Wenn man davon ausgeht, also Hunabku, der große Schöpfer von Raum und Zeit, der überall gleichzeitig ist, ist sozusagen der Hauptserver unserer Galaxie, wenn man es ein bisschen technologisch ausdrückt. Dann gibt es eine Verbindung über Sirius, die Plejaden, über unsere Sonne, letztlich zu unserer Erde. Das heißt, der direkte Energiefluss, die direkte Verbindung geht sozusagen über andere Sternsysteme. Diese Energie läuft also in Spiralbahnen, das heißt wie Zeitmodule, die sozusagen in einer gleichzeitigen Übertragung, also wir dürfen uns das nicht linear vorstellen, das heißt hier fängt es mal an, dann braucht es sozusagen so lange, wie das Licht braucht, aus dem galaktischen Zentrum und so weiter, sondern eine gleichzeitige Energieübertragung, und zwar ist es ein Dialogsystem. Das heißt, die Energien kommen nicht nur aus dem galaktischen Zentrum in unsere Realität mit verschiedenen Qualitäten, in verschiedenen Spiraldynamiken, sondern es hört auch zu. Das heißt, das universelle Leben oder ich sage jetzt mal und die Mutter Erde oder unser Sonnensystem oder unsere Galaxie hört auch, was wir Menschen so den ganzen Tag leben und nimmt das in sich auf. Das heißt, es besteht ein beständiger Dialog innerhalb unseres Sonnensystems. Diese Verbindung, es gibt Zwischenserver, das wäre zum einen Sirius. Sirius ist ja schon immer in allen alten Kulturen vergöttert worden. Ist ja klar, ist auch der hellste Stern am Himmel. Nichtsdestotrotz hat Sirius auch eine energetische Bewandtnis für unser Sonnensystem und die Plejaden, auch nicht von ungefähr, die sind auch in vielen oder in den meisten Kulturen vergöttert worden, beispielsweise man hat mit ihnen kommuniziert. Dann kommt die Energie sozusagen über unsere Heliopause, ist auch interessant, die Heliopause ist auch ein elektromagnetisches Feld.
Elektromagnetismus ist auch eine Art und Weise, wie das Leben miteinander kommuniziert, über elektromagnetische Felder. Das kennen wir ja von unseren Technologien. Auch die Kameras zeichnen elektromagnetisch auf und senden es wieder, spielen es wieder elektromagnetisch ab. Das heißt, abgesehen jetzt mal von der reinen Urfeldebene, der Quantenebene, ist auch die Elektromagnetik, dieses System, sowohl in unserem Körper als auch im Weltraum, im Kosmos, ein System der Kommunikation. Das heißt, diese Informationen und Energien treffen auf das solare Magnetfeld, wo es eingespiesen wird, dann sozusagen auch mit den Planetensphären verbunden wird. Das heißt, jeder Planet hat auch innerhalb des Zolkins seinen festen Platz. Planeten sind auch Lebewesen, sind auch intelligent, haben auch eine wichtige Aufgabe. Kein Planet ist umsonst in unserem Sonnensystem. Ihr kennt das vielleicht aus der Astrologie, was übrigens auch eine Wissenschaft ist und nicht nur eine esoterische Spinnerei, die Jahrtausende alt ist. Also auch hier, die Planeten und die Sonne werden dann informiert und gleichzeitig strahlt die Sonne dann auch diese Energie wieder aus. Hier noch ein Bild von unserem Sonnenkörper. Die Sonne selbst wird Kinich Ahau genannt. Das ist sozusagen das Bewusstsein unseres Sonnensystems. Und man kann sagen, dass die einzelnen Planeten die Organe sind innerhalb dieses Sonnensystems. Und jeder Planet kann auch oder wird auch einer bestimmten Bewusstseinsstufe zugeordnet. Wir haben also diese Verbindung zwischen dem galaktischen Zentrum über die Sternbilder, über unsere Sonne, auf unsere Erde und steuern die Evolution auf der Erde. Von diesen 20 Evolutionsstufen, die ich vorhin erwähnt habe, kurz, gibt es insbesondere 4 Evolutionsstufen, die inhärent wichtig sind. Die erste Stufe ist Chikchan, die Schlange. Hier wurde sozusagen das reptilische Gehirn initiiert. Ihr wisst alle, wir sind alle letztlich in unserem Instinkt, in unserem Kleinhirn und Stammhirn, sind wir Reptilien, die einfach nur überleben wollen. Das ist das Bewusstsein des Reptils. Reiner Überlebenstrieb. Das ist ja wichtig. Hätten wir diesen Überlebenstrieb nicht, dann wäre uns das alles wurscht. Dann hätte die Menschheit sich nicht weiterentwickeln können. Dann wären wahrscheinlich die ersten Menschen gleich wieder gestorben, weil sie gesagt haben, ah, Feuer, super, ist warm, spring mal rein. Weg. Oder wie auch immer. Das ist die erste Kernstufe. Die nächste Kernstufe, die sich ausgebildet hat, betrifft den weißen Hund, Ock. Hier wurde das Säugetiergehirn gebaut. Das heißt, die Fähigkeit zu fühlen, das limbische Gehirn im Zentrum unseres Kopfes. Die nächste Schaltstelle oder Kardinalstufe der Evolution ist der blaue Adler, der Planetargeist. Das war der Ausbau unseres Großhirns. Das heißt, dass die Evolution, ich meine, ihr müsst euch mal das vorstellen, was es eigentlich braucht, um einen solchen Körper zu bauen. Probiert das mal aus zu Hause. Es ist Hightech vom Feinsten und alles, was wir technologisch bauen, ist nur eine klägliche Kopie dessen, was das Leben schon gebaut hat, aber eben lebendig. Also Computer sind eigentlich ein Nachbau von uns Menschen. Darum gibt es ja immer schneller Computer, Quantencomputer, die immer schneller rechnen. Darum gibt es ja künstliche Intelligenz inzwischen. Warum? Weil der Mensch einfach Gott kopiert und versucht, über Maschinen das nachzubauen. So viel dazu. Aber der planetare Geist ist eben die Großhirnstufe. Und die nächste Stufe, die letzte Stufe auch, die ich schon erwähnt habe, ist Ahau, die gelbe Sonne. Das ist die Stufe des solaren Bewusstseins. Das ist auch gleichzeitig die Stufe der Erleuchtung. Okay, das heißt, wir haben, Erleuchtung bedeutet auf der Erde sozusagen ein bewusstes solares Wesen zu sein. Uns der Lebendigkeit und den verschiedenen Welten unseres Sonnensystems und letztlich natürlich auch darüber hinaus galaktisch universell sozusagen bewusst zu erleben und zu nutzen und auf diesen Welten auch zu sein. Das alles wurde durch die Zeit gesteuert. Die Sonne strahlt dann sozusagen auch wiederum diese ganzen Informationen aus und informiert das Magnetfeld von Mutter Erde. Wir wissen ja selber, gerade wenn Sonnenstürme sind oder Orkane, dass da eine gewaltige Welle von Energie, also von Wellen und Teilchen, voll auf das Magnetfeld der Erde powert. Viel wird davon abgeleitet, weil es einfach
für uns Menschen oder für das Leben auf der Erde noch belastend oder tödlich wäre. Aber viel geht auch dann an den entsprechenden Schnittstellen, an den Polen, ins Erdmagnetfeld rein, durchwandert das Herz von Mutter Erde und wird dann einem Feld gleich, einem holographischen Feld gleich auf der ganzen Welt sozusagen zur Verfügung gestellt. Das heißt, instant. Und spannend dabei ist auch, dass die Wissenschaftler vor einigen Jahren herausgefunden haben, dass sich das Magnetfeld der Sonne und der Erde alle 8 Minuten verquanteln, verkoppeln. Das heißt, es findet tatsächlich alle 8 Minuten ein Gespräch statt zwischen Mutter Erde und Vater Sonne, so nach dem Motto, und was treibt so gerade die Menschheit so, wo sind sie denn jetzt gerade, was haben sie wieder angestellt, ah ja, okay, gut, okay, ich schicke da wieder ein paar Energien, damit die wieder ein bisschen auf die Pötte kommen. Es ist tatsächlich so, alle 8 Minuten für einige Sekunden werden hier messbar Daten übertragen, elektromagnetisch. Schon faszinierend für 2 Materiehaufen, die zufällig im Raum als Kugeln so durch das Weltall geistern, ohne Ahnung und ohne Sinn. Das Magnetfeld der Erde nimmt also diese Informationen auf und stellt sich sofort alle Lebewesen auf der Erde zur Verfügung. Das Magnetfeld im Van Halen-Gürtel hat auch so etwas wie eine Psi-Bank, also ein Bewusstseinsfeld, was inhärent wichtig ist, wo alles gespeichert ist, was sowohl aus dem Kosmos hier auf die Erde auftritt, als auch handherum wieder alles, was die Menschheit so treibt oder alle Lebewesen hier auf der Erde treibt. Es gibt ja Milliarden anderer Lebewesen, nicht nur die Menschen. Ich glaube, die meiste Bevölkerung haben die Insekten auf der Erde. Spannend, also dieses Feld ist sehr wichtig. Es ist auch interessant, dass genau diese Sphäre seit Jahren vom HARP bombardiert wird. Da geht es nicht nur um die Nutzung sozusagen der Ionosphäre als Spiegel, sondern es geht auch darum, weil die wissen, was in diesem Feld passiert. Es geht auch um eine Umprogrammierung oder eine Manipulation des Psi-Feldes von Mutter Erde. Weil das Universum geht Richtung Bewusstseinsentwicklung. Die Evolution schiebt mächtig an. Und das wollen gewisse Kräfte einfach nicht. Hier eine Kodierung dieser Psi-Bank, wie es dargestellt wurde von José Argüelles, also für der 8-fache Zolkin sozusagen, nur kurz als Information für euch. So. Spannend also, dass auch die Erde ihre Energiestrukturen hat, die sind auch schon längstens bekannt. Wir wissen ja aus den alten Kulturen, die Drachenlinien, wie die Kelten sie verwendet haben, oder das Christusgitternetz, oder hier auch fraktale Netzstrukturen auf der Erde mit Knotenpunkten, wie die Energie verläuft. Das sind alles Darstellungen von Energiebahnen, wie die Erde vernetzt. Man könnte auch sagen, das sind die Meridiane von Mutter Erde, wo die Energie ständig verläuft. Die Schamanen der alten Kulturen reisen auf diesen Energiebahnen, kommunizieren auf diesen Energiebahnen. Es war immer faszinierend für die Wissenschaftler zu sagen, ja, wie können denn die Schamanen von Afrika mit denen in Mexiko oder mit denen in Australien kommunizieren? Die haben sich nie getroffen, die konnten sich physisch gar nicht bewegen, aber die haben miteinander kommuniziert. Unser Bewusstsein ist vernetzt mit diesem Urfeld, mit dieser Matrix. Unser Bewusstsein ist fähig, auf diesen Bahnen zu reisen. Da komme ich noch später dazu. Die Maya haben, oder auch die Ägypter, oder überhaupt überall, wo es Pyramiden oder wo es Kraftorte gibt, mit heiligen Tempeln, die nach bestimmten architektonischen Verhältnissen gebaut wurden, haben sozusagen Behältnisse gebaut, Resonanzkörper gebaut oder Konsonanzkörper, damit man diese Kraftplätze entsprechend genutzt hat und unterstützt hat mit den Formen der heiligen Geometrie, mit bestimmten ausgerichteten Gebäuden, die dann wiederum diese Kommunikation mit Hunabku, mit dem Herzen unserer Galaxie und den Sternen und den übergeordneten Kräften sozusagen gefördert hat. Die Maya waren Meister von Raum und Zeit. Sie haben also die Illusion gemeistert. Sie konnten auf der räumlichen Ebene Dinge bewegen, aufgrund ihrer Fähigkeit, weil sie die Zeit kannten und beherrschten. Weil die Zeit, die 4. Dimension, dem Raum übergeordnet ist. Das Bild der Maya von diesen Menschenopfern und so weiter ist archäologisch. Also dieses Bild der Maya ist ja nicht tatsächlich der Maya-Kultur zugeordnet, sondern ist von denen, die letztlich auf die Azteken getroffen sind, wie Cortés im 16. Jahrhundert, aufgebaut worden und von der katholischen Kirche, damit da ein blutrünstiges Volk in Mexiko existiert, weil die Maya-Kultur war hochentwickelt. Auch die nachfolgenden Kulturen, die Tolteken und Azteken, die tatsächlich dann, als die Spanier, die Conquistadores, eingetroffen sind, war eine Hochkultur, immer noch.
Die Maya-Kultur war schon wieder untergegangen. Die Maya, die damals noch gelebt haben, waren die Sklaven der Azteken und Tolteken. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da kommen die Conquistadores. Was war das, was waren das für Menschen? Das waren Räuber, das waren irgendwelche Typen, die in der neuen Welt ihr Glück gesucht haben, weil sie von Europa flüchten mussten oder sie hatten keine Perspektiven oder waren Verbrecher oder wurden weggeschickt. Es war die einzige Alternative. Unterstützt von der römischen katholischen Kirche, die Menschenopfer ja im Gebrauch hatten. Darf man nicht sehen. Und genau dieses Bild haben sie dann auf die Maya projiziert. Die Blutopfer, die die Maya gemacht haben, waren hauptsächlich Adlige, die ihr eigenes Blut hergegeben haben, um die Essenz im Blut, nämlich ihre Seelenenergie, zu opfern für ihr Volk, für das Wohlergehen ihres Volkes. Also die Maya-Kultur war eine sehr hochstehende Kultur. Wenn man sich da mal beschäftigt, in Mexiko, allein in Yucatan, gibt es tausende von Pyramiden, die zwar nicht restauriert wurden, aber jeder Hügel in Mexiko ist sozusagen eine Pyramide. Alles, was zugewachsen, alles, was höher ist als flach, ist eine Pyramide. Weil auf der Yucatan-Halbinsel gibt es keine Berge, gibt es keine Hügel. Das ist eine Kalksteinplatte. Spannend. Also wie soll ein blutrünstiges Steinzeitvolk, was sich hauptsächlich mit Kriegen und Menschenopfer beschäftigt hat, so eine Hochkultur aufgebaut haben? Ist ja schwierig. Also hier läuft sehr viel um Projektion. Also die Maya haben ihre Städten ganz genau auf geomantischen Plätzen gebaut, in bestimmten mathematischen Konstruktionen, um diese Kommunikationsverbindung mit dem galaktischen Internet zu fördern und zu nutzen. Hier habe ich ein schönes Bild, das war in der die Frühlingsequinox, also die Tag- und Nachtgleich im Frühling von 2003, kurz bevor der zweite Irakkrieg, oder gerade unmittelbar, da hat der Irakkrieg angefangen, zwei Tage vorher. Das war ein Riesenspektakel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kommt doch die Lichtschlange runter, dann in Chichen Itza und so weiter, da kommen dann 30.000 Menschen. War faszinierend zu sehen, was sich am Himmel getan hat, also ich habe da ganz spannende Fotos gemacht. Und am Schluss, als ich so rausging, mache ich noch so ein Foto vom Karakol, also dieses sogenannte Observatorium, was auch wie eine Spirale aufgebaut ist und nicht zur Beobachtung des Himmels taugt, sondern ganz eine andere Geschichte hatte. Und wenn ihr, schaut euch mal die Wolkenformation an. Also es ging sehr um den Konflikt zwischen den spirituellen Welt und den Machthabern dieser Erde. Weil der Irakkrieg ist nicht von ungefähr im Irak. Das ist Babylon, das ist der Grundbau unserer heutigen Kultur eigentlich, vor 5000 Jahren. Und das war eine sehr dynamische Geschichte, also dieser Konflikt. Und hier am Himmel sieht man eine Hand, die so macht und es schaut so aus, wie wenn die Sonne aus der Handfläche rauskommt. Also ich sehe das so, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Hier der Daumen, hier die zwei Finger. Und das war für mich der Abschluss der Geschichte, die ich da erlebt habe, dass es letztlich das Licht siegen wird. Oder wir kennen ja auch diese Geste von Jesus. Also es war sehr spannend. Wir Menschen sind also tatsächlich Kinder von Vater Sonne und Mutter Erde und wir nehmen diese göttlichen Melodien, man könnte auch sagen, der Tolkien ist eine Partitur der Schöpfung, der Evolution. Und wir sind die Instrumente und wir werden von diesem universellen Geist durchdrungen und gespielt, um dieser Schöpfung sozusagen eine Bewegung und eine Entwicklung zu geben und Erfahrungen zu sammeln. Es ist auch spannend, dass unsere Gehirnwellen mit den Frequenzwellen der Magnetfelder von Mutter Erde korrelieren. Also auch hier spannend. Spannend deswegen, weil ständig wir von den Feldern von Mutter Erde auch in unseren Gehirnen empfangen. Das ist eine ständige Online-Datenübertragung zwischen unserem Gehirn und Mutter Erde. Das ist so, das ist Physik, das ist keine Esoterik. Wir sind sowieso Resonanzwesen, wir sind ständig in diesem Feld und wir werden ständig durchdrungen von allem, was ist und vor allem eben durch die Tolkien-Zeit. Das heißt, das, was abläuft in unserer Sonne, läuft auf der Erde ab und läuft auch in uns Menschen ab. Wir haben hier also in der Kosmologie der Maya eine Datenautobahn zwischen dem Herzen der Galaxie über die Sternsysteme zum Herzen von unserem Vater Sonne, zum Herzen von Mutter Erde, zu unserem eigenen Herzen bis in unsere Zellen hinein. Wir müssen uns also langsam bewusst werden, dass wir hier ständig online sind. Und das Ziel letztlich
Das ist eine wunderschöne Darstellung des göttlichen Wesens des Menschen. Ich bin, das ich bin. Vielleicht habt ihr schon gehört von der Ich Bin-Gegenwart. Gehört. Ich Bin-Gegenwart. Habt ihr euch schon mal überlegt, was euch eigentlich dazu befähigt, zu sagen, ich bin? Zu wissen, ich bin? Zu fühlen, ich bin? Und vor allem, wenn ich frage, wer sitzt da auf dem Stuhl? Was kommt die Antwort? Nein, ich. Ich. Ich, ich, wir sind alle vom gleichen Ich beseelt. Wir verwenden alle das gleiche Ich. Die Ich-Bin-Gegenwart ist das universelle Bewusstsein, welches sich selber sozusagen manifestiert hat. Und in jedem Lebewesen, und zu Lebewesen zähle ich sogar die Atome, beinhaltet ist. Und über dieses Ich-Bin kommunizieren wir ständig und können miteinander kommunizieren. Es ist gewaltig, was hinter diesem Ich Bin eigentlich steckt. Und die wenigsten Menschen, obwohl wir jeden Tag sicherlich zigmal Ich sagen, ich bin dies, ich bin jenes, aber uns nicht bewusst sind, was das eigentlich bedeutet. So, da ja alles fraktal ist, ist auch die Zeit fraktal. Das heißt, es gibt unterschiedliche Räume, Zeiträume, die der Tolkien auch abdeckt. Das ist sozusagen der Aufbau vom Urknall bis zur Wintersonnenwende 2012 von 9 sogenannten Unterwelten. Unterwelt, da sagt jetzt nicht, dass die nur unterschwellig sind, sondern das sind einfach Aufteilungen, wenn man die Schöpfung als eine Welt betrachtet, kann man da also 9 verschiedene parallel ablaufende Zeitzyklen des Tolkiens definieren. Und die Maya haben ein Vigesimalsystem verwendet, also ein System auf der Zahl 20. Wenn wir also sozusagen dem Tolkien einen Tag zuordnen und dann mit dem Faktor 20, beispielsweise der erste Fraktalfaktor ist dann ein Jahr zuordnen, wenn man einen Tag zuordnet, dann dauert ein Tolkien-Spin, auch hier ein Tolkien-Spirale, 260 Tage. 13 mal 20, 260 Tage. Wenn wir jetzt jedem Kästchen ein Jahr zuordnen, beispielsweise die Maya haben nicht in Jahren von 365 gerechnet, sondern in Tuns von 360 Tagen, dann kommen wir auf ungefähr 260 Jahre. Wenn wir jetzt jedem Kästchen 20 Jahre zuordnen, dann kommen wir auf 5200 Jahre etc. pp. Das heißt, die Maya haben ein 20-faches System verwendet, um den Tolkien immer mehr in den Zeiträumen sozusagen aufzublähen. Und interessanterweise deckt sich das mit den Evolutionszyklen hier auf der Erde, die wir erlebt haben. Das heißt, es gibt insgesamt 9. Jeder Zyklus hat seine eigene übergeordnete Absicht gehabt. Jeder Zyklus hat seine Bestimmung gehabt, was innerhalb dieses Zyklus erreicht werden wollte in der Schöpfung. Es ist auch interessant, dass viele Pyramiden bei den Mayas ebenso 9-flächig sind, aufgrund mit Bezug auf diese 9 Fraktale. Es laufen also 9 verschiedene Tolkien-Spins in unterschiedlichen Räumen. Am Anfang haben wir hier den Urknall. Hier hinten haben wir sozusagen die Wintersonnenwende 2012. Und das ist der Grund, warum die Zahl 2012 so berühmt geworden ist. Der Unterschied zu unserem gregorianischen Kalender, unser gregorianischer Kalender ist ja ein offener Kalender. Der geht ins Nirvana. Da fängt bei 0 an, sagen wir, okay, das war Jesus, das ist jetzt die 0, ob stimmt oder nicht. Und das rennt jetzt einfach in die Zukunft, also das Jahr 225.000 nach Jesus ist mehr möglich. Der Maya-Kalender, was ja kein Kalender ist, sondern eigentlich ein Synchronometer, ist geschlossen, ist zyklisch, endet. Aber nicht Schluss, aus, basta, Ende, wissen wir jetzt mittlerweile, sondern er läuft dann wieder weiter. Das heißt, er definiert verschiedene Zeiträume, in denen sich innerhalb unser Sonnensystem durch die Galaxie bewegt, unsere Galaxie durch den Galaxiehaufen, diese Galaxiehaufen durch das Universum. Und diese Räume werden generiert durch die übergeordnete Zeit, weil in diesen Räumen etwas stattfinden soll, eine Entwicklung stattfinden soll.
Und welche Entwicklung gibt eben der Tolkien in seiner fraktalen Struktur bekannt? Erste zelluläre Unterwelt begann vor 16,4 Milliarden Jahren. Die Wissenschaftler sagen, Urknall war vor 15 ungefähr. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Die Maya definieren ganz klar, vor 16,4 Milliarden Jahren entstand unser Universum nach der Kosmologie der Zeit. Die Absicht dieser ersten Unterwelt, die unglaublich lange dauert, war der Bau von den ersten lebenden biologischen Individuen. Die Zellen. Darum auch der Begriff zelluläre Unterwelt. Das heißt, das Universum hat nach dem Urknall unglaublich lange gebraucht, bis es dieses Hightech-Lebewesen gebaut hat. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind alle Einzeller. Die grundlegende Individualität unseres Seins liegt in unseren Zellen. Und das Universum hat sehr lange gebraucht, Milliarden von Jahren, bis letztlich hier auf der Erde die erste Zelle entstanden ist. Und wenn wir uns so eine Zelle betrachten, das ist extrem, was da drin alles stattfindet. Auf so kleinem Raum. Und was da alles gespeichert ist, insbesondere in der DNA. Weil in der DNA ist unsere ganze evolutive Vorgeschichte drin gespeichert. Das heißt, von dem ersten Einzeller bis zum Martin, der hier auf der Bühne steht, ist alles in meinem Körper drin. Jeder einzelne Evolutionsschritt. So faszinierend. Auch man sieht es ja auch in der Entwicklung des menschlichen Fötus, dass er unterschiedliche Stationen durchläuft. Das Amphibium, der Fisch, das Reptil, bis er dann mal zum sichtbaren menschlichen Embryo heranreift. Das war also der erste Punkt, die erste Zeit. Das Faszinierende daran ist, immer wenn der Tolkien 19/20 der Unterwelt durchlaufen hat, also zu Beginn der letzten sogenannten Welle, beginnt parallel die nächste Unterwelt zu starten. Das heißt, man könnte sagen, die Schöpfung sagt, 19/20 haben wir schon erreicht, die Zellen sind schon da. Es ist zum Beispiel auch interessant, ich habe vorhin erwähnt, die 10. Stufe ist die planetare Verwirklichung, wenn das Produkt sozusagen tatsächlich manifestiert ist. Innerhalb dieser Zeitrechnung entstand die Erde im 10. Himmel. Also die Erde war sozusagen ein Zwischenprodukt, eine Zwischenmanifestation, damit sich überhaupt die ersten Zellen bilden können. Der Erde als Habitat, die Erde als Mutterhabitat für biologische Lebewesen. Bei 19/20 sagt der Tolkien oder das Universum, der göttliche Geist, war auch immer dieses Programm sozusagen entwickelt und initiiert hat. Okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, jetzt können wir die nächste Stufe der Evolution initiieren. Jedes Mal. Die zweite Stufe war, jetzt bauen wir Säugetiere. Das Faszinierende daran ist aber, wenn die zweite Unterwelt startet, beschleunigt sich auch die Evolution um den Faktor 20. Das heißt, es wird etwas in einem komprimierten Zeitraum, also nur noch in einem 20. der Bewegung im Raum, der linearen Zeit, gebraucht, um jetzt von Einzellern zu Säugetieren zu gelangen. Wir sind ja biologisch auch Säugetiere. Wir haben 50 bis 70 Billionen Individuen in unserem Körper. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. In unserem Körper sind 50 bis 70 Billionen individuelle Lebewesen, die trotzdem funktionieren miteinander. Steckt mal 100 Menschen in einen Raum und schaut mal, was dann da funktioniert. Oder sei es 10. In unserem Körper ist eine klare Struktur und all diese Einzeller haben sich verbunden zu einem Vielzeller und funktionieren harmonisch, kohärent miteinander. Unser System ist so aufgebaut, wenn nicht funktioniert, fliegt raus. Ganz einfach. Der wird abgebaut. Ja, ist so. Also es hat ein 20. der Zeit gebraucht, die es vorher gebraucht hat, um die erste biologische Zelle zu bauen, um ein Vielzeller, ein Säugetier zu bauen. Jetzt ist Evolution ist eigentlich schon in unseren Zellen drin, ist eine bestimmte Bequemlichkeit. Man redet ja vom Couch-Potato. Auch unsere Zellen sind Couch-Potatoes, das ist im Leben drin. Wenn etwas funktioniert, was wir gebaut haben, dann bleiben wir dabei. Traditionell.
Es funktioniert auch. Warum sollen wir was verändern? Das heißt, das Leben muss auch einen Mechanismus finden, um von außen so viel Druck auf diese Lebewesen auszuüben, damit die sich verändern. Das kennen wir alle. Krankheit als Weg zum Beispiel. Schicksalsschläge, die uns verändern, damit wir in Bewegung kommen. Weil wenn es uns gut geht, was machen wir? Oh, ist doch alles gut. Wir bleiben in unserer Komfortzone, wir bleiben auf unserer Couch sitzen und genießen das, was wir bis jetzt schon erreicht haben. Und genauso ist es bei den Zellen. Das heißt, es muss ein bestimmter Druck aufgebaut werden, damit die Zellen sich überhaupt zu Vielzellern und dann zu Säugetieren, also zu komplexen Zellwesen überhaupt aufgebaut haben. Einer der wichtigen Faktoren war vor 64 Millionen Jahren, als dieser Meteorit bei Mexiko, bei der Yucatan-Halbinsel, ins Meer schlug und dafür gesorgt hat, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, mehr oder weniger. Das war ein wichtiger Schritt. Das war genau ein kleines Kästchen der ersten Unterwelt. Ein kleines Kästchen der ersten Unterwelt dauert 64 Millionen Jahre. Und genau in diesem letzten Kästchen, wo die Perfektion erreicht wird, der Abschluss des Zolkins sozusagen, Ahau 13, der kosmische Manifestationston mit dem erleuchteten solaren Bewusstsein, da wurden die Dinosaurier dezimiert, weil sonst hätten die Säugetiere gar nicht die Vorherrschaft antreten können. Wären die Dinosaurier immer noch die Herrscher gewesen in dieser Masse, dann wären wir nur Futter für die Reptilien. Aber das Leben wollte ja aus dem Reptilienzustand hinüberwandern in den Säugetier-Level. Und der Säugetierunterwelt dauerte die letzten 820 Millionen Jahre. Auch hier wieder, es ging um die Erweiterung des kollektiven Bewusstseins in der Entstehung von perfekten biologischen Vielzellern mit Gefühlen und Lebengeburten. Das heißt, das Erste, was das göttliche Leben aus der 12. Dimension, lass uns sagen 13. Dimension, gemacht hat, war, sich in den Raum hinein zu projizieren und erstmal Zellen hier unten zu bauen, in 3D. Okay? Die nächste Stufe der Entwicklung war, okay, jetzt machen wir aus diesen Zellen Gruppenzellen, Säugetiere. Das heißt, es fand eine räumliche Ausdehnung des Bewusstseinsfeldes statt. Aber in der dritten Dimension, also nicht höherdimensional nach oben, sondern nur horizontal in den Raum hinein. Die nächste Stufe begann auch wieder, als das letzte 20. erreicht wurde des Zolkins, vor 40 Millionen Jahren, die Familienunterwelt. Jetzt wurden diese isolierten Säugetiere in ein Gruppenbewusstsein ausgedehnt, das, was wir Familien nennen. Also in dieser Zeit entstanden dann auch die ersten Affengruppen, die höheren biologischen, also Säugetiere, die eben auch fähig waren, wie die Lemuren oder die Hominiden, ein Gruppenbewusstsein über sich selber hinaus zu bilden. Nämlich ich und meine Kinder und mein Bruder und meine Schwester oder wie auch immer, die gehören jetzt zu meinem Ich-Feld dazu. Ich identifiziere mich mit meiner Familie. Auch hier wieder, als der Faktor 20 wieder erreicht wurde, die letzte Welle, vor 2 Millionen Jahren ging es jetzt um Sippenunterwelt. Das heißt, jetzt wurden die Familien plötzlich, mehrere Familien, in einer weiteren räumlichen Ausdehnung der Identifikation des Bewusstseins gegründet, nämlich Sippen. Und da entstand dann sozusagen die Zeit des Homo sapiens, der über der eigentlichen Familie hinaus sich auch identifizieren konnte mit anderen Familien und eine Sippe gründete. Und so weiter und so fort. Hier auch wieder Faktor 20. Vor 104.000 Jahren begann dann die regionale Unterwelt. Das war dann die Erweiterung in ein regional verbundenes Bewusstseinsfeld, was auch sehr gesellschaftliche Strukturen und Kulturen initiierte. Das ist auch die Zeit von Lemurien, Atlantis, auch der Aborigines und der anderen Naturvölker, die sich eben über ein gesamtes regionales Gebiet identifizierten und sich Teil nicht nur einer Familie oder einer Sippe, eines Clans gefühlt haben, sondern einer ganzen Region. Das war noch immer ein sehr verbundenes, mystisches Bewusstsein, was dahinter stand. Und erst vor 5200 Jahren, zufälligerweise der Zeitpunkt der Beginn unserer Geschichte in den Geschichtsbüchern. Vor 5000 Jahren entstanden die Kulturen. Entstanden die Kulturen als Vorreiter dann für Nationen, wie wir sie heute kennen. Das heißt, jetzt plötzlich haben wir eine Verbindung mit klaren Grenzen. Es ist die nationale Bewusstheit,
die jetzt in diesen 5200 Jahren gegründet wurde und gleichzeitig auch der sogenannte Fall, Sündenfall des Bewusstseins, weil die linke intellektuelle Gehirnhälfte dramatisch ausgebildet wurde. Also ihr merkt, es geht immer tiefer in die Materie rein, bei gleichzeitiger horizontaler Ausdehnung der Identifikation des Kollektives. Okay? Das heißt hier, wo ganz klar, okay, das ist mein Land, egal wie groß, da ist eine Grenze, das sind wir. Und alle, die ganze Bevölkerung haben gesagt, ja, wir sind, was auch immer, Schweizer, Deutsche oder und so weiter und so fort. Und es ging dann auch um die Vorherrschaft von bestimmten Ländern, die sich da ganz klar dann dominiert haben auf der Welt. Also das ist eine wichtige Evolutionsstufe gewesen. Natürlich hat das auch zur Folge gehabt, dass dann Kriege auch im größeren Stil entstanden sind, ist ja klar. Der Intellekt und das Ego wurde ganz klar gebildet. Der Fall des Bewusstseins in die Materie nahm dramatische Formen an. Wir haben hier mal die Aufgliederung dieser Unterwelt, das heißt, wir haben hier jeweils ungefähr 400 Jahre, jeder Himmel dieser 20 Stufen dauert 400 Jahre und auch diese Unterwelt, jeder Himmel hatte wieder, sogenanntes Baktun, hatte wieder seine eigene Absicht, sein eigenes Thema. Spannend da hier ist, dass das Buddha, ist auch interessant, Buddha hatte keine Religion gegründet, sondern einen Bewusstseinsweg hinterlassen, wie man aus der Gefangenschaft der Maya, also wie man aus der Gefangenschaft dieser dreidimensionalen Welt und der Materie herauskommt, durch die Meditation. Und Buddha ist genau im Zentrum der universellen Unterwelt, der nationalen Unterwelt geboren. Genau im Herzen, in der mystischen Säule, wie die hier die mittlere genannt wird. Die Mayas sind dann in der 10. Unterwelt gekommen. Die Kultur der Maya war also die 10. Unterwelt. Das heißt, die Maya hatten ihre Manifestationskraft, um innerhalb dieser 5200 Jahre Bewusstseinsamnestie, Verlustigung des Kontaktes mit der Natur, die Herausbildung einer Technokratie und einer ganz starken menschlichen, irdischen Gesellschaft, die sich die Erde untertan macht, haben auch die Maya ihren Sinn gehabt, im 10. Himmel der Manifestation da zu sein und ihr Erbe zu hinterlassen, die uns eben all dieses Wissen auch hinterlassen haben. Und die letzten 400 Jahre, das sogenannte Baktun der Transformation der Materie, hier geht es darum, dass der Mensch es innerhalb dieses letzten 400 Jahre schafft, die Materie zu transformieren. Damit wir aber die Materie transformieren können, müssen wir an den tiefsten Punkt der Materie angelangen. Das heißt, der Abstieg des Bewusstseins in die Materie muss bis an den tiefsten Punkt gelangen. Und die Transformation der Materie haben wir erreicht durch die Atomspaltung. Wir haben das Unteilbare sozusagen getrennt. Kommen wir mal gleich dazu. Es ist auch spannend, dass seit Beginn dieses letzten Baktuns die Sonnenflecken beobachtet wird und die Aktivität der Sonne und auch aufgezeichnet wird weltweit. Also zufällig passt es genau in diesen Zeitrahmen, als das letzte Baktun, das 13. Baktun angefangen hat. In dieser Zeit kam auch die Wissenschaft auf. Vorher war ja die Kirche der Dominator. Es gab eigentlich nicht wirklich eine Wissenschaft oder wenn, dann nur die versteckte alten Wissenschaften. Die Kirche hatte das Feld ziemlich gut dominiert mit ihrer Inquisition und mit ihrer Dominanz. Und plötzlich kamen die Wissenschaftler auf, Galileo Galilei, Kepler etc. pp. Plötzlich hieß es ja nicht, die Erde ist das Zentrum des Universums, sondern es kreist nur als kleiner Planet um eine kleine Sonne, die auch nur am Rande einer Galaxie etc. pp. Also hier plötzlich kam eine Explosion der Technik, der Wissenschaft, was also einen Hintergrund hat, nämlich dass die Evolution das auch wollte. Es ist kein Fehler, dass wir Menschen diese Technik herausgebildet haben, weil es wirklich im Programm der Zeit auch enthalten ist. Wir sollen das ja auch erfahren. Es geht ja nicht darum, dass wir wieder zurück in die Steinzeit sollen und die ganze Technik wegschmeißen sollen. Und natürlich, wie gesagt, der Höhepunkt war dann sozusagen die Spaltung des Atoms und die Entfesselung dieser Kräfte, die im Atom enthalten sind. Wenn wir, das ist die Transformation der Materie. Wenn wir ein Atom spalten, dann töten wir das Unteilbare, wenn man das jetzt mal so zwischenmenschlich sagt. Darum ist Atomstrom auch sehr schlecht, also auch hochaggressiv in seinem Elektrofeld, in seinem Elektrosmog. Das greift uns an, Atomstrom, weil es eben auf eine unnatürliche Weise hergestellt ist. Und wir wissen selber, wie lange das radioaktive Müll oder wie lange das etwas strahlt. Das ist hochgiftig. Also Fukushima ist momentan wirklich das,
das Damoklesschwert unserer Gesellschaft, weil da warten 12.000 Brennstäbe drauf, den nuklearen Supergau abzufeuern. Muss man sich mal vergegenwärtigen. Und die müssen geborgen werden und es wurde noch nie so ein Unterfangen gemacht. Und sowohl Japan als auch die Weltgemeinschaft ist momentan ziemlich überfordert mit dieser Situation, darum wird es auch totgeschwiegen. Also wenn man wüsste, was da eigentlich für eine tickende Zeitbombe ist. Aber es gehört zu unserer Evolution. Wir sollen diese Macht wieder erlangen, die Atombombe. Wir sollen es gründen, damit wir mit dieser Macht lernen umzugehen. Beispielsweise, das Leben will alle Erfahrungen durchleben. Nicht nur die, die wir gerne hätten oder die wir als schön und gut und positiv empfinden. Das Leben will alles durchleben. Und darum auch solche Geschichten, darum auch Krieg, darum auch diese ganzen Gräueltaten und darum auch diese Umweltzerstörung, weil das einfach auf dem Weg der Möglichkeiten ist und durchlebt werden soll als Reifung. Wäre nicht der erste Planet, der halt unbelebt werden könnte oder in der Gefahr steht. Aber auch hier, Faktor 20, die letzte Welle wurde erreicht vor 256 Jahren, also vor 260 Tuns, da begann die planetare Unterwelt. Jetzt aus dem Nationalbewusstsein in ein planetares Bewusstsein zu gelangen, ist jetzt hier die Anforderung. Das heißt, raus aus dem Nationalbewusstsein, wir sind Schweizer, wir sind Deutsche und so weiter. Das war auch geplant so vom Leben. Es ging also hier jetzt um eine neue Weltordnung. Ihr kennt diesen Begriff sicherlich, da komme ich ja noch mal kurz zurück. Also das heißt, aus diesen einzelnen Ländern wurden Organisationen wie die USA, UdSSR, die UN, EU etc. pp. Das hat alles damit zu tun, dass sich hier ein globales Bewusstseinsfeld aufbaut. Also Globalisierung ist nicht nur etwas Negatives, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Globalisierung war gewollt. Genauso wie die Technologien, die uns jetzt ermöglichen, wie zum Beispiel das Internet, ein weltumspannendes Dorfbewusstsein letztlich zu haben. Ist doch so. Vor 100 Jahren brauchte eine Information 3 Wochen, bis es um die Welt ging. Heute braucht es 3 Sekunden. Ab ins Netz, überall da. Das Ziel ist natürlich aber auch, eine bewusste Einheit mit Mutter Erde zu erlangen und uns bewusst zu werden, was wir eigentlich auf diesem Planeten für einen Job haben, was unsere Bestimmung ist, wie wir mit unseren Mitwesen inklusive Mutter Erde umgehen sollten. Und das können wir natürlich nur, indem wir auch Fehler machen. Indem uns irgendwann, wir machen so viel schlecht, falsch, was nicht wirklich falsch ist, sondern ein Entwicklungsweg, bis es uns hier wirklich vor dem Gesicht steht und wir so viel Druck kriegen für unser Überleben, dass wir uns verändern. Wie gesagt, Evolution besteht immer auf Druck. Evolution funktioniert immer so, es passiert etwas, etwas entsteht, dann lange Zeit bleibt das auf einem Level, es passiert fast keine Entwicklung, dann geschieht wieder von außen eine Einwirkung, dass das Leben gezwungen ist, auf eine höhere Bewusstseinsstufe zu gehen, um so weiterzumachen. Und genau da stecken wir jetzt momentan natürlich voll drin. Und das ist auch der Sinn der planetaren Unterwelt. Übrigens, wer hat die Welt vom Nationalbewusstsein in ein planetares Bewusstsein geführt? Die Rothschilds, die bösen Illuminati, die ganzen Strukturen, die hintergründig die Welt verflochten haben und letztlich die Souveränität der einzelnen Länder unterwandert haben, mit ihren Bankensystemen. Nur so haben die Nationen sich in eine größere Gemeinschaft überhaupt begeben können, indem ihre eigene Identifikation und Zentrierung aufgelöst wurde, entmachtet wurde. Sie mussten sich jetzt in eine höhere Gruppendynamik einfügen, in ein planetares Bewusstsein. Und auch die ganze Zuwanderung und die Umwanderung, so schlimm das ist, ich meine, ist ja gerade aktuell in der Schweiz. Aber es hat seinen Sinn. Warum? Wir sollen auch aus dieser Rassentrennung rauskommen. Also wir sind eine Menschheit. Ist doch wurscht, ob wir jetzt weiß, schwarz, grün, blau sind. Oder dick, dünn oder sonst etwas. Das heißt, dass diese Unterschiede nicht mehr gemacht werden, das ist ein guter Mensch, das ist ein schlechter Mensch, diese Einteilung, sondern dass wir erkennen mögen, dass jeder Mensch gleich, ein gleiches göttliches Wesen ist. Und dass wir Menschen in einer Harmonie leben können. Im Gegenteil, wir sind viel in Israel. Israel ist ja ein Genpool der Menschheit. Weil ja die Juden aufgrund ihrer Vertreibung und Diaspora sehr verteilt waren in anderen Ländern. Und es ist faszinierend, was das für Menschen sind, die Israelis, sowohl charakterlich als auch physisch, vom Aussehen her. Da kommen so viele Gene zusammen, ist ganz spannend. Das heißt, die Weltbevölkerung wird sich immer mehr vermischen. Es hat natürlich seine Schattenseiten, ohne Thema.
Aber trotzdem, das ist die Evolution, dass wir ein planetares Volk werden. Weil wir wollen wir weitergehen in noch weitere Stufen, solar, galaktisches Bewusstsein, wenn wir nicht mal eins sind als Menschheit. Und hier Frieden und Harmonie erzeugen können. Da sind wir schon bei der galaktischen Unterwelt, also auch hier, das letzte 20. im Jahr 2000. Ist auch interessant in diesem Zusammenhang. Das neue Millennium wurde von 99 auf 2000 gefeiert. Ist aber mathematisch falsch. Das neue Millennium fängt mathematisch erst von 2000 auf 2001 an. Aber die Welt hat mitgefeiert. Hier haben wir die Erklärung dafür. Die galaktische Unterwelt begann. Die fing nämlich genau Punkt Anfang 2000 an. Das ist sozusagen die 8. galaktische Unterwelt, die unser Bewusstsein jetzt auf die Galaxie ausdehnen soll. Dass wir eine galaktische Wahrnehmung, eine galaktische Identifikation bekommen. Zumindest mal hier oben, zumindest mal von der Informationsfluss her, ob es dann wirklich galaktisch gelebt wird, wie ich hier geschrieben habe, nämlich auch Kontakt mit Außerirdischen. Ich meine, den Kontakt gab es ja schon vorher, aber wirklich so als alltägliche Geschichte, dass wir auch galaktisch denken und galaktisch leben. Das war jetzt mal die räumliche Ausdehnung darin. Die Zeit, die 13 Jahre. Für mich, ich nenne diese Zeit auch gerne so diese Endzeit Armageddon, kennen wir ja aus der Bibel, ne? Diese Prophezeiung, die Apokalypse. Warum? Hier, im zweiten Himmel der Herausforderung, also das zweite Jahr, die zweite Stufe in diesen 13 ist immer die Zeit der Herausforderung, haben wir das hier gehabt. Das war ein ganz klarer Angriff auf sämtliche zivilisatorischen und kulturellen Rechte, die wir in den 5000 Jahren aufgebaut haben. Hier wurde das Volk, die Menschheit, absolut entmachtet. Seit diesem Zeitpunkt sind wir nur noch deutlich, nur noch Zahnrädchen in einem Konstrukt der Mächtigen. Weil 9-11 hat die Welt total verändert. Oder sagen wir mal so, durch 9-11 hatten sie die Möglichkeit, Schritte zu unternehmen, die so die Menschen nie akzeptiert hätten. Aber der Dämon des Terrorismus, der Krieg des Christentums gegen den bösen Islam, so diese ganzen Feindbilder, auch diese Bilder hier, ich meine, ich glaube, hier weiß jeder mittlerweile, die wurden gesprengt, das war ein Inside-Job, bla 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 bla, ne? Das war ein Opfer von 3000 Menschen, damit sie eben ihre Pläne umsetzen konnten. Das war genauso wie Pearl Harbor oder auch beim Ersten Weltkrieg, diese Versenkung eines Schiffs. Da geht es einfach um die Agenda der neuen Weltordnung. Okay, wir brauchen das jetzt, damit wir das weiterhin durchziehen können. Und die Menschen nur sagen, ja, mach mal, ich habe ja so Angst. Und das ist das Thema. Gleichzeitig in der galaktischen Unterwelt hat auch die Zeitbeschleunigung noch mal deutlich zugenommen. Ich habe schon gesagt, zwischen jeder Unterwelt, immer wenn eine neue Unterwelt startet, startet auch die Evolutionsgeschwindigkeit. Das heißt, das subjektive Gefühl, Zeit ist verbunden mit unseren Emotionen, ganz stark verbunden, 4. Dimension. Das subjektive Gefühl, dass alles rast, dass die Zeit schneller geht, das haben wir ja alle gehabt. Ich meine, der Übergang von der nationalen auf die planetare im Jahr 1756 hat wahrscheinlich keiner hier im Raum erlebt. Aber wir alle haben diesen Übergang erlebt zwischen dem alten Jahrtausend und dem neuen Jahrtausend. Es gibt ja diesen Begriff, neue Jahrtausend. Das ist nicht nur wegen der Zählung so. Es fühlt sich auch so an. Ich meine, die 90er Jahre waren ja schon intensiv. Die letzten 20 Jahre vor 2012. Das ist auch wieder eine energetische Stufe gewesen, wo nochmal eine Beschleunigung war. Aber seit dem neuen Jahrtausend ist ja das jetzt schon bereits veraltet, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass ich jetzt bin. Also das, was jetzt rauskommt, ist ja schon bereits History, weil die Zukunft ja bereits schon darauf wartet, dass es über den Ladentisch geht. Also wir werden von der Zeit überholt oder wurden von der Zeit überholt. Und das haben wir in den 13 Jahren von 2000 bis 2012 natürlich extrem gemerkt. Gleichzeitig sind auch die Krankheiten, die ganzen verkrusteten Strukturen der Menschen extrem aufgebrochen. Also in diesen Jahren, ich meine, wir sind auch im heilerischen Bereich tätig, ist der Wahnsinn, was da zugenommen hat. Aber auch das Bewusstsein hat sich extrem expandiert. Also es hat von 92 an, 92, diese Zeit war eigentlich die Geburt der esoterischen Bereiche, der ESO-Szene, wie man so sagt. Das waren diese letzten 20 Jahre. Warum? Weil einfach die Zeit jetzt reif war, weil die Bewusstseinsstufen es erforderten, dass auch diese expandieren. Seit dem neuen Millennium ist Alternativmedizin
schon fast integriert in der Schulmedizin. Und. Also wenn wir diese Entwicklung sowohl im Guten wie auch im weniger Guten, im Konflikt anschauen, dann ist es extrem, was in diesen 13 Jahren ja alles nochmal passiert ist. Wir haben ja eine unglaubliche Beschleunigungsdichte, auch was die Informationen betrifft. Die Informationsdichte, das heißt, die Anzahl der Informationen, mit denen wir ausgesetzt werden, hat sich ja auch genauso potenziert. Wir werden ja überflutet mit Informationen. Wie gesagt, galaktisches Gruppenbewusstsein auszudehnen. Und dann nochmal, die letzte Unterwelt begann dann im Jahr 2012 erst, die universelle. Jetzt ging es darum nochmal, unser horizontales Feld universal wachsen zu lassen. Das heißt, uns schon mal vorzubereiten auf die kommende Zeit, die dann eben nach 2012 kommt. Also wirklich ein multidimensionales Feld aufzuspannen und ein universelles Bewusstsein vorzubereiten. Das ist natürlich der Höhepunkt der Esoterik, könnte man fast sagen. Das ist ja völlig durchgeknallt. Ist aber nicht durchgeknallt. Ist tatsächlich eine Evolutionsentwicklung. Also wir haben jetzt wirklich das Nadelöhr der Zeit erreicht. Man kann sagen, der Abstieg ist vollendet an der Wintersonnenwende 2012. Alles, was das göttliche Bewusstsein oder wir alle als göttliches Bewusstsein, was wir ja auch sind, hier auf der Erde sozusagen downloaden wollten, damit es dann in der zweiten Hälfte der Schöpfung gelebt und erkannt und umgesetzt werden kann, ist vollendet. Für mich ist die Wintersonnenwende 2012 Halbzeit der Schöpfung, zumindest was unser Planet betrifft oder uns als Menschheit hier verwurzelt auf der Erde. Jetzt sind alle Programme da. Jetzt habe ich aus einem alten Commodore den Quantenrechner par excellence mit den tollsten Programmen drauf. Okay. Und jetzt gilt es, dass wir lernen, diese Programme und diesen super tollen Biocomputer, den wir sind, multidimensional zu verwenden und diese ganzen Programme einzusetzen. Okay? Das heißt, der Tiefpunkt unserer Evolution haben wir am 21.12.2012 erreicht. Es war wirklich ein Schnittpunkt zwischen der alten Zeit, das wird ja auch in der ESO-Szene so genannt, die alte Zeit und die neue Zeit. Ich finde das ein Blödsinn, das ist eigentlich Quatsch. Wenn, dann reden wir von Zeitaltern oder von Äonen oder von einer grundsätzlichen Evolutionsrichtung. Das heißt, die galaktische Schaltuhr, Erde, Sonne, Sternsysteme, Planeten und Galaxie wird jetzt in eine neue Richtung gehen. Wir haben jetzt sozusagen das Synthese-Zeitalter des solaren galaktischen universellen Bewusstseins betreten. Und das wird auch nicht so passieren, wie viele halt gehofft haben. Oh, eine Nacht noch schlafen, dann sind wir erleuchtet. Das ist natürlich genauso ein Quatsch. Wir sind also hier in der Schnittstelle. Wir hatten die neuen Unterwelten der Entwicklung zu gehen, die 16,4 Milliarden Jahre dauerten. Und jetzt gilt es letztlich auch wieder für die Rückauflösung, das heißt die Vergeistigung der Materie und die Umsetzung unseres göttlichen Potenzials, können wir uns mehr oder weniger 16,4 Milliarden Jahre Zeit lassen. Weil wir wissen alle, vorher schluckt die Sonne die Erde. Wenn diese Theorie stimmt, dass sich die Sonne aufblähen wird zu einem roten Riesen, da gibt es auch wieder andere. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt an einer Schnittstelle, wo ganz viele mögliche Zukünfte vor uns liegen. Wenn wir also das alte Aeon anschauen und das neue Aeon, spiegelt sich am 21.12. sozusagen diese ganze Entwicklungsstufen. Das heißt, wir können sagen, die universelle Unterwelt vom 2.5. bis zum 21.12. wurde dann hier vom 22.12. bis zum 13.8.13 gespiegelt. Das ist übrigens auch ein schönes gregorianisches Datum. Dann haben wir die 13 Jahre 2000 bis 2012 und ihre Inhalte und alles, was auf der Erde gelebt und verursacht wurde, in einer Spiegelung von 2013 bis 2025. Das heißt, wir haben jetzt 13 Jahre Zeit, das, was vorhergehend sozusagen im absteigenden Sinne alles verursacht wurde, auch das ganze Negative, eine Umkehrung zu geben, wieder nach oben, wieder in Richtung Heiligkeit des Lebens, Bewusstseinserweiterung, Heilung der Naturschäden etc. pp. Oder auch eben natürlich ein richtiger Umgang mit der ganzen Technologie und mit den Kräften, die uns zur Verfügung stehen. Es ist also jetzt ein Aufwachen erforderlich.
Und für mich bilden wir auch in diesen 13 Jahren sozusagen die Saat oder den Weg, die Wegrichtung für die nächsten 260 Jahre, dann bis zum Jahr 2268. Das heißt, hier gehen jetzt diese weiteren Zeitzyklen wieder gespiegelt von dannen, aber in ihrer aufwärtigen Richtung, erhöhenden Richtung. Man kann also wirklich sagen, wir sind momentan in einem Konflikt oder in einem starken Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis oder Liebe und Angst. Die absteigende Dynamik der Evolution hat uns in die Finsternis gezogen, wenn man das so will. Wir wissen ja auch, das ist ein sehr mächtiges Herrschermittel. Angst macht Menschen gefügig. Angst ist auch ein sehr starkes Manifestationselement, eine Manifestationskraft. Wovor wir Angst haben, wovor wir uns fürchten, das ziehen wir auch in unser Leben. Darum ist es immer gut, wenn man seine Ängste kennt oder wenn man sie verwandeln kann. Liebe ist natürlich der Gegenpol. Also nicht Liebe und Hass ist die Polarität in dem Sinne, sondern Liebe und Angst. Es ist auch interessant, Krebs ist auch so ein Hass, ist so ein Hassenergie im Krebs. Ne? Krebs frisst, Gier, Ego. Krebs ist eine ganz klare Manifestation als Krankheit des Egos, des Menschen, des Hasses, der Gier, weil er frisst alles um sich herum, auch wenn er dabei stirbt, weil er seinen Körper tötet. Ist dem Krebs völlig wurscht. Und genau so verhält sich ja der Mensch auch, ne? Aus Krebsgeschwür so auf der Erde noch, in diesem alten Bewusstsein. Das Herz kriegt keinen Krebs. Spannend. Aber es kann einen Infarkt bekommen. Es kann seine Funktion spontan einstellen, wenn es nicht gelebt wird. Also wer dauerhaft seine Liebe nicht lebt und unterdrückt und diese Kraft, die in unserem Herzen und in unserem Herzchakra eigentlich vorhanden ist, der läuft zwangsweise in Richtung Infarkt. Und unser Herz ist ganz dynamisch. Das ist etwas, die Herzratenvariabilität, das heißt die Herzschläge unseres Herzens, die springen wild hin und her. Also mal haben wir einen Herzschlag von 58, dann plötzlich wieder 85, dann wieder 67. Und je dynamischer unser Herz ist, je schneller unser Herz die Rhythmen wechselt, umso gesünder ist es. Und je statischer unser Herz ist, wie die Uhr, ne, es ist nicht für ungefähr, dass wir eine Uhr haben, die so 60 Schläge über den Herzmeridian unserem Herzen verpasst. Also gerade die alten mechanischen, die digitalen nicht mehr. Ne, 60 Schläge. Was meint ihr, was das mit unserem physischen Herz macht? Ist auch ein Einfluss. Es mechanisiert unser physisches Herz. Also wenn ihr eine Uhr, eine mechanische Uhr hier am Handgelenk tragt, tragt sie lieber rechts anstatt links. Weil hier der Herzmeridian diese Pulse taktet, diese Quarzpulse taktet auf unser Herz und macht unser Herz statischer. Das ist auch ein Stück weit der Einfluss der Uhr, der Zeit, dieser Stressfaktor. Nicht nur, dass wir die Tagesenergie in Schachteln und Termine machen, die gar nicht unserem Gefühl entsprechen, weil Zeit ist ein Gefühl, ist mit unseren Gefühlen verbunden, sondern wir werden da dominiert. Ihr wisst ja, wie viel Macht so eine Uhr hat. Kennt das in eurem Alltag? Wahnsinn. Schmeißt die Uhr doch weg. Ich lebe seit 15 Jahren ohne Uhr. Es gibt ja eh überall Uhren, wenn es dann wirklich mal nötig wäre, um einen Zeitrahmen einzuhalten. Aber es ist ganz wichtig, unser Herz ist dynamisch, wild, lebendig und das ist die Liebe. Angst lässt uns erstarren, friert uns ein. Und jetzt sind wir einfach an diesem Schnittpunkt, auch hier in diesem Bild vom Alex Gray. Welche Seite dieses Bildes werden wir leben? Wir sind jetzt wirklich an einem Scheidepunkt. Der Weltenbaum brennt auf der einen Seite und auf der anderen Seite erblüht er noch. Die neue Weltordnung steht vor der Tür. Ja, ihr kennt vielleicht die Guidestone von Georgia, was da alles draufsteht, oder eben die Menschenrechte, die abgebaut wurden. Die ganzen Strukturen. Für mich eins der größten Verbrechen ist das hier. Zeit ist Geld. Die Kräfte haben es geschafft, also die Menschen, die Gruppierungen, wie wir sie auch immer nennen wollen, Illuminati, Bilderberger, bla bla bla, ist doch alles wurscht. Wir wissen, wer momentan noch die Macht versucht zu halten, die Macht des alten Zeitalters hier auf der Erde, haben es geschafft, uns Menschen eine Geldtrance einzurichten, eine Geldhypnose. Ihr wisst, Geld ist ja gar nichts wert. Wo ist der Realwert von einem Blatt Papier, das bunt bedruckt ist? Wir Kinder haben das gezeichnet. Oder Monopoly, super. Nur wenn wir Monopoly spielen, wissen wir, das ist nichts wert. Euro, Schweizer Franken, all die Währungen, ist nichts wert.
Es ist weder eine Realdeckung an irgendwelchen Edelmetallen noch am Bruttosozialprodukt. Es ist einfach nichts mehr wert. Man hat uns hypnotisiert. Das ist aber der Wert deines Lebens. Du musst dem Geld hinterherrennen. Zeit ist Geld. Hey, was haben wir heute? Die größte Zerstörung ist nur wegen dieser Hypnose. Weil wir das geglaubt haben und geschluckt haben und hinterherrennen. Geld hat keinen Wert, ist eine rein numerologische, mathematische Größe der Dimension 0. Es kann sich auch nicht selber vermehren, es kann sich selber auch keinen Wert geben. Es ist nur ein Blatt Papier. Woher kommt die Energie des Geldes? Woher kommt die Energie des Geldes? Von uns allen. Von 7 Milliarden Menschen, die diesem Geld diese Energie geben und daran glauben. Wir haben es in der Hand, wenn wir aufwachen und merken, hey, es geht doch gar nicht ums Geld. Zeit ist nicht Geld, Zeit ist Leben. Zeit ist unsere Lebensenergie, die wir hier in Raum und Zeit verbringen. Mit jedem Jetzt, 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 Jetzt. Für unser Unterbewusstsein gibt es 26 Jetzt pro Sekunde. Weil unser Unterbewusstsein 26 Mal pro Sekunde alles speichert, was wir wahrnehmen, was wir erleben in dem Moment. Und zwar mit allen 7 Sinnen. Nicht nur die 5 Sinne, sondern auch die telepathischen, empathischen Eindrücke, alles. Das heißt, Zeit ist Leben. Und das ist wichtig. Ich kenne die Geschichte von Michael Ende, Momo. Genau das ist uns passiert. Das haben die ganzen Rothschilds, Gruppierungen etc. bewirkt. Und jetzt gilt es einfach, aufzuwachen aus dieser Trance und zu merken, Zeit ist Leben und nicht der Turm von Babylon mit seinem Bankensystem. Wenn wir uns die heutige Weltstruktur anschauen und Organisationsstruktur, ich glaube, da will ich auch nicht zu sehr darauf eingehen, welche Strukturen da dahinter stehen, wie diese pyramidale Vernetzung alles organisiert ist und so weiter, das muss ich jetzt nicht näher behandeln. Wie gesagt, die Familie Rothschild ist hier federführend gewesen und da haben wir auch so ein paar Rockefeller-Monsters und diese superreichen Milliardäre. Ihr wählt die Politiker und wir sagen ihnen, was sie zu tun haben. Wir haben Angela Merkel, deutlicher geht's nicht mehr. Hallo? Also es ist sowas von klar. Also wir können eigentlich die neue Weltordnung, die angestrebt wird von diesen alten Kräften des alten Bewusstseins, in 2 schönen Büchern zusammenfassen. Wir haben 1984 von George Orwell. George Orwell war ein Mitglied der Fabian Society. Die Fabian Society war eine der Logen, die sich um die Zukunftsplanung beschäftigt hat innerhalb dieser Illuminatenstruktur. Und George Orwell hat dann eben dies eigentlich veröffentlicht, viele Jahre nachdem es ja eh schon alles angelaufen ist. Wir haben die komplette Überwachung mittlerweile, die ganzen Geschichten auch so wegen NSA-Skandal. Hallo, hallo, jeder, der ins Internet geht, weiß doch, dass er überwacht wird. Alles, was möglich ist, wird auch gemacht. Gesetze sind nur für uns Bevölkerung da, damit wir glauben, wir sind ja in Sicherheit. Vergiss es, okay? Alles, was möglich wird, technologisch, wird hinter verschlossenen Türen gemacht. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Die gräulichsten Taten, auch was Genmanipulation betrifft und so weiter. Und Überwachung bitte. Mir ist doch scheißegal, ob die da was aufnehmen, was ich im Internet surfe. Das geht mir so am A vorbei. Ich weiß, was ich lebe. Ich habe mein Feld. Ich weiß, was ich tue. Da kann von mir aus Gott mitschauen. Tut er ja eh. Das zweite Buch, was spannend ist, ist das von Aldous Huxley. Schöne neue Welt. Wer es nicht kennt, lest bitte diese beiden Bücher, dann wisst ihr einfach, wohin das es geht. Dann könnt ihr auch gegensteuern. Ne? Haben da ein paar Bilder zusammengefasst, was Drogen betrifft und Genzüchtung und. Huxley hat selber mal gesagt, in den 50er Jahren, hat das Buch auch in den 30er Jahren geschrieben, er hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Das hat er in den 1950er Jahren gesagt. Also dass sprich die Agenda so schnell vorwärts schreitet. Wir befinden uns also jetzt zum einen in einer sehr starken Evolutionsdynamik des Kosmos, unserer Galaxie, unseres Sonnensystems von Mutter Erde. Wir haben 2012 überschritten, wir sind jetzt wieder im Aufstieg begriffen. Und gleichzeitig haben die Machthaber des alten Zeitalters, die uns ja an den tiefsten Punkt der Materie führen sollen, das war ja richtig. Nur gefällt es denen halt so gut, Macht über uns zu haben, dass sie sagen, na, wir geben jetzt die Erde und die Menschen nicht auf. Na, die geben uns so viel Energie. Ich meine, wir sind ja wirklich wie in Matrix Batterien für diejenigen. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Kraft, da geht so viel Energie rein. Naja, haben dann auf allen Ebenen hier entsprechend auch elektromagnetische, frequenzmäßige, chemikalische
Installationen dafür gesorgt, sodass wir wirklich auf jeder Ebene alles andere als die natürlich kosmischen Energien abbekommen, sondern dass über alles eine aufmodulierte künstliche Frequenz ist, die unser Bewusstsein im alten Zeitalter halten sollen. Ob das jetzt die Satelliten sind, ich meine, wenn man anschaut, ein Bild vom Müll im Weltall, also ich meine, wir haben ja die ganze Erde vermüllt, wir haben alle Elemente verschmutzt, aber wir haben es auch geschafft, den ganzen Weltraum rund um die Erde noch zu vermüllen. Aber die tun ja auch was, die Satelliten. Die sind nicht nur so, die sagen ja GPS, damit der Mensch besser sein Navi verwenden kann. Die machen auch noch viele andere Dinge. Aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr eingehen, einfach nur so eine Auflistung, wie diese künstliche Matrix mittlerweile komplett installiert ist. Okay? Aber nichts ist verloren. Wir stehen immer noch an dieser Wahl, wo gehen wir denn hin? Wollen wir den Weg der Angst gehen, der Lügen, als Sklaven von irgendeinem System, was uns aussaugt, auf den hier? Oder gehen wir doch lieber den Weg der Liebe, der Wahrheit, als Mitschöpfer und so weiter? Es liegt an uns. Der Parasit ist nichts, das Milieu ist alles. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wo sind all die gescheiten Lichtarbeiter? Wo sind all die hochspirituellen Menschen im Alltag, in der Welt, wenn es heißt, da zu stehen und das neue Bewusstsein umzusetzen? Ich erkenne relativ wenig. Ich meine, ich kann in die Lebenskraftmesse gehen in Zürich, aber da kommt man ehrlich gesagt, Entschuldigung, ich vertrage das nicht. Spiritualität ist etwas Alltägliches. Spirituell ist der Bauer, der nicht mehr seine Kühe im Stall halten kann, der überhaupt keine Viehhaltung mehr übernehmen kann, der es auch kein Genmais kauft oder Genweizen kauft. Übrigens, große Aufregung wegen Genmais in Europa. Weizen ist schon längstens genmanipuliert, aber da redet keine Sau davon. Spiritualität ist der Mensch, der wirklich sein Bewusstsein, seine Erkenntnis lebt im Alltag, ganz einfach, ohne sich weißgewandert vor Publikum zu stellen und sagen, ich bin ja ach so spirituell und ihr müsst mir folgen oder sonstige Geschichten. Spiritualität ist der Nachbar, der einfach sich um seine Nachbarn kümmert, der gut zu der Natur ist. Das ist für mich spirituell, einfach gelebt, das geht nicht hausieren, das macht auch keine große Werbung, sondern ist. Und das ist für mich wahre Spiritualität, es zu sein, ohne ein großes Brimborium zu machen. Gut, wir stehen jetzt in diesen Jahren bis 2025 auf jeden Fall. Entschieden hat sich schon jeder im Jahr 2013, da bin ich überzeugt. Also jetzt in diesem ersten Jahr, in dieser ersten Unterwelt, hat sich letztlich jeder entschieden, welchen Weg das er gehen wird. Das ist definitiv. Jetzt gilt es einfach, die nächsten Jahre bis 2025 das auch tatsächlich zu tun, es zu leben. Damit so viele Menschen wie möglich natürlich ein neues Feld aufbauen können. Sprich, surfen auf der Welle der Tsuvuya. Das ist auch ein spannendes Thema. Hier geht es nochmal um die fraktale Vernetzung des Weltenbaumes und wie wir multidimensional mit allem, was ist, verbunden sind. Nochmal. Wir leben in einem Multiversum oder in einem multidimensionalen Universum mit verschiedenen Dimensionen, mit verschiedenen Räumen und Manifestationen. Dieses Ganze, was wir jetzt zum Beispiel Licht nennen, das sind alles Lebenswelten. Nur weil wir im elektromagnetischen Spektrum nur hier einen ganz kleinen Ausschnitt sehen, können wir doch nicht glauben, dass diese Welt hier und diese Welt hier nicht existiert. Dass das nur Frequenzen sind. Ja, aber Dimensionen sind frequenzmäßig voneinander unterschieden. Das heißt, wir haben ganz viele Welten, sowohl hier auf der Ebene mit Lebewesen, wie auch auf der Ebene. Stellt euch vor, dieser Raum ist momentan voll mit Handystrahlung, Funkwellen, Radiowellen, Fernsehwellen, alles Mögliche ist in diesem Raum. Aber es ist frequenzmäßig verschoben, darum hören wir das nicht. Würden wir das alles wahrnehmen, was wir könnten, rein von dem her gesehen, weil die Hardware und die Software steckt in uns drin, dann würden wir wahrscheinlich durchdrehen. Also müssen wir uns selektieren. Aber das ist nicht tote Welt, das ist nicht nix. Nur das, was wir sehen und anfassen können und mit unseren fünf Sinnen erfahren können, existiert. Ist doch ein Quatsch, ist doch ein Blödsinn. Genauso, was das Universum betrifft. 5% ist reine Materie. Der Rest ist für uns nicht mal sichtbar. 75% der ganzen Energie in unserem Universum ist für uns weder sicht noch messbar mit unseren technischen Geräten. Und trotzdem ist sie da.
Ja, was ist denn das? Was bewegt denn diese Energie? Wir wissen immer, Energie hat auch immer etwas mit Leben zu tun, mit Lebendigkeit. Das heißt, es ist eigentlich ein Strudel. Unser Universum ist ein Körper, der multidimensional vernetzt ist und ständig übersprudelt in der Kommunikation der Zeit und des Raumes, um hier eine Plattform der Schöpfung zu bauen. Das ist die Lattice oder die Matrix des Universums, eine Darstellung des Universums und hier sozusagen die Sicht unserer Milchstraße. Darum ist es hier etwas dunkler. Wenn wir sehen, wie das Universum aufgebaut ist nach den Strömen, den Filamenten der Energie, erkennen wir hier Strukturen. Das ist eigentlich das Urfeld unseres Universums. Der dunklen Energie, der Ströme der Kraft. Und an diesen Ballungspunkten verdichtet sich das Leben zu tatsächlicher Materie. Das sind die Galaxiehaufen, diese gelben Punkte. Hier auch, diese ganzen kleinen Punkte, das sind die Galaxiehaufen beispielsweise, das sind die Übergriffe, wo sich die Energiebahnen der höheren Dimensionen sozusagen kreuzen und verdichten zu Leben. Also man kann sagen, das ist die fraktale Struktur unseres Universums. Wie Wassertropfen hängen die Welten und Galaxien in einem aufgespannten Raum, nur dass es halt eben organisiert ist, es hat eine ganz klare Struktur. Hier ein Vergleich zwischen einer Gehirnzelle und einer neurologischen Struktur in unserem Kopf und im Universum. Okay? Holographischer Aufbau. Unser Universum steckt, der Aufbau des Universums steckt in unserem Körper drin. Es ist eine fraktale Struktur, wie oben so unten. Was im Mikrokosmos ist, ist auch im Makrokosmos und natürlich auch im Mesokosmos. Hier Darstellung der Magnetfelder. Eine Galaxie, einer Sonne, eines Planeten, eines Menschen, eines Baumes, eines Atoms, Stern, Tornado. Es sind immer die gleichen Torusstrukturen, die gleichen spiralförmigen Felder. Auch hier wieder. Das bedeutet nicht, dass wir alle auch nun nicht nur gleich sind. Es bedeutet auch, dass wir diese Felder und diese Verbindungen zur Kommunikation nutzen können, wie es die Schamanen schon seit Jahrtausenden tun. Wir haben die ganze Technologie in uns. Ob das jetzt die Nervenzellen sind, unser vernetztes Gehirn, unsere anderen Bereiche, die Strukturen in unserem Körper, die Lichtphotonenverbindungen und hier auch unsere DNS. Die ganze Hardware dieses Wesens ist fähig, nicht nur fähig, sondern praktiziert bereits multidimensionales Surfen, multidimensionale Korrespondenz mit dem ganzen Weltall. Medialität, Telepathie, Empathie, das sind alles Geschichten, die eh schon laufen. Wir kriegen es nur nicht mit, weil wir so unbewusst sind. Wir sind ja abgetaucht an den tiefsten Punkt der Materie. Eins der wichtigsten Tore dafür ist unser Herzchakra, unser Zentrum. Das schwarze Loch in uns, jetzt nicht im negativen, sondern im energetischen Sinne gesehen, welches uns ermöglicht, durch das Universum zu zappen. Unser Gehirn ist ständig online mit Mutter Erde. Wir sind tatsächlich Lebewesen in der Matrix. Und wir benutzen diese Netzwerke, die das Leben sowieso aufgespannt hat, in diesen 16,4 Milliarden Jahre. Auch zum Beispiel, was könnte es sein? Das Internet. So eine 3D-Darstellung des Internets, wie es weltweit vernetzt ist und zu einem globalen, technischen, globalen Gehirn geworden ist. Spannend. Wir sind ja heute alle vom Internet abhängig. Habt ihr schon gemerkt? Wir sind schon vernetzt. Gestern habe ich zu meiner Frau noch gesagt, eigentlich sollten wir alle jetzt noch schon die Kamera ins Gehirn implantieren und den Serverzugang, weil dann brauchen wir auch keine Google-Brille mehr. Dann können wir einfach nur telepathisch dem Computer da oben im Gehirn schon sagen, was er zu tun hat. Und dann können wir auf den Hintergrund unseres Auges können wir dann die Dinge projizieren, sodass wir es gleich sehen, was wir da alles sehen und können gleich fotografieren, was wir fotografieren, können unser ganzes Leben filmen und unsere Mitmenschen filmen. Und eben, George Orwell hätte seine Freude. Ich zeige euch jetzt einen tollen Clip, der gefällt mir saugut. Der läuft jetzt aktuell in den Fernsehen, in Werbung. Es ist überall. Es begleitet jeden einzelnen Tag. Es verbindet alles, was wichtig ist. Es ist die gesamte Kommunikation. Es ist unser innerster Antrieb.
Das Netz ist unsere Welt. Genau. Das ist Werbung. Die haben genau dieses universelle Netzwerk dargestellt. Phänomenal. So ist die Welt aufgebaut. Wir sind alle Teil dieses Netzwerkes. Wir sind viel mehr Energie, wir sind viel mehr strukturiertes Licht. Und wir haben einen großen Einfluss darauf. Hier eine tolle Darstellung wieder vom Alex Gray, dass der Mensch sowohl in seiner energetischen Darstellung mit den Chakren, aber auch physiologisch dann die Meridiane und dann das Grid aus uns raus und der Einfluss, den wir haben. Wir können bestimmen, was in unserem inneren Kosmos passiert. Natürlich sind wir geprägt durch unsere Kindheit, wir sind geprägt durch die Kultur. Wir sind sehr viel fremdgesteuert. Und wir sind Gott sei Dank aber fähig dazu, diese Fremdsteuerung zu verändern. Wenn man den Menschen so auflistet, dann ist die körperliche Ebene nur die unterste Wirkung. Die körperliche Ebene ist die Projektion auf der Leinwand. Okay? Wir müssen eigentlich relativ wenig tun, damit unser physischer Körper gut funktioniert. Dann das energetische System mit den Chakren, dem Energiekörper und den Meridianen und letztlich die spirituelle, mentale und emotionelle Ebene unseres Seins. Ich meine, das kann man jetzt noch weiter ausdehnen. Wir Menschen als Wesen des Kosmos und der Erde. Es liegt jetzt an uns, wie wir damit umgehen, wie wir mit der Kundalini-Energie, der gefiederten Schlange in uns, ob wir sie eben aufsteigen lassen oder dumpf vor sich hin pennen lassen und uns weiterhin missbrauchen lassen. Unsere DNS ist eine Hightech-Bio-Schnittstelle, Hardware, die sowohl hyperkommuniziert mit den höheren Dimensionen, das weiß man sowohl aus der Wellengenetik als auch aus der Epigenetik, was da eigentlich alles möglich ist innerhalb unserer Zellen, ist auch faszinierend, was in unseren Zellen noch alles drinsteckt. Wir sind ständig in Resonanz und Konsonanz, sowohl horizontal mit unserer Meso, mit dem Mesokosmos, mit der Welt um uns herum, als auch nach unten in die Mikrowelt und in die Welt von Mutter Erde und ihren Energien, als auch nach oben vertikal eben in die höheren multidimensionalen Ebenen der geistigen Welt. Wir sind ständig am Manifestieren. Wir müssen nicht lernen zu manifestieren, weil wir das automatisch tun. Wir müssen bewusst lernen zu manifestieren. Das ist der Schlüssel dazu. Wir müssen uns über uns selbst und unsere Prägungen und unsere Inhalte in den verschiedenen Bereichen unseres inneren Kosmos bewusst werden, weil wir sind verbunden mit dem Himmel. Wir sind eins mit dem Universum. Das ist einfach so. Die Frage ist nur, wie bewusst sind wir? Und jetzt nach 2012 fordert das Universum von uns aufzuwachen, raus aus dem Kindergarten. Okay? Es ist ja nur der Kindergarten, den wir verlassen. Wir kommen jetzt in die Grundschule. So weit ist unsere Stufe innerhalb der galaktischen Bewusstheit der Zivilisationen. Wie können wir herausfinden, was denn unsere Lebensabsicht ist? Wir können zum Beispiel schauen, okay, was ist eigentlich die galaktische Matrix und meine Geburt? Man kann ein Kosmogramm betrachten, um mehr herauszufinden, was für Zeitprogramme habe ich denn für mein Leben gewählt? Wie manifestiere ich? Mit welchen Bewusstseinsstufen? Was ist eigentlich mein Lebensplan? Wir können das Ganze auch mit der stellar-solaren Zeitmatrix machen, nämlich dem Horoskop. Das ist nicht einfach so, was in der Zeitung steht, ja, alle Widder haben heute Glück oder Unglück. Das ist natürlich Quatsch. Ein Horoskop ist eine sehr wissenschaftliche, psychologische und spirituelle Analyse eines Menschen, um ihn mehr Bewusstsein zu bringen über ihn selbst. Das kann man übrigens auch über das laufende Jahr machen, dieses Zwei. Was brauchen wir denn als Lichtwesen und als inkarnierte Götter? Wir brauchen vor allem mal Liebe. Liebe ist das Heilmittel, ist das Nonplusultra. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und ich meine nicht diese profane Liebe, du gibst mir was, ich gebe dir auch was. Sondern ich rede von wahrer Liebe, von bedingungsloser Liebe. Wir brauchen Licht. Licht ist inhärent wichtig. Wir sind Lichtwesen und wir essen auch Licht. Okay? Lichtnahrung, wir brauchen Sonnenlicht. Was glaubt ihr, warum das uns in den letzten 40 Jahren eingeredet wurde, die Sonne zu meiden, weil sie gefährlich ist und Krebs verursacht? Schwachsinn. Sonnenbrillen, vergesst sie, schmeißt sie weg. Wir nehmen 70% des Lichtes nehmen wir über die Augen auf.
Sonnenbaden ist wichtig. Direkt in die Sonne schauen in der Früh und am Abend, kurz vor Sonnenuntergang oder kurz nach Sonnenaufgang, ist auch Nahrung. Wir brauchen das einfach. Auch Sonnencreme, vergesst das. Wenn ihr richtig bewusst mit der Sonne umgeht, braucht ihr keine Sonnencreme. Und ich kann das sagen, ich bin mehrmals im Jahr in Israel, in der Negev-Wüste, da brillt die Sonne so richtig nach runter. Und ich verbrenne mich nie, weil ich weiß, wie ich mich in der Sonne verhalte. Das sind solche Dinge. Dann ist natürlich wichtig Mutter Erde. Sie ist nun mal unsere Mutter. Sie bietet uns die Heimatstadt. Das heißt, wir müssen wirklich bewusst wieder mit Mutter Erde umgehen lernen. Das ist ein Muss, weil ohne Mutter Erde können wir nicht leben. Ohne Bäume können wir nicht leben. Ohne die Natur können wir nicht leben. Geht einfach nicht. Wir müssen also Licht in alle Strukturen reinbringen, auch in unsere DNS und entsprechend auch die zu erwecken. Und vor allem müssen wir auch unseren Schatten transformieren. Das ist ganz wichtig. Wir müssen in unsere eigenen Kellerräume absteigen, sowohl individuell, partnerschaftlich, beruflich, kollektiv, politisch, auf jeder Hinsicht, und müssen sozusagen die ganzen Altlasten des alten absteigenden Äons aufräumen. Ihr seht ja selber, was in der Welt momentan passiert. Warum werden so viele Menschen krank? Es ist extrem, wie es explodiert. Krebs, Burnout, alle möglichen. Die Psychosomatik hat riesigen Zulauf. Das heißt, die psychosomatischen Krankheiten nehmen dramatisch zu. Im Endeffekt ist ja alles psychosomatisch. Jede Krankheit, alles, was wir erleben. Aber es nimmt einfach immer mehr zu und wir müssen uns dem stellen. Wir müssen unser Gehirn erleuchten, unser Bewusstsein erweitern. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Weil, wie gesagt, wir alle kollektiv erzeugen ein Feld. Wir haben bis jetzt maximal 10% unseres Gehirnpotenzials. Das heißt, es warten 90% des Potenzials drauf, dass wir endlich zu den Gottmenschen, Human, der Hu-Mensch, Hu ist das Wort für Gott. Wir sind Gottmenschen, damit wir erwachen können. Müssen wir auch unser Gehirn oder unser Potenzial erweitern, unser Energiepotenzial erhöhen. Genauso mit unserer DNS. Diese 90% Junk-DNS oder stille DNS, inaktive DNS, die wartet darauf, dass wir sie erforschen, dass wir sie in Besitz nehmen, dass wir sie aktivieren. Wir sind eingebunden in diesem Feld und schwingen ständig auf allen Ebenen, Mikrokosmos, Mesokosmos, Makrokosmos, mit allen Dimensionen, mit allen anderen Lebensnetzwerken sind wir verbunden. Und das, was die Schamanen schon seit Jahrtausenden machen und diese Netzwerke einfach nutzen und bereisen, ob das jetzt für Heilung ist von Menschen, von der Natur oder sonstiges, ist wurscht. Wir haben so ein unbegrenztes Potenzial in uns drin. Und es wird Zeit, dass wir dazu erwachen und uns auf den Weg machen, dieses Potenzial wieder in Besitz zu nehmen. Damit wir wieder mit dieser Matrix spielen können. Dass wir die Welt tatsächlich verändern können, weil wir müssen sie verändern. Wir sehen momentan, dass wir diesen ganzen Planeten an die Wand fahren. Ist so. Wenn man sich wirklich verdeutlicht, was in allen Bereichen dieser Welt passiert, wie viel Zerstörung, wie viel Gewalt, wie viel Brutalität, wie viel... Alles kollabiert. Gleichzeitig kollabieren aber auch die alten Systeme des alten Zeitalters. Finanzsystem, Wirtschaftssystem, Politik. Es kommt alles hoch. Es wird alles, was noch Jahrhunderte unter dem Teppich war, kommt jetzt an die Oberfläche. Und nicht, um uns zu schockieren oder Angst zu machen, sondern dass wir endlich hinstehen und sagen, okay, gut, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Reden wir nicht mehr drüber. Wir müssen nicht mehr über die Illuminaten reden. Es ist eh klar. Und wir generieren das kollektive Feld. Wir mit unseren Schöpferkräften, wir beeindrucken die Realität dieser Zeit. Und wir haben auch Hilfe. Das heißt, diese Verbindungen mit aufgestiegenen Meister, Engeln, kosmischen Wesen und so weiter. Ja, glaubt ihr, das ist einfach nur Erwachsenenfantasie? Diese Wesen existieren, die sind real. Und wir können sie auch bitten um Unterstützung. Ich meine, sie werden uns nicht den Karren aus dem Dreck ziehen, währenddem wir bequem auf dem Karren sitzen. Wir müssen selber mitziehen, aber sie werden uns unterstützen. Und das tun sie auch bereits. Weil ich glaube, sonst wäre es noch viel schlimmer dran. Sonst hätten wir diese Welt schon x-mal, zigfach mit unseren Atombomben in die Luft gejagt. Wir sind also eine Einheit, die wir im Gleichklang aufschaukeln können. Wir können so viel Energie gemeinsam freisetzen. Wie haben denn die Illuminati ihr Netzwerk aufgebaut?
jahrhundertelange, konsequente, brutale Arbeit diszipliniert. So konnten sie dieses weltumspannende Netzwerk überhaupt der neuen Weltordnung aufbauen. Wir sind letztlich 7 Milliarden Menschen. Wenn hier mal eine Kohärenz auftritt und man weiß, wie mächtig Kohärenz ist, alleine von einem Laser. Wenn man Lichtstrahlen bündelt zu einem Laser, dann kann der Metall schmelzen. Wenn Menschen wirklich eine Einheit bilden in Kohärenz, dann können wir gemeinsam sehr schnell sehr viel zum Positiven hin verändern. Ihr kennt ja den Film Avatar. Da sitzen sie auch um den Weltenbaum in der Verbindung mit diesen galaktischen Lichtspuren. Warum hat uns dieser Film so berührt? Warum ist er so tief gegangen? Warum war er sein Welterfolg? Nicht nur, weil er 3D war und einfach super gemacht, sondern weil uns das Thema so tief berührt. Weil wir das sind. Wir sind auf Pandora. Diese Polarität, die da dargestellt wird, zwischen einem militärisch-technologischen Apparat, der einfach aus der Gier raus nur alles vernichtet und frisst, ohne Wertschätzung an das Leben, nur im Sinne der Geldzahlen, die eh nur im Computer existieren, in der virtuellen digitalen Realität. 90% oder noch mehr des Geldes heutzutage existiert nicht mal mehr gedruckt, nicht mal mehr auf Papier, sondern aus Zahlen im Computer. Zieht den Stecker und das Geld ist weg. Also es ist nicht reell. Uns zu verbinden, kohärent, um etwas zu unternehmen, uns wieder anzuschließen, das hat uns so berührt an diesem Film Avatar. Weil wir alle Avatare sind, weil wir alle diese Macht haben, das entsprechend zu verändern. Wir müssen einfach mal jetzt unsere Egos endlich wegschleifen und uns erkennen als Lichtwesen, die jetzt aufgefordert werden, auf eine höhere Bewusstseinsebene des Lebens zu gelangen und mit diesem Planeten neue Realitäten als kosmische Schöpfer zu schaffen. Und da muss sich jeder selber in seiner Selbstverantwortung am Schlawittchen nehmen und sagen, ja, ich mache mich auf in diese Universen, ich bin bereit, eine neue Erde zu erschaffen, eine neue Qualität wieder auf die Erde zu bringen, als göttliches Wesen, was ich bin. Und da ist jeder aufgefordert. Und ich kann euch sagen, jeder, der sich da weigert, wird krank werden, wird wegsterben, also einfach aus diesem Weltensystem erlöst, wird nicht mehr in Resonanz sein. Auch die ganzen Strukturen, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin da sehr guter Dinge, weil ich weiß, dass das Universum mit uns wirklich ist. Die Macht ist mit uns, kennt ihr auch alle aus dem Kino. Warum? Weil einfach die Evolution der Zeit dahingehend ist. Die Frage ist vielmehr, wie wir in dieses neue solare Zeitalter reinkommen, wie wir eine neue Zivilisation gründen. Muss es wieder auf Kampf sein? Muss es wieder in diesem Konflikt sein, wie wir es gerade momentan in vielen Ländern erleben? Ukraine, klar, ist momentan ein Höhepunkt, aber in allen Ländern. Wir sehen jetzt, wie stark dass diese Staatsgewalt das Volk nur noch unterdrückt und als Belastung sieht, so nach dem Motto, was, du bist doch nur dazu da, um ein Konsument, um Verbraucher zu sein, also unterstützt gefälligst unser System, versorg uns mit Energie, aber wehe, du maulst auf. Und momentan wachen alle Menschen auf, sogar die, die in diesen Illuminatenstrukturen sind. Alle sind dem ausgesetzt. Und die haben auch ihre Gewissenskonflikte. Und die werden auch wegfallen. Das heißt, die Strukturen bröckeln schon. Aber wir können mit einem gemeinsamen Feld sehr viel begünstigen. Und da möchte ich einfach jeden aufrufen, geht den Weg der Spiritualität, erforscht euren inneren Kosmos und erforscht die Multidimensionalität des Lebens und setzt diese Potenziale und Kräfte ein, damit jetzt wirklich dieser Übergang so sanft und liebevoll wie möglich passiert. Wir sind natürlich auch nicht untätig bei uns im Blaubewald. Also wie gesagt, wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen, das auch umzusetzen, was jetzt angebracht ist. Also wir leben mitten im Wald. Der Blaubewald, der heißt auch so. Das ist der Name des Ortes. Das ist eingetragener Straßenname. Wir leben mit vielen Tieren. Wir haben jetzt auch neu eine Facebook-Seite, wo wir immer wieder so Sachen posten von uns über den Blaubewald. Wer mehr über den Maya-Kalender und über die Kosmologie der Mayas und über die Zeit erfahren möchte, ich habe 2 DVDs mitgebracht von mir. Ansonsten, wir machen auch Ausbildungen bei uns im Blaubewald-Institut, wie zum Beispiel Channeling, wobei der Begriff ein bisschen irreführend ist. Es geht eigentlich da eben die Multidimensionalität des eigenen Seins, der eigenen Seele zu erleben oder ganzheitliche Heilerausbildungen. Wir machen auch Delfinreisen seit über 15 Jahren an einem wunderschönen Ort in Israel, ganz phänomenal, wo es den Delfinen auch gut geht, wo sie also auch glücklich sind und nicht nur als benutzt werden wieder als Befriedigung für den Menschen.
Ich arbeite seit 20 Jahren mit einem hellsichtigen Computer. Das ist auch sehr spannend und wir haben auch ganz spezielle monatomische Elemente bei uns im Sortiment. Metalle im fünften Aggregatzustand, also ein halbätherischer Zustand, die auch sehr viel Unterstützung bieten können. Ihr seid herzlich eingeladen, auch einen Katalog von uns mitzunehmen, den ich mitgebracht habe. Vielleicht können wir euch ja unterstützen auf eurem Weg. Oder wer anders, ist mir eigentlich völlig wurscht, weil Hauptsache ihr bewegt euch. Dankeschön. Mein Vortrag handelt über das Thema Irrtum 2012. Ist natürlich ein Thema, das ist schon veraltet, ist schon vorbei. 2012 haben wir hinter uns. Die Welt ist nicht untergegangen. Viele Menschen haben sich gefreut. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen tatsächlich Angst hatten, dass wirklich ein großer Kollaps passieren wird. Also ich bin ja seit 1995 mit dem Maya-Kalender unterwegs, erforsche die Maya-Kultur, bin auch öfters in Mexiko, habe mich eingehend also wirklich mit der Thematik der Zeit und der Kosmologie der Mayas beschäftigt, intensiv. Und ich habe mit sehr vielen Menschen Kontakt gehabt, die wirklich mich gefragt haben, ja, was wird jetzt passieren, was soll das? Witzig, auch gestern kam nochmal auf einen Fernsehsender nochmal der Blockbuster von Emmerich 2012, nochmal so als Nachspann, dass wir auch alle begriffen haben, die Welt geht nicht unter. Wobei, es ist nicht ganz richtig, die Welt geht unter, aber in einem anderen Sinne. Auf der anderen Seite gab es auch das andere Extrem, wir werden alle in die fünfte Dimension aufsteigen. Einfach so, instant. Das war dann das andere Lager, das heißt, die Polarität war sehr stark mit diesem Thema behaftet. Und es ging ja auch weltweit. Alle, also sehr viele Menschen, also Millionen von Menschen haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, eben entweder in der ängstlichen Seite, dass die Welt untergeht, oder in der anderen übersteigerten Seite, wir werden alle in eine paradiesische fünfte Dimension aufsteigen, einfach so, ne? Es kommt die Wintersonnenwende 2012 und schwupp, sind wir alle im Paradies, ganz einfach. Wir wissen alle, beides trifft nicht ganz zu. Die Welt geht unter, wir steigen auf, es ist beides wahr und doch nicht. Und ich werde jetzt in diesem Vortrag euch näher beleuchten, wie kam es überhaupt zum Thema 2012? Wieso gibt es überhaupt dieses Datum? Was haben sich die Maya dabei gedacht, vor Hunderten von Jahren zu sagen, ja, 21.12.2012 ist Stichtag? Wie kommt ein Volk dazu? Was ist die Kosmologie dahinter? Und das werde ich euch jetzt aufbereiten. Ich werde euch auch erklären, einen Überblick bieten, was eigentlich da dahinter steckt, was Evolution grundsätzlich bedeutet, wie unser Universum aufgebaut ist, wie unsere Welt aufgebaut ist, wie wir Menschen aufgebaut sind und was jetzt nach 2012 unsere tatsächliche Herausforderung ist. Was die Evolution unseres Sonnensystems oder unserer Galaxie jetzt von uns möchte oder in welche Richtung wir jetzt sozusagen gestoßen werden, ob wir wollen oder nicht. Aber zu Anfang möchte ich gerne eine Einstimmung mit euch zusammen machen, eine kleine Meditation. Nur damit wir sozusagen unser eigenes Internet richtig verbinden,
Dann könnt ihr nämlich die ganzen Informationen hier auch leichter aufnehmen. Okay? Einverstanden? Dann bitte ich euch einfach mal, die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen und einfach mal zuerst ein paar tiefe, sanfte Atemzüge zu machen, sodass ihr euren Körper spürt, dass ihr im Hier und Jetzt seid. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Ort und Zeitpunkt. Dann konzentriert euch auf euren Herzraum, auf euer Herzchakra, wie das auch genannt wird. Es ist nicht von ungefähr das Zentrum unserer energetischen Organe, unserer Chakren. Atmet in euer Herzchakra hinein. Stellt euch vor, dass ihr da immer ein bisschen tiefer geht, wie auf einer Spirale, bis ihr diesen inneren Seelenraum, diesen Herzraum auch wahrnehmen könnt, wie eine Sphäre. Entspannt euch so richtig in euer eigenes Herz. Lasst euch fallen. Das tut richtig gut. Das ist euer Zentrum. Jetzt stellt euch vor, wie ihr von dieser Sphäre, von diesem Zentrum nach unten wandert mit eurem Geist hinunter über euer Becken, über eure Beine, über eure Füße und dann auf euren Bewusstseinsbahnen hinunter bis ins Herz von Mutter Erde reist. Sozusagen eine Liebesverbindung, eine Herz-zu-Herz-Verbindung aufbaut. Wie ihr das Herz von Mutter Erde wahrnehmt, ist egal. Manche sehen es als Kristall, andere als wunderschöne Höhle oder als Sonne. Stellt euch vor, wie eure Verbindung, wie euer Bewusstsein sich richtig gehend in diesem Herz von Mutter Erde verankert. Jeder von euch hat da seinen eigenen, nur für euch reservierten VIP-Platz. Übergebt Mutter Erde eure Liebe, eure Anerkennung, euren Respekt, eure Absicht, sie in ihrem jetzigen Prozess zu unterstützen. Und gleichzeitig bietet euch Mutter Erde als die Übermutter auch ein reiches Buffet an all den Dingen, die ihr braucht für ein glückliches, irdisches Leben, Liebe, Heilung, Geborgenheit, Kraft, Fülle, Reichtum. Es ist alles da, was ihr nur immer benötigt. Und ihr könnt zugreifen. Verbindet also eure Liebe mit der Liebe von Mutter Erde und erlaubt euch auch zu nehmen. Holt die Energie von Mutter Erde hoch, über diese Verbindung, über eure Füße, Beine, Becken, Bauch, in euer Herz, dass hier ein wunderbarer Kreislauf entsteht zwischen eurem Herz und dem Herzen von Mutter Erde und die ganze Fülle und der ganze Reichtum, der damit verbunden ist, auch fließen kann. Ihr könnt auch den Atem hinzunehmen. Beim Einatmen atmet ihr die Energie von Mutter Erde hoch in euer Herz und beim Ausatmen eure Herzenergie hinunter, sodass ein schöner Kreislauf entsteht. Das geht in Gedankenschnelle. Eure Aufmerksamkeit ist hier der magische Fokus, der das Ganze in Fluss bringt und verstärkt und aktiviert. Die nächste Ebene ist jetzt, geht ihr von eurem Herz nach oben, hinauf zu eurem Kopf, über euren Scheitel und euer Kronenchakra, in die Verbindung hoch zu Vater Sonne. Reist mit eurem Bewusstsein
und mit eurer Liebesenergie hoch zu Vater Sonne in sein Herz. Vater Sonne ist der andere Pol, die väterliche Urenergie für uns Menschen. Auch hier übergebt ihm die Liebe, die Achtung, den Respekt für seine Lebensquelle. Verbindet eure Herzenergie mit seinem Herzen. Auch hier habt ihr euren eigenen Platz. Jeder von euch hat seinen eigenen Zugang zum Herzen von Vater Sonne. Nehmt auch hier den Reichtum, den Vater Sonne euch bietet. Die Fülle, die Inspiration, die geistige Schöpferkraft, das Bewusstsein über eure geistige Heimat und Herkunft. Und all die Kräfte und Potenziale, die Vater Sonne uns zur Verfügung stellt. Nehmt auch diese zurück über euer Scheitel, über euren Kopf hinunter in euer Herzchakra und bringt auch diese Energie, verknüpft es mit eurem eigenen Herzen, dass hier ein zweiter Kreislauf entsteht zwischen eurem Herzen und dem Herzen von Vater Sonne. Auch hier könnt ihr den Atem verwenden, um diesen Kreislauf zu aktivieren, zu verstärken, bewusster zu erleben. So entsteht dann auch eine Acht mit Schnittpunkt in eurem Herzen. Wir sind die Kinder von Mutter Erde und Vater Sonne. So entsteht eine Energieverbindung zwischen dem Herzen von Vater Sonne, eurem Herzen und dem Herzen von Mutter Erde und zurück. Dehnt jetzt euer Herz noch mehr aus durch die Unterstützung von der Energie von Mutter Erde und Vater Sonne. Erweitert die Sphäre eures Herzchakras, bis sie euch ganz umhüllt, bis ihr wirklich in einer Herzkugelsphäre sitzt. Und beginnt dann diese Energie nach außen zu strahlen, so wie die Auswürfe der Sonne in Schleifen. Schickt ihr nun eure Herzenergie nach vorne in eure Zukunft, nach hinten in eure Vergangenheit, nach links und nach rechts, in die ganze Welt hinaus. Zuerst hier in diesem Raum zu euren Nachbarn und dann immer weiter in die Welt hinaus. Hinaus in die vier Reiche der Erde, das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich und das Menschenreich. Hinaus zu den vier Elementen, dem Erd-, Wasser-, Luft- und Feuerelement. Und ihr werdet eine Antwort bekommen. Eure Herzbotschaft wird erwidert und von diesen zurückgestrahlt. Je länger ihr dieses tut, umso intensiver beginnt ihr die Welt zu beschenken und erlaubt auch der Welt, euch zu beschenken. Und am Schluss nehmt ihr jetzt diese Energie eurer Herzsphäre und verbindet sie mit euren Zellen, mit eurer DNS. Lasst zu, dass diese multidimensionale Liebesenergie auch eure Zellen aktiviert, eure Zellen flutet und dadurch auch ermöglicht, die ruhenden Potenziale eurer DNS zu aktivieren und die Zellen in ihrer Funktion zu erweitern und zu unterstützen in ihrer Gesundheit. Öffnet dann langsam eure Augen und bleibt aber trotzdem mit einem Teil eures Bewusstseins bei dieser multidimensionalen Herzverbindung. Bei dieser Verbindung zu Mutter Erde, zu Vater Sonne und zu allen Lebewesen hier auf Mutter Erde, die mit euch gemeinsam als Geschwister hier sind.
Das war jetzt relativ kurz. Diese Meditation geht natürlich viel länger. Aber anbetracht dessen, dass ich noch einen Vortrag habe, habe ich das euch einfach mal mitteilen wollen. Macht das mal für euch, am besten in der Natur, dass ihr diese Meditation wirklich mal länger macht. Ihr werdet die Zeit völlig vergessen. Ihr werdet euch selber vergessen. Ihr werdet euch ausdehnen auf eine Art und Weise, die sehr intensiv ist und euch einfach bewusst werden lässt, wie wir alle verbunden sind. Wie wir alle eins sind, wie man das so schön sagt. Aber bei den meisten halt nur ein Gedanke, eine mentale Idee ist. Aber es geht um die Erfahrung. So, kommen wir also zu meinem Vortrag. Irrtum 2012, Fragezeichen, war es Irrtum oder nicht? Ich gehe jetzt zuerst mal auf die verborgene Ordnung der Zeit ein, weil das ist die Grundlage, die Kosmologie der Zeit, die uns die Maya übermittelt haben, sozusagen als einziges Volk tatsächlich so differenziert als Wissenschaft. Was ist überhaupt Zeit? Weil in unserer Gesellschaft wissen wir nicht, was Zeit ist. Weil was wir als Zeit definieren, ist die Bewegung im Raum. Das ist keine Zeit, das ist Bewegung im Raum. Diese lineare Zeit, die wir kennen, die wir in Minuten, Sekunden, Stunden aufteilen, ist keine Zeit, ist Bewegung im Raum. Zeit ist etwas anderes. Zeit ist etwas Vertikales. Es geht hier zuerst mal um das Lebewesen Universum. Eine schöne Darstellung. Unser Universum ist ein Lebewesen, genauso wie wir Menschen. Natürlich abstrakt für uns. Und aufgrund unserer heutigen Erziehung ist das natürlich völlig unverständlich. Ein Universum, es ist halt da. Aber dass es leben soll, dass es eine Intelligenz besitzt, dass es eine Selbstbewusstheit besitzt, ist für uns sehr abstrakt. Und doch ist es so. Die Kosmologie der Maya zeigt uns sehr viel, was die Quantenphysik seit 100 Jahren erforscht und in der Neuzeit immer mehr auch in das Alltagsbewusstsein bringt. Auch unsere Galaxie ist ein Lebewesen. Es ist nicht so, dass es einfach nur ein Sternenhaufen ist, damit wir Menschen als einzige intelligente Lebewesen im ganzen Universum etwas am Himmel zu schauen haben. Unsere Galaxie ist ein Organismus, der sich genauso entwickelt, wie wir Menschen uns entwickelt. Das Herz dieser Galaxie nennen die Maya Hunabku, die Quelle, der Gott, der eine Schöpfer von Raum und Zeit, der überall gleichzeitig ist. Hunabku ist ein symbolischer Definition hier als Symbol dargestellt, erinnert ein bisschen an das Yin-Yang. Das heißt, wir haben in der Mitte die Quelle, die sozusagen bipolar zwei Ströme der Energie ausströmt, aber in einer harmonischen Spirale. Die Spirale ist ja ein universelles Energie, ein Symbol beispielsweise. Energie fließt immer in Spiralformen. Das Leben ist in einer spiralförmigen Dynamik unterwegs. Und dann hier dargestellt durch die Farben, die vier Himmelsrichtungen, die vier Elemente und so weiter. Das ist eigentlich ein Symbol von sieben Dimensionen. Und Hunabku als der eine Schöpfer von Raum und Zeit hat sozusagen diese Galaxie oder dieses Universum erschaffen. Er ist aber überall gleichzeitig. Es ist eine quantenphysikalische Aussage. Der eine Schöpfer von Raum und Zeit, der überall gleichzeitig ist. Sagt uns also, Hunabku ist zwar das Herz unserer Galaxie, wie es für die Maya auch genutzt wird und angebetet, beispielsweise kontaktiert wird, aber gleichzeitig ist Hunabku auch in uns drin, in Mutter Erde und überall. Das werdet ihr noch besser verstehen. Zeit, wie es die Maya verstanden haben, ist eine Evolutionsdynamik. Zeit ist ein vertikaler Strom von Energie, der die Schöpfung sozusagen bewegt. Gehen wir mal davon aus, Gott hat die Schöpfung erschaffen, damit er sich selber erfahren kann. Halten wir es ganz einfach, machen wir es nicht kompliziert. Es ist eh schon kompliziert genug. Und hat sich sozusagen exkorporiert, hat also diese Schöpfung aus sich selber heraus erschaffen, ausgedehnt und möchte sich nun über verschiedene Bewusstseinszustände, halt, ich habe hier einen, über verschiedene Bewusstseinsstände erfahren in dieser Myriaden von Ausdrucksmöglichkeiten, die das Universum ja letztlich bietet, auf ganz vielen Ebenen. Wie hat er da gewährleistet, dass da auch eine Dynamik drin ist, dass da tatsächlich eine Evolutionsdynamik dahinter ist, dass es sich auch bewegt und nicht nur einfach nach dem Urknall stehen bleibt? Okay, wir haben jetzt alle Teilchen da, ne? Ich glaube, eine Planck'sche Sekunde nach dem Urknall war ja alles da von den Elementen und so weiter. Und das hätte ja auch stehen bleiben können und sagen, ja, jetzt ist alles da, aber wir machen nichts damit. Das heißt, es begann eine bestimmte Dynamik und diese Dynamik nennen die Maya Zeit. Das heißt, durch eine übergeordnete vierdimensionale Zeitenergie, die diese Absichten aus den höheren Quelldimensionen oder
Schöpfungsdimensionen hier in den Raum hinein projiziert, hat sozusagen das Göttliche gesorgt, dass diese Zeitmatrix die Schöpfung in Bewegung und in Entwicklung hält. Das ist alles ein bisschen abstrakt. Das heißt, man könnte sagen, aus dem Herzen unserer Galaxie strömt beständig aus den übergeordneten Dimensionen herab ein Impuls, der uns subtil bewegt. Ich werde euch im Laufe des Vortrags noch aufzeigen, wie subtil das eigentlich ist und wie gut das funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass die Schöpfung hier im dreidimensionalen Raum diesen übergeordneten Vorgaben folgt. Wie ein Uhrwerk. Das Modul, das Programm dieser Zeit ist der sogenannte Tzolk'in, der Maya-Kalender. Von dem habt ihr sicher alle schon gehört. Der Maya-Kalender, der ja 2012 zur Wintersonnenwende geendet haben soll, was nicht der Fall ist. Dieses Modul ist sozusagen die Matrix der göttlichen Evolution. Das heißt, anhand von dieser Darstellung, ich werde es euch später auch nochmal tabellarisch zeigen, also aufgelistet, eins nach dem anderen, das ist sozusagen die Matrix der Zeit, die ganze Schöpfung bewegt und auch uns als inkarnierte Geistseelen behilflich ist in dieser Amnesie. Wir vergessen ja alle, wenn wir inkarnieren, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen, damit wir in diesem Theater auf der Erde auch wirklich authentische Erfahrungen machen können. Stellt euch vor, wir inkarnieren und wissen alles. Da ist ja der ganze Spaß dahin. Da würden wir ja gar nicht all diese Möglichkeiten, all diese Dramen und Komödien und Abenteuer erleben können, weil wir ja immer wüssten, es ist ja nur eine Illusion, Maya. Es ist ja nur ein Schauspiel, zwar sehr authentisch, multidimensional, also so ein tolles Kino können wir wahrscheinlich nie erfinden als Menschen, wir versuchen es zwar, aber die Schöpfung hat da wirklich ein super Theater aufgebaut, damit wir als Geistseelen einfach wirklich Erfahrungen machen können im Vergessen dessen, wer wir sind, nämlich Geistseelen. Multidimensionale, ewige Lichtwesen. Also sind wir hier inkarniert als Menschen und wir glauben tatsächlich, das tut weh. Oder das macht Spaß oder wie auch immer. Also wir sind da voll innen drin. Und der Tzolk'in ist sozusagen das Modul, was vom Hintergrund her die Informationen der höheren Schöpfungsräume über die letztlich vierdimensionale Zeit in den dreidimensionalen Raum bringt. Also das, was wir Zeit nennen, ist die Bewegung im Raum, ist keine Zeit. Das, was die wahre Zeit ist, nämlich der Tzolk'in, wie er hier dargestellt ist, mit seinen 260 Zeiteinheiten, seinen Bewusstseinsfeldern und Manifestationskräften, bringt uns beständig aus den höheren Informationsräumen die Vorgaben, was in den jeweiligen Räumen geschehen soll, in welche Richtung sich das Leben entwickeln soll. Das ist übrigens das zwölfdimensionale Weltbild von Burkhard Heim, was ich hierher genommen habe, weil ich finde, es stellt das sehr gut dar, was letztlich auch beim Tzolk'in, was wir gebaut haben, dann bleiben wir dabei. Traditionell. Es funktioniert da. Warum sollen wir was verändern? Das heißt, das Leben muss auch einen Mechanismus finden, um von außen so viel Druck auf diese Lebewesen auszuüben, damit die sich verändern. Das kennen wir alle. Krankheit als Weg zum Beispiel. Schicksalsschläge, die uns verändern, damit wir in Bewegung kommen. Weil wenn es uns gut geht, was machen wir? Oh, ist doch alles gut, wir bleiben in unserer Komfortzone, wir bleiben auf unserer Couch sitzen und genießen das, was wir bis jetzt schon erreicht haben. Und genauso ist es bei den Zellen. Das heißt, es muss ein bestimmter Druck aufgebaut werden, damit die Zellen sich überhaupt zu Vielzellern und dann zu Säugetieren, also zu komplexen Zellwesen überhaupt aufgebaut haben. Einer der wichtigen Faktoren war vor 64 Millionen Jahren, als dieser Meteorit bei Mexiko, bei der Yucatan-Halbinsel, ins Meer schlug und dafür gesorgt hat, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, mehr oder weniger. Das war ein wichtiger Schritt. Das war genau ein kleines Kästchen der ersten Unterwelt. Ein kleines Kästchen der ersten Unterwelt dauert 64 Millionen Jahre. Und genau in diesem letzten Kästchen, wo die Perfektion erreicht wird, der Abschluss des Tzolk'in sozusagen, Ahau 13, der kosmische Manifestationston mit dem erleuchteten solaren Bewusstsein, da wurden die Dinosaurier dezimiert, weil sonst hätten die Säugetiere gar nicht die Vorherrschaft antreten können. Wären die Dinosaurier immer noch die Herrscher gewesen in dieser Masse, dann wären wir nur Futter für die Reptilien. Aber das Leben wollte ja aus dem Reptilienzustand hinüberwandern in den Säugetier-Level.
Und der Säugetierunterwelt dauerte die letzten 820 Millionen Jahre. Auch hier wieder, es ging um die Erweiterung des kollektiven Bewusstseins in der Entstehung von perfekten biologischen Vielzellern mit Gefühlen und Lebengeburten. Das heißt, das Erste, was das göttliche Leben aus der 12. Dimension, lass uns sagen 13. Dimension, gemacht hat, war, sich in den Raum hinein zu projizieren und erstmal Zellen hier unten zu bauen, in 3D. Okay? Die nächste Stufe der Entwicklung war, okay, jetzt machen wir aus diesen Zellen Gruppenzellen, Säugetiere. Das heißt, es fand eine räumliche Ausdehnung des Bewusstseinsfeldes statt. Aber in der 3. Dimension, also nicht höherdimensional nach oben, sondern nur horizontal in den Raum hinein. Die nächste Stufe begann auch wieder, als das letzte 20. erreicht wurde des Zolkins, vor 40 Millionen Jahren, die Familienunterwelt. Jetzt wurden diese isolierten Säugetiere in ein Gruppenbewusstsein ausgedehnt, das, was wir Familien nennen. Also in dieser Zeit entstanden dann auch die ersten Affengruppen, die höheren biologischen, also Säugetiere, die eben auch fähig waren, wie die Lemuren oder die Hominiden, ein Gruppenbewusstsein über sich selber hinaus zu bilden. Nämlich ich und meine Kinder und mein Bruder und meine Schwester oder wie auch immer, die gehören jetzt zu meinem Ich-Feld dazu. Ich identifiziere mich mit meiner Familie. Auch hier wieder, als der Faktor 20 wieder erreicht wurde, die letzte Welle vor 2 Millionen Jahren, ging es jetzt um Sippenunterwelt. Das heißt, jetzt wurden die Familien plötzlich, mehrere Familien, in einer weiteren räumlichen Ausdehnung der Identifikation des Bewusstseins gegründet, nämlich Sippen. Und da entstand dann sozusagen die Zeit des Homo sapiens, der über der eigentlichen Familie hinaus sich auch identifizieren konnte mit anderen Familien und eine Sippe gründete. Und so weiter und so fort. Hier auch wieder Faktor 20. Vor 104.000 Jahren begann dann die regionale Unterwelt. Das war dann die Erweiterung in ein regional verbundenes Bewusstseinsfeld, was auch sehr gesellschaftliche Strukturen und Kulturen initiierte. Das ist auch die Zeit von Lemurien, Atlantis, auch der Aborigines und der anderen Naturvölker, die sich eben über ein gesamtes regionales Gebiet identifizierten und sich Teil nicht nur einer Familie oder einer Sippe, eines Clans gefühlt haben, sondern einer ganzen Region. Das war noch immer ein sehr verbundenes, mystisches Bewusstsein, was dahinter stand. Und erst vor 5200 Jahren, zufälligerweise der Zeitpunkt der Beginn unserer Geschichte in den Geschichtsbüchern. Vor 5000 Jahren entstanden die Kulturen. Entstanden die Kulturen als Vorreiter dann für Nationen, wie wir sie heute kennen. Das heißt, jetzt plötzlich haben wir eine Verbindung mit klaren Grenzen. Es ist die nationale Bewusstheit, die jetzt in diesen 5200 Jahren gegründet wurde und gleichzeitig auch der sogenannte Fall, Sündenfall des Bewusstseins, weil die linke intellektuelle Gehirnhälfte dramatisch ausgebildet wurde. Also ihr merkt, es geht immer tiefer in die Materie rein, bei gleichzeitiger horizontaler Ausdehnung der Identifikation des Kollektives. Okay? Das heißt hier, wo ganz klar, okay, das ist mein Land, egal wie groß, da ist eine Grenze, das sind wir. Und alle, die ganze Bevölkerung haben gesagt, ja, wir sind, was auch immer, Schweizer, Deutsche oder und so weiter und so fort. Und es ging dann auch um die Vorherrschaft von bestimmten Ländern, die sich da ganz klar dann dominiert haben auf der Welt. Also das ist eine wichtige Evolutionsstufe gewesen. Natürlich hat das auch zur Folge gehabt, dass dann Kriege auch im größeren Stil entstanden sind, ist ja klar. Der Intellekt und das Ego wurde ganz klar gebildet. Der Fall des Bewusstseins in die Materie nahm dramatische Formen an. Wir haben hier mal die Aufgliederung dieser Unterwelt, das heißt, wir haben hier jeweils ungefähr 400 Jahre, jeder Himmel dieser 20 Stufen dauert 400 Jahre und auch diese Unterwelt, jeder Himmel hatte wieder, sogenanntes Baktun, hatte wieder seine eigene Absicht, sein eigenes Thema. Spannend da hier ist, dass das Buddha, ist auch interessant, Buddha hatte keine Religion gegründet, sondern einen Bewusstseinsweg hinterlassen, wie man aus der Gefangenschaft der Maya, also wie man aus der Gefangenschaft dieser dreidimensionalen Welt und der Materie herauskommt, durch die Meditation.
Und Buddha ist genau im Zentrum der universellen Unterwelt, der nationalen Unterwelt geboren. Genau im Herzen, in der mystischen Säule, wie die hier die mittlere genannt wird. Die Mayas sind dann in der 10. Unterwelt gekommen. Die Kultur der Maya war also die 10. Unterwelt. Das heißt, die Maya hatten ihre Manifestationskraft, um innerhalb dieser 5200 Jahre Bewusstseinsamnestie, Verlustigung des Kontaktes mit der Natur, die Herausbildung einer Technokratie und einer ganz starken menschlichen irdischen Gesellschaft, die sich die Erde untertan macht, haben auch die Maya ihren Sinn gehabt, im 10. Himmel der Manifestation da zu sein und ihr Erbe zu hinterlassen, die uns eben all dieses Wissen auch hinterlassen haben. Und die letzten 400 Jahre, das sogenannte Baktun der Transformation der Materie, hier geht es darum, dass der Mensch es innerhalb dieses letzten 400 Jahre schafft, die Materie zu transformieren. Damit wir aber die Materie transformieren können, müssen wir an den tiefsten Punkt der Materie angelangen. Das heißt, der Abstieg des Bewusstseins in die Materie muss bis an den tiefsten Punkt gelangen. Und die Transformation der Materie haben wir erreicht durch die Atomspaltung. Wir haben das Unteilbare sozusagen getrennt. Kommen wir mal gleich dazu. Es ist auch spannend, dass seit Beginn dieses letzten Baktuns die Sonnenflecken beobachtet wird und die Aktivität der Sonne und auch aufgezeichnet wird weltweit. Also zufällig passt es genau in diesen Zeitrahmen, als das letzte Baktun, das 13. Baktun, angefangen hat. In dieser Zeit kam auch die Wissenschaft auf. Vorher war ja die Kirche der Dominator. Es gab eigentlich nicht wirklich eine Wissenschaft, oder wenn, dann nur die versteckte alten Wissenschaften. Die Kirche hatte das Feld ziemlich gut dominiert mit ihrer Inquisition und mit ihrer Dominanz. Und plötzlich kamen die Wissenschaftler auf, Galileo Galilei, Kepler etc. pp. Plötzlich hieß es ja nicht, die Erde ist das Zentrum des Universums und kreist nur als kleiner Planet um eine kleine Sonne, die auch nur am Rande einer Galaxie etc. pp. Also hier plötzlich kam eine Explosion der Technik, der Wissenschaft, was also einen Hintergrund hat, nämlich dass die Evolution das auch wollte. Es ist kein Fehler, dass wir Menschen diese Technik herausgebildet haben, weil es wirklich im Programm der Zeit auch enthalten ist. Wir sollen das ja auch erfahren. Es geht ja nicht darum, dass wir wieder zurück in die Steinzeit sollen und die ganze Technik wegschmeißen sollen. Und natürlich, wie gesagt, der Höhepunkt war dann sozusagen die Spaltung des Atoms und die Entfesselung dieser Kräfte, die im Atom enthalten sind. Wenn wir, das ist die Transformation der Materie. Wenn wir ein Atom spalten, dann töten wir das Unteilbare, wenn man das jetzt mal so zwischenmenschlich sagt. Darum ist Atomstrom auch sehr schlecht, also auch hochaggressiv in seinem Elektrofeld, in seinem Elektrosmog. Das greift uns an, Atomstrom, weil es eben auf eine unnatürliche Weise hergestellt ist. Und wir wissen selber, wie lang das radioaktive Müll oder wie lang das etwas strahlt. Das ist hochgiftig. Also Fukushima ist momentan wirklich das Damoklesschwert unserer Gesellschaft, weil da warten 12.000 Brennstäbe drauf, den nuklearen Supergau abzufeuern. Muss man sich mal vergegenwärtigen. Und die müssen geborgen werden und es wurde noch nie so ein Unterfangen gemacht. Und sowohl Japan als auch die Weltgemeinschaft ist momentan ziemlich überfordert mit dieser Situation, darum wird es auch totgeschwiegen. Also wenn man wüsste, was da eigentlich für eine tickende Zeitbombe ist. Aber es gehört zu unserer Evolution. Wir sollen diese Macht wieder erlangen, die Atombombe. Wir sollen es gründen, damit wir mit dieser Macht lernen umzugehen. Beispielsweise, das Leben will alle Erfahrungen durchleben. Nicht nur die wir gerne hätten oder die wir als schön und gut und positiv empfinden. Das Leben will alles durchleben. Und darum auch solche Geschichten, darum auch Krieg, darum auch diese ganzen Gräueltaten und darum auch diese Umweltzerstörung, weil das einfach auf dem Weg der Möglichkeiten ist und durchlebt werden soll als Reifung. Wenn nicht der erste Planet, der halt unbelebt werden könnte oder in der Gefahr steht. Aber auch hier, Faktor 20, die letzte Welle wurde erreicht vor 256 Jahren, also vor 260 Tuns. Da begann die planetare Unterwelt. Jetzt aus dem Nationalbewusstsein in ein planetares Bewusstsein zu gelangen, ist jetzt hier die Anforderung. Das heißt, raus aus dem Nationalbewusstsein, wir sind Schweizer, wir sind Deutsche und so weiter. Das war auch geplant so vom Leben. Es ging also hier jetzt um eine neue Weltordnung. Ihr kennt diesen Begriff sicherlich. Da komme ich ja noch mal kurz zurück.
Also das heißt, aus diesen einzelnen Ländern wurden Organisationen wie die USA, UdSSR, die UN, EU etc. pp. Das hat alles damit zu tun, dass sich hier ein globales Bewusstseinsfeld aufbaut. Also Globalisierung ist nicht nur etwas Negatives, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Globalisierung war gewollt. Genauso wie die Technologien, die uns jetzt ermöglichen, wie zum Beispiel das Internet, ein weltumspannendes Dorfbewusstsein letztlich zu haben. Ist doch so. Vor 100 Jahren brauchte eine Information 3 Wochen, bis es um die Welt ging. Heute braucht es 3 Sekunden. Ab ins Netz, überall da. Das Ziel ist natürlich aber auch, eine bewusste Einheit mit Mutter Erde zu erlangen und uns bewusst zu werden, was wir eigentlich auf diesem Planeten für einen Job haben, was unsere Bestimmung ist, wie wir mit unseren Mitwesen inklusive Mutter Erde umgehen sollten. Und das können wir natürlich nur, indem wir auch Fehler machen. Indem uns irgendwann, wir machen so viel schlecht, falsch, was nicht wirklich falsch ist, sondern ein Entwicklungsweg, bis es uns hier wirklich vor dem Gesicht steht und wir so viel Druck kriegen für unser Überleben, dass wir uns verändern. Wie gesagt, Evolution besteht immer auf Druck. Evolution funktioniert immer so, es passiert etwas, etwas entsteht, dann lange Zeit bleibt das auf einem Level, es passiert fast keine Entwicklung, dann geschieht wieder von außen eine Einwirkung, dass das Leben gezwungen ist, auf eine höhere Bewusstseinsstufe zu gehen, um so weiterzumachen. Und genau da stecken wir jetzt momentan natürlich voll drin. Und das ist auch der Sinn der planetaren Unterwelt. Übrigens, wer hat die Welt vom Nationalbewusstsein in ein planetares Bewusstsein geführt? Die Rothschilds, die bösen Illuminati, die ganzen Strukturen, die hintergründig die Welt verflochten haben und letztlich die Souveränität der einzelnen Länder unterwandert haben, mit ihren Bankensystemen. Nur so haben die Nationen sich in eine größere Gemeinschaft überhaupt begeben können, indem ihre eigene Identifikation und Zentrierung aufgelöst wurde, entmachtet wurde. Sie mussten sich jetzt in eine höhere Gruppendynamik einfügen, in ein planetares Bewusstsein. Und auch die ganze Zuwanderung, die Umwanderung, so schlimm das ist, ich meine, ist ja gerade aktuell in der Schweiz. Aber es hat seinen Sinn. Warum? Wir sollen auch aus dieser Rassentrennung rauskommen. Also wir sind eine Menschheit. Ist doch wurscht, ob wir jetzt weiß, schwarz, grün, blau sind. Oder dick, dünn oder sonst etwas. Das heißt, dass diese Unterschiede nicht mehr gemacht werden, das ist ein guter Mensch, das ist ein schlechter Mensch, diese Einteilung, sondern dass wir erkennen mögen, dass jeder Mensch gleich, ein gleiches göttliches Wesen ist. Und dass wir Menschen in einer Harmonie leben können. Im Gegenteil, wir sind viel in Israel. Israel ist ja ein Genpool der Menschheit. Weil ja die Juden aufgrund ihrer Vertreibung und Diaspora sehr verteilt waren in anderen Ländern. Und es ist faszinierend, was das für Menschen sind, Israelis, sowohl charakterlich als auch physisch, vom Aussehen her. Da kommen so viele Gene zusammen, ist ganz spannend. Das heißt, die Weltbevölkerung wird sich immer mehr vermischen. Es hat natürlich seine Schattenseiten, ohne Thema. Aber trotzdem, das ist die Evolution, dass wir ein planetares Volk werden. Weil wir wollen wir weitergehen in noch weitere Stufen, solar, galaktisches Bewusstsein, wenn wir nicht mal eins sind als Menschheit. Und hier Frieden und Harmonie erzeugen können. Da sind wir schon bei der galaktischen Unterwelt, also auch hier, das letzte 20. im Jahr 2000. Ist auch interessant in diesem Zusammenhang. Das neue Millennium wurde von 99 auf 2000 gefeiert. Ist aber mathematisch falsch. Das neue Millennium fängt mathematisch erst von 2000 auf 2001 an. Aber die Welt hat mitgefeiert. Hier haben wir die Erklärung dafür. Die galaktische Unterwelt begann. Die fing nämlich genau Punkt Anfang 2000 an. Das ist sozusagen die 8. galaktische Unterwelt, die unser Bewusstsein jetzt auf die Galaxie ausdehnen soll. Dass wir eine galaktische Wahrnehmung, eine galaktische Identifikation bekommen. Zumindest mal hier oben, zumindest mal von der Informationsfluss her, ob es dann wirklich galaktisch gelebt wird, wie ich hier geschrieben habe, nämlich auch Kontakt mit Außerirdischen. Ich meine, den Kontakt gab es ja schon vorher, aber wirklich so als alltägliche Geschichte, dass wir auch galaktisch denken und galaktisch leben. Das war jetzt mal die räumliche Ausdehnung darin. Die Zeit, die 13 Jahre. Für mich, ich nenne diese Zeit auch gerne so diese Endzeit Armageddon, kennen wir ja aus der Bibel, ne? Diese Prophezeiung, die Apokalypse. Warum? Hier, im zweiten Himmel der Herausforderung, also das zweite Jahr, die zweite Stufe in diesen 13 ist immer die Zeit der Herausforderung.
haben wir das hier gehabt. Das war ein ganz klarer Angriff auf sämtliche zivilisatorischen und kulturellen Rechte, die wir in den 5000 Jahren aufgebaut haben. Hier wurde das Volk, die Menschheit, absolut entmachtet. Seit diesem Zeitpunkt sind wir nur noch deutlich, nur noch Zahnrädchen in einem Konstrukt der Mächtigen. Weil 9/11 hat die Welt total verändert. Oder sagen wir mal so, durch 9/11 hatten sie die Möglichkeit, Schritte zu unternehmen, die so die Menschen nie akzeptiert hätten. Aber der Dämon des Terrorismus, der Krieg des Christentums gegen den bösen Islam, diese ganzen Feindbilder, auch diese Bilder hier, ich meine, ich glaube, hier weiß jeder mittlerweile, die wurden gesprengt, das war ein Inside-Job, bla 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 bla, ne? Das war ein Opfer von 3000 Menschen, damit sie eben ihre Pläne umsetzen konnten. Das war genauso wie Pearl Harbor oder auch beim Ersten Weltkrieg, diese Versenkung eines Schiffs. Da geht es einfach um die Agenda der neuen Weltordnung. Okay, wir brauchen das jetzt, damit wir das weiterhin durchziehen können, und die Menschen nur sagen, ja, mach mal, ich habe ja so Angst. Und das ist das Thema. Gleichzeitig in der galaktischen Unterwelt hat auch die Zeitbeschleunigung noch mal deutlich zugenommen. Ich habe schon gesagt, zwischen jeder Unterwelt, immer wenn eine neue Unterwelt startet, startet auch die Evolutionsgeschwindigkeit. Das heißt, das subjektive Gefühl, Zeit ist verbunden mit unseren Emotionen, ganz stark verbunden, vierte Dimension. Das subjektive Gefühl, dass alles rast, dass die Zeit schneller geht, das haben wir ja alle gehabt. Ich meine, der Übergang von der nationalen auf die planetare im Jahr 1756 hat wahrscheinlich keiner hier im Raum erlebt. Aber wir alle haben diesen Übergang erlebt zwischen dem alten Jahrtausend und dem neuen Jahrtausend. Es gibt ja diesen Begriff, neue Jahrtausend. Das ist nicht nur wegen der Zählung so. Es fühlt sich auch so an. Ich meine, die 90er Jahre waren ja schon intensiv. Die letzten 20 Jahre vor 2012. Das ist auch wieder eine energetische Stufe gewesen, wo nochmal eine Beschleunigung war. Aber seit dem neuen Jahrtausend ist ja das jetzt schon bereits veraltet, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass ich jetzt bin. Also das, was jetzt rauskommt, ist ja schon bereits History, weil die Zukunft ja bereits schon darauf wartet, dass es über den Ladentisch geht. Also wir werden von der Zeit überholt oder wurden von der Zeit überholt. Und das haben wir in den 13 Jahren von 2000 bis 2012 natürlich extrem gemerkt. Gleichzeitig sind auch die Krankheiten, die ganzen verkrusteten Strukturen der Menschen extrem aufgebrochen. Also in diesen Jahren, ich meine, wir sind auch im heilerischen Bereich tätig, ist der Wahnsinn, was da zugenommen hat. Aber auch das Bewusstsein hat sich extrem expandiert. Also es hat von 92 an, 92, diese Zeit war eigentlich die Geburt der esoterischen Bereiche, der ESO-Szene, wie man so sagt. Das waren diese letzten 20 Jahre. Warum? Weil einfach die Zeit jetzt reif war, weil die Bewusstseinsstufen es erforderten, dass auch diese expandieren. Seit dem neuen Millennium ist Alternativmedizin schon fast integriert in der Schulmedizin. Und. Also wenn wir diese Entwicklung sowohl im Guten wie auch im weniger Guten, im Konflikt anschauen, dann ist es extrem, was in diesen 13 Jahren ja alles nochmal passiert ist. Wir haben ja eine unglaubliche Beschleunigungsdichte, auch was die Informationen betrifft. Die Informationsdichte, das heißt, die Anzahl der Informationen, mit denen wir ausgesetzt werden, hat sich ja auch genauso potenziert. Wir werden ja überflutet mit Informationen. Wie gesagt, galaktisches Gruppenbewusstsein auszudehnen. Und dann nochmal, die letzte Unterwelt begann dann im Jahr 2012 erst, die universelle. Jetzt ging es darum, nochmal unser, ist noch witzig, dieser Widerspruch, unser horizontales Feld universal wachsen zu lassen. Das heißt, uns schon mal vorzubereiten auf die kommende Zeit, die dann eben nach 2012 kommt. Also wirklich ein multidimensionales Feld aufzuspannen und ein universelles Bewusstsein vorzubereiten. Das ist natürlich der Höhepunkt der Esoterik, könnte man fast sagen. Das ist ja völlig durchgeknallt. Ist aber nicht durchgeknallt. Ist tatsächlich eine Evolutionsentwicklung. Also wir haben jetzt wirklich das Nadelöhr der Zeit erreicht. Man kann sagen, der Abstieg ist vollendet an der Wintersonnenwende 2012. Alles, was das göttliche Bewusstsein oder wir alle als göttliches Bewusstsein, was wir ja auch sind, hier auf der Erde hin
in die Schöpfung hinein projiziert wird, was da wirklich abläuft. Weil von irgendwoher muss ja auch die Vorgabe gekommen sein, dass das Universum sich entwickelt. Also ich halte überhaupt nichts von Darwin oder von dieser Theorie, dass sich das Leben von selber durch Zufall, in Anführungszeichen von Zufallen vielleicht schon, also von Synchronizität gesehen, dann schon, aber das reine Zufallen und das macht, dass der Stärkere oder der Intelligentere überlebt und so weiter. Natürlich sind das Faktoren, die Darwin schon richtig beobachtet hat. Er hat nur die falschen Rückschlüsse gezogen. Das heißt, es gibt höhere Schöpfungsdimensionen, die hier klar Einfluss nehmen. Wir Menschen nehmen uns einfach viel zu wichtig. Das ist eigentlich der große Grund, warum das Darwin dann das aus dem Blickfeld der Menschheit gesehen hat, wir als Krone der Schöpfung. Wenn wir die Krone der Schöpfung wären, dann würde das Universum gar nicht existieren. Das muss man auch mal so sehen. Okay, also der Tolkien als Zeit-Licht-Matrix, der die göttliche Evolution steuert, ist sozusagen vergleichbar auch mit der Blume des Lebens, die die Raummatrix nach der göttlichen Form organisiert. Das gehört zusammen. Blume des Lebens kennt ihr ja, das ist der goldene Schnitt. Das ist also die Form, die sozusagen dem göttlichen Urbild am nächsten kommt, der Idealform. Und beim Tolkien ist es genauso, diese Matrix des Tolkiens bringt uns also auf den dharmischen oder auf den goldenen Mittelweg, wobei wir natürlich immer die Möglichkeit haben, uns zu wählen, ob wir diesem Mittelweg folgen wollen oder ob wir unseren Ego-Trip oder unseren eigenen Willen durchstieren wollen. So schaut also diese Matrix aus, diese 13 zu 20, man könnte auch schreiben 20 zu 13, dann hätte man nämlich das letzte gregorianische Jahr gehabt. So diese Schnittstelle ist auch irgendwie interessant, warum 2012, 2013 und interessanterweise hat der Tolkien auch genau diesen Zahlencode in sich. Ist also etwas anderes wie die lineare Bewegung im Raum, die auf den Zahlen 12 zu 60 aufgebaut sind. Wir haben hier also eine Abfolge von jeweils 20 sogenannten Himmeln, wie das die Maya nennen, oder 20 einzelne Stufen auf 13 Himmeln. Das kombiniert sich dann zu 20 Wellen je 13 Tagen, wenn man es jetzt in der Tageszählung sieht. Also man zählt dann sozusagen jeden Tag hier ein solches Kästchen. Tolkien heißt übersetzt das Zählen der Sonnen. Das heißt, jeder Tag, wenn die Sonne wieder von neuem aufgeht, ist eine neue Qualität. Und jeder Tag besitzt eine bestimmte Qualität. Das kennen wir ja von unserer Zeit gar nicht. Unsere Zeit hat ja keine Qualität. Unsere Tage des gregorianischen Kalenders gibt uns überhaupt nichts. Keine Information über irgendeine Zeitqualität. Es ist vielmehr eine Quantitätsmessung. Der Tolkien gibt uns Qualitäten. Was haben wir heute für eine Qualität, für eine Atmosphäre in der Luft? Was ist heute für ein Tag? Es gibt uns immer eine Kombination zwischen 13 Kräften der Manifestation. Das ist auch noch ganz wichtig, diese 13 Kräfte der Manifestation. Wir müssen ja alles, was wir uns geistig vorstellen, irgendwie in diese Wirklichkeit bringen. Wir manifestieren sozusagen. Alles, was wir in diesem Raum sehen, wurde einmal als Idee geboren, empfangen, inspiriert. Ob das jetzt der Raum selber ist oder all die tollen Produkte von Fostag. Es ist also immer zuerst eine geistige Empfang da. Das ist der magnetische Ton. Ich möchte jetzt nicht alle Punkte, alle 13 Stufen erklären, das habe ich schon in früheren Vorträgen gemacht. Ich möchte hier mehr auf das übergeordnete Thema eingehen. Aber alles, was wir tun, manifestieren wir über 13 Stufen. Auf der Stufe 10 ist es physisch manifestiert, aber es geht noch weiter. Warum geht es weiter? Weil alles, was wir letztlich hier auf dieser Erde im dreidimensionalen Raum manifestieren, tun wir als Geistseelen. Das heißt, wir haben eine Absicht für die Ewigkeit dahinter. Wir wollen hier Erfahrungen machen, die wir aber dann auch mitnehmen, wieder dahin, wo wir hingehen, wenn wir diesen physischen Körper ablegen. Unsere Gesellschaft ist auf der Zahl 10 orientiert, darum haben wir ein Dezimalsystem. Das heißt, die Zahl 10 sagt, okay, ich habe es manifestiert, das neue Auto, der Job, das Haus oder was auch immer, den Urlaub, basta, passt. Wir gehen nicht darüber hinaus mit unserem Bewusstsein in unserer Gesellschaft. Aber die wahre Zeit geht darüber hinaus, weil wir wollen ja Erfahrung machen. Wir kaufen uns ja nicht ein Auto, nur damit es dasteht und wir sagen, wir sind das Besitzer von einem Auto. Wir wollen damit fahren.
Wir wollen damit auch Erlebnisse haben. Oder mit dem Haus, mit dem Urlaub, mit dem Partner, mit dem Job oder sonst was. Dann fängt noch die nächsten Stufen an. Das heißt, die 10 ist noch nicht Schluss, sondern die 13. Und die 13 ist das spirituelle Ziel von allem, was wir manifestieren. Und dieses Bewusstsein müssen wir wieder entwickeln. Wir müssen wieder entwickeln, dass das rein physische Ziel nur ein Mittel zum Zweck ist für uns als Seelen, um Erfahrungen zu machen. Das heißt, der Zolk'in, der Maya-Kalender, bringt uns schon mal in eine Dynamik der 13 und nicht nur der 10. Der nächste Punkt, was der Zolk'in uns bringt, sind die 20 Stufen der Evolution. Das heißt, wir werden jeden Tag vom Zolk'in mit archetypischen Evolutionsstufen durchdrungen, durchflutet. Wir beginnen hier beim Urdrachen, bei Imisch. Das wäre sozusagen der Quantenschaum, die dahinterliegende Matrix des ganzen Universums oder dieser Urzustand. Es beginnt bei den Maya mit der Göttin. Und erst dann kommt an der zweiten Stufe der Gott, der männliche Gott, der Wind, die Kraft des Geistes und des Bewusstseins, welcher beginnt in diesem kosmischen Urmeer oder in diesem Quantenschaum Dinge zu bewegen und zu kreieren. Enden tut der Maya-Kalender hier mit der gelben Sonne. Das ist der Archetyp des Christusbewusstseins, der erwachten Geistseele, des erwachten Menschen, der sich wieder als Mitschöpfer bewusst ist. Der sich bewusst ist, dass er selbst das Göttliche ist, zumindest ein Funke des Göttlichen, und hier auf der Welt dann erleuchtet diesen Auftrag oder dieses Leben aus seinem göttlichen Kern herausleben kann, aus seiner Geistseele herausleben kann. Weil das ist letztlich das Ziel jedes Menschen. Abgesehen davon, dass jede Seele sich einfach Erfahrungen wählt, die es nur hier machen kann. Also es gibt einfach auf dieser Welt Erfahrungsmöglichkeiten, die haben wir auf den höheren Dimensionen nicht. Das macht ja diese Erde oder diese Welt, diese dritte Dimension auch so interessant. Aber das Ziel letztlich ist, dass jeder Mensch irgendwann wieder dazu erwacht, dass er das Ich Bin ist, dass er das göttliche Selbst ist. Also dass das Geschöpf erwacht wieder zum Schöpfer, der es eigentlich ist. Und so werden wir Schritt für Schritt, Tag für Tag mit bestimmten Stufen der Manifestation in Verbindung mit bestimmten Stufen der Evolution unterschwellig geflutet durch die Matrix des Zolk'in. Es gibt hier noch weitere Unterteilungen, wie der Viertageszyklus eine Welle von 13 Tagen oder eben ein Himmel von 20 Tagen und so weiter. Ich möchte hier nicht mehr näher ins Detail eingehen. Wie gesagt, ich möchte es nicht den Maya-Kalender erklären, sondern einfach nur das Grundprinzip erklären, dass hier ein, man kann sagen, universelles Programm, zumindest für unser Sonnensystem und für unseren Planeten existiert. Ich kann nicht sagen, ob der Zolk'in auch für andere Planeten oder andere Sonnensysteme zutrifft, aber für unsere Erde. Die Maya haben das erforscht und haben ganz klar den Zolk'in uns hinterlassen, damit wir das Wissen kriegen über die vierte Dimension, über die Zeit. Wenn man es physikalisch ausdrückt, dann könnte man auch sagen, dass diese 13 galaktischen Manifestationskräfte den Elektronen und den Positronen betrifft. Das heißt sowohl den im Raum vorwärts laufenden Teilchen, nämlich den Elektronen, die sozusagen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft fließen, als auch die Positronen. Das heißt, es ist der Energiefluss der Zukunft in die Gegenwart, in die Vergangenheit. Und das ist das Faszinierende, wenn man die Zeit versteht, wie es der Zolk'in erklärt oder die Kosmologie der Maya, dass wir in der Gegenwart nicht nur von unserer Vergangenheit beeinflusst werden. Wir werden genauso von unserer möglichen Zukunft beeinflusst. Das heißt, in der Gegenwart treffen sich aus der vierten Dimension alle Zeiten der dritten Dimension. Und wir können, wenn wir verstehen, wie wir auf diesen Informationsflüssen reisen können, wie wir Zeit reisen oder Zeitmagie betreiben können, dass wir sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft verändern können. Beispielsweise, dass auch uns die Zukunft, die Winde der Zukunft ruft, in einen bestimmten Weg zu gehen, einen bestimmten Weg zu wählen. Das nennen wir dann so Intuition oder zufällig. Zufällig habe ich eine Anzeige irgendwo gesehen, habe das Gefühl gehabt, meine Intuition sagt, da musst du hingehen. Und ich treffe da genau den Menschen, den ich schon immer treffen wollte, wo ich schon ausgemacht hatte vor meiner Inkarnation, dass ich ihn da treffen werde. Die Synchronizität der Zeit, die uns der Zolk'in bietet, wenn man es versteht, wie man das nutzt,
bietet uns unglaubliche Möglichkeiten. Wir kriegen eine ganz andere Vorstellung davon, wie wir als konzentrierte und kristallisierte Lichtwesen verbunden sind mit allem. Es geht noch weiter. Die Informationsträger wären die Photonen, also die Lichtteilchen. Das sind die Träger des Bewusstseins, sie bringen die Informationen. Wir haben also einerseits in den Elektronenpositionen die Kräfte und gleichzeitig in den Photonen haben wir die eigentliche Information drin gespeichert. Und das Spannende ist, wenn man die Quantenphysik betrachtet, das Prinzip der nicht-lokalen Verschränkung. Das heißt, wenn man zwei Teilchen einmal miteinander verkoppelt hat und dann trennt, dann kann man sie ans Ende des Universums schicken und trotzdem bleiben sie miteinander auf einer Quantenebene verbunden. Das heißt, wenn ich das eine Teilchen beeinflusse, dann beeinflusse ich gleichzeitig das andere Teilchen in Nullzeit. Und wenn man das ein bisschen weiterspinnt, dieses Prinzip, das ist ein wissenschaftliches Prinzip, das ist jetzt nicht ein esoterisches Wunschbild. Woher kommen denn die ganzen Teilchen meines Körpers? Von Mutter Erde. Das heißt, ich bin quantenphysikalisch verknüpft mit Mutter Erde. Und woher kommen denn all die Teilchen von Mutter Erde? Von Vater Sonne und von anderen Sternen. Das heißt, es gibt hier ganz klar eine quantenphysikalische, allein körperlich, eine quantenphysikalische Verschränkung mit dem ganzen Universum, weil wir kommen alle aus dem Urknall. Wir waren alle mal miteinander verschränkt. Jedes Teilchen, alles, was es gibt in diesem Universum, war mal eins. Und diese Einheit, diese Verschränkung existiert nach wie vor. Nochmal eine andere Darstellung des Weltenbaumes. Jede Kultur hat ihren eigenen Weltenbaum. Bei den Kelten war es Yggdrasil, die Weltenesche. Bei den Mayas ist es die Heilige der Yaxche, die Heilige Seba. Der Weltenbaum ist ein Symbol für unsere Schöpfung und für die fraktale Struktur unserer Schöpfung. Man kann sagen, das Universum ist ein Weltenbaum, welcher den Makrokosmos, Mesokosmos und Mikrokosmos verbindet. Wir können auch sagen, der Mensch ist ein Weltenbaum. Mit unbewusst, bewusst, überbewusst. Es ist ganz wichtig, auch für uns Menschen dieses Prinzip des Baumwuchses zu verstehen. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns entwickeln wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir immer in beide Richtungen wachsen. Es ist heutzutage eine große Tendenz, also gerade auch im esoterischen Bereich, oben, 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 immer höher, immer weiter, immer abgehobener. Aber die Wurzeln fehlen. Darum hat ja auch die Esoterik einen ziemlich zweifelhaften Ruf. Die einen lieben sie, die anderen sagen, alles durchgeknallt. Der Punkt ist einfach, wir müssen immer nach unten wachsen. Und darum diese Einstimmung, diese Meditation, diese Kurze, hat euch das Prinzip erklärt. Wir müssen nach unten wachsen, wir müssen in unser Unbewussten hinunterwachsen, wir müssen bodenständig bleiben. Was passiert mit einem großen Baum, der eine riesige Krone hat, aber schwache Wurzeln? Es kommt ein Wind, fällt er um. Was passiert mit vielen esoterischen Menschen, die zwar innerhalb ihrer esoterischen Gruppen, weiß nicht wie, toll auftreten, aber draußen im Alltag dieses Bewusstsein, diese Spiritualität gar nicht leben? Weil sobald irgendwas passiert, wie viele Lichtarbeiter werden finster, wenn ein bisschen Gegenwind kommt? Und ihr könnt sicher sein, wahre Lichtarbeiter kriegen Gegenwind. Ist einfach so, ist ein natürliches Gesetz, ist Physik. Also müssen wir starke Wurzeln haben. Damit wir starke Wurzeln haben, müssen wir in unser Unterbewusstsein, wir müssen uns selber erkennen. Alle alten okkulten Schulen oder Mysterienschulen haben, ob das jetzt Ägypten ist, bei den Mayas, in Indien oder sonst, haben ganz viel Wert darauf gelegt, sich selbst zu erfahren und seine eigenen unbewussten Räume zu erleuchten und dann nach oben zu gehen. Auch der Schamanismus, das schamanische Prinzip ist, dass der Schamane zuerst in die Unterwelt reist, dort von archetypischen Göttern zerstückelt wird, auseinandergenommen wird, in einen Topf geworfen wird, gekocht wird, das heißt, das ist dieser innere Transformationsprozess, dann wird er mit heiligen Kräutern und Steinen sozusagen ergänzt, neu zusammengebaut und erst dann ist er fähig, in die höheren geistigen Welten zu reisen. Erst dann wird er eigentlich zum Schamane, dann kann er die schamanische Reise auch in die höheren übergeordneten Welten machen. Und genau das ist das Prinzip und das geht leider heutzutage in der Esoterik etwas verloren. Da wollen alle nur Licht, 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 aber keiner will in den Schatten rein. Wir brauchen keine Lichtarbeiter im Sonnenlicht. Blödsinn. Ich zünde auch keine Kerze an bei Tag, ich zünde eine Kerze an bei Nacht. Als Lichtarbeiter geht man in die Dunkelheit, um das Licht zu bringen. Das ist ein wunderschönes Bild, bevölkert von vielen Göttern bei den Mayas, die Unterwelt Xibalbá, Kaab, die mittlere, diese irdische Welt und Ka'an, die himmlische Welt.
was einfach aufzeigt, wie multidimensional und trotzdem alles vernetzt ist. Wenn man anschaut, wie die Quantenphysik die galaktische Lattice oder das Urnetzwerk, dieses Urfeld nennt, dann sagen sie erstens mal, es ist ein Feld bestehend aus Wellen. Nur Wellenfrequenzen, nicht Materie. Materie bildet sich nur durch Interferenzen aufgrund an Knotenpunkten, aber es ist eigentlich alles Energie. Es ist alles aber auch miteinander quantenverschränkt. Es ist holographisch aufgebaut und fraktal. Und die Möglichkeiten, innerhalb dieser Lattice oder dieses Urfeldes zu reisen, egal ob es jetzt die DNS betrifft oder eben eine Galaxie betrifft, ist über Wurmlöcher und Zeitreisen. Spannend, das ist eine wissenschaftliche Aussage. Kommt aber sehr esoterisch rüber. Also wenn wir jetzt sehen, was uns die Quantenphysik seit 100 Jahren gibt, es die Erkenntnisse der Quantenphysik. Und jetzt, erst jetzt, langsam sickert das in unser Alltagsbewusstsein und kommt das in unserer Gesellschaft überhaupt mal an, dass man sich mal damit beschäftigt, was für Erkenntnisse eigentlich da dahinter stecken. Und zwar nicht nur technisch, sondern eben psychologisch auch zu erkennen. Oder auch für Heilarbeit oder sonst etwas. Also, wenn wir jetzt unsere Galaxie anschauen, hier wäre Hunab-Ku, also das Zentrum, die Zentralsonne, die ein schwarzes Loch sein soll, möglich. Und wir hier sind draußen auf dem Orionarm, also ziemlich so an den Vororten der Galaxie. Es gibt ein galaktisches Kristallhologramm, das heißt, es gibt eine energetische Internetverbindung. Wenn man davon ausgeht, also Hunab-Ku, der große Schöpfer von Raum und Zeit, der überall gleichzeitig ist, ist sozusagen der Hauptserver unserer Galaxie, wenn man es ein bisschen technologisch ausdrückt. Dann gibt es eine Verbindung über Sirius, die Plejaden, über unsere Sonne, letztlich zu unserer Erde. Das heißt, der direkte Energiefluss, die direkte Verbindung geht sozusagen über andere Sternsysteme. Diese Energie läuft also in Spiralbahnen, das heißt wie Zeitmodule, die sozusagen in einer gleichzeitigen Übertragung, also wir dürfen uns das nicht linear vorstellen, das heißt hier fängt es mal an, dann braucht es sozusagen so lange, wie das Licht braucht, aus dem galaktischen Zentrum und so weiter, sondern eine gleichzeitige Energieübertragung, und zwar ist es ein Dialogsystem. Das heißt, die Energien kommen nicht nur aus dem galaktischen Zentrum in unsere Realität mit verschiedenen Qualitäten, in verschiedenen Spiraldynamiken, sondern es hört auch zu. Das heißt, das universelle Leben oder ich sage jetzt mal die Mutter Erde oder unser Sonnensystem oder unsere Galaxie hört auch, was wir Menschen so den ganzen Tag leben und nimmt das in sich auf. Das heißt, es besteht ein beständiger Dialog innerhalb unseres Sonnensystems. Diese Verbindung, es gibt Zwischenserver, das wäre zum einen Sirius. Sirius ist ja schon immer in allen alten Kulturen vergöttert worden. Ist ja klar, ist auch der hellste Stern am Himmel. Nichtsdestotrotz hat Sirius auch eine energetische Bewandtnis für unser Sonnensystem und die Plejaden, auch nicht von ungefähr, die sind auch in vielen oder in den meisten Kulturen vergöttert worden, beispielsweise man hat mit ihnen kommuniziert. Dann kommt die Energie sozusagen über unsere Heliopause, ist auch interessant, die Heliopause ist auch ein elektromagnetisches Feld. Elektromagnetismus ist auch eine Art und Weise, wie das Leben miteinander kommuniziert, über elektromagnetische Felder. Das kennen wir ja von unseren Technologien. Auch die Kameras zeichnen elektromagnetisch auf und senden es wieder, spielen es wieder elektromagnetisch ab. Das heißt, abgesehen jetzt mal von der reinen Urfeldebene, der Quantenebene, ist auch die Elektromagnetik, dieses System, sowohl in unserem Körper als auch im Weltraum, im Kosmos, ein System der Kommunikation. Das heißt, diese Informationen und Energien treffen auf das solare Magnetfeld, wo es eingespiesen wird, dann sozusagen auch mit den Planetensphären verbunden wird. Das heißt, jeder Planet hat auch innerhalb des Zolkins seinen festen Platz. Planeten sind auch Lebewesen, sind auch intelligent, haben auch eine wichtige Aufgabe. Kein Planet ist umsonst in unserem Sonnensystem. Ihr kennt das vielleicht aus der Astrologie. Was übrigens auch eine Wissenschaft ist und nicht nur eine esoterische Spinnerei, die Jahrtausende alt ist. Also auch hier, die Planeten und die Sonne werden dann informiert und gleichzeitig strahlt die Sonne dann auch diese Energie wieder aus.
Hier noch ein Bild von unserem Sonnenkörper. Die Sonne selbst wird Kinich Ahau genannt. Das ist sozusagen das Bewusstsein unseres Sonnensystems. Und man kann sagen, dass die einzelnen Planeten die Organe sind innerhalb dieses Sonnensystems. Und jeder Planet kann auch oder wird auch einer bestimmten Bewusstseinsstufe zugeordnet. Wir haben also diese Verbindung zwischen dem galaktischen Zentrum über die Sternbilder, über unsere Sonne auf unsere Erde und steuern die Evolution auf der Erde. Von diesen 20 Evolutionsstufen, die ich vorhin erwähnt habe, kurz, gibt es insbesondere 4 Evolutionsstufen, die inhärent wichtig sind. Die erste Stufe ist Chikchan, die Schlange. Hier wurde sozusagen das reptilische Gehirn initiiert. Ihr wisst alle, wir sind alle letztlich in unserem Instinkt, in unserem Kleinhirn und Stammhirn, sind wir Reptilien, die einfach nur überleben wollen. Das ist das Bewusstsein des Reptils, reiner Überlebenstrieb. Das ist ja wichtig. Hätten wir diesen Überlebenstrieb nicht, dann wäre uns das alles wurscht. Dann hätte die Menschheit sich nicht weiterentwickeln können. Dann wären wahrscheinlich die ersten Menschen gleich wieder gestorben, weil sie gesagt haben, ah, Feuer, super, ist warm, spring mal rein, weg. Oder wie auch immer. Das ist die erste Kernstufe. Die nächste Kernstufe, die sich ausgebildet hat, betrifft den weißen Hund, Ock. Hier wurde das Säugetiergehirn gebaut. Das heißt, die Fähigkeit zu fühlen, das limbische Gehirn im Zentrum unseres Kopfes. Die nächste Schaltstelle oder Kardinalstufe der Evolution ist der blaue Adler, der Planetargeist, sozusagen downloaden wollten, damit es dann in der zweiten Hälfte der Schöpfung gelebt und erkannt und umgesetzt werden kann, ist vollendet. Für mich ist die Wintersonnenwende 2012 Halbzeit der Schöpfung, zumindest was unser Planet betrifft oder uns als Menschheit hier verwurzelt auf der Erde. Jetzt sind alle Programme da. Jetzt habe ich aus einem alten Commodore den Quantenrechner par excellence mit den tollsten Programmen drauf. Okay, und jetzt gilt es, dass wir lernen, diese Programme und diesen super tollen Biocomputer, den wir sind, multidimensional zu verwenden und diese ganzen Programme einzusetzen. Okay? Das heißt, der Tiefpunkt unserer Evolution haben wir am 21.12.2012 erreicht. Es war wirklich ein Schnittpunkt zwischen der alten Zeit, das wird ja auch in der ESO-Szene so genannt, die alte Zeit und die neue Zeit. Ich finde das ein Blödsinn, das ist eigentlich Quatsch. Wenn, dann reden wir von Zeitaltern oder von Äonen oder von einer grundsätzlichen Evolutionsrichtung. Das heißt, die galaktische Schaltuhr, Erde, Sonne, Sternsysteme, Planeten und Galaxie wird jetzt in eine neue Richtung gehen. Wir haben jetzt sozusagen das Synthesezeitalter des solaren, galaktischen, universellen Bewusstseins betreten. Und das wird auch nicht so passieren, wie viele halt gehofft haben. Oh, eine Nacht noch schlafen, dann sind wir erleuchtet. Das ist natürlich genauso ein Quatsch. Wir sind also hier in der Schnittstelle. Wir hatten die 9 Unterwelten der Entwicklung zu gehen, die 16,4 Milliarden Jahre dauerten. Und jetzt gilt es letztlich auch wieder für die Rückauflösung, das heißt die Vergeistigung der Materie und die Umsetzung unseres göttlichen Potenzials, können wir uns mehr oder weniger 16,4 Milliarden Jahre Zeit lassen. Weil wir wissen alle, vorher schluckt die Sonne die Erde. Wenn diese Theorie stimmt, dass sich die Sonne aufblähen wird zu einem roten Riesen, da gibt es auch wieder andere. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt an einer Schnittstelle, wo ganz viele mögliche Zukünfte vor uns liegen. Wenn wir also das alte Aeon anschauen und das neue Aeon, spiegelt sich am 21.12. sozusagen diese ganze Entwicklungsstufen. Das heißt, wir können sagen, die universelle Unterwelt vom 2.5. bis zum 21.12. wurde dann hier vom 22.12. bis zum 13.8.13 gespiegelt. Das ist übrigens auch ein schönes gregorianisches Datum. Dann haben wir die 13 Jahre 2000 bis 2012 und ihre Inhalte und alles, was auf der Erde gelebt und verursacht wurde, in einer Spiegelung von 2013 bis 2025. Das heißt, wir haben jetzt 13 Jahre Zeit, das, was vorhergehend
sozusagen im absteigenden Sinne alles verursacht wurde, auch das ganze Negative, eine Umkehrung zu geben, wieder nach oben, wieder in Richtung Heiligkeit des Lebens, Bewusstseinserweiterung, Heilung der Naturschäden etc. pp. Oder auch eben natürlich ein richtiger Umgang mit der ganzen Technologie und mit den Kräften, die uns zur Verfügung stehen. Es ist also jetzt ein Aufwachen erforderlich. Und für mich bilden wir auch in diesen 13 Jahren sozusagen die Saat oder den Weg, die Wegrichtung für die nächsten 260 Jahre, dann bis zum Jahr 2268. Das heißt, hier gehen jetzt diese weiteren Zeitzyklen wieder gespiegelt von dannen, aber in ihrer aufwärtigen Richtung, erhöhenden Richtung. Man kann also wirklich sagen, wir sind momentan in einem Konflikt oder in einem starken Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis oder Liebe und Angst. Die absteigende Dynamik der Evolution hat uns in die Finsternis gezogen, wenn man das so will. Wir wissen ja auch, das ist ein sehr mächtiges Herrschermittel. Angst macht Menschen gefügig. Angst ist auch ein sehr starkes Manifestationselement, eine Manifestationskraft. Wovor wir Angst haben, wovor wir uns fürchten, das ziehen wir auch in unser Leben. Darum ist es immer gut, wenn man seine Ängste kennt oder wenn man sie verwandeln kann. Liebe ist natürlich der Gegenpol. Also nicht Liebe und Hass ist die Polarität in dem Sinne, sondern Liebe und Angst. Es ist auch interessant, Krebs ist auch so ein Hass, ist so ein Hassenergie im Krebs. Ne? Krebs, Frist, Gier, Ego. Krebs ist eine ganz klare Manifestation als Krankheit des Egos, des Menschen, des Hasses, der Gier, weil er frisst alles um sich herum, auch wenn er dabei stirbt, weil er seinen Körper tötet. Ist dem Krebs völlig wurscht. Und genau so verhält sich ja der Mensch auch, ne? Aus Krebsgeschwür so auf der Erde noch, in diesem alten Bewusstsein. Das Herz kriegt keinen Krebs. Spannend. Aber es kann einen Infarkt bekommen. Es kann seine Funktion spontan einstellen, wenn es nicht gelebt wird. Also wer dauerhaft seine Liebe nicht lebt und unterdrückt und diese Kraft, die in unserem Herzen und in unserem Herzchakra eigentlich vorhanden ist, der läuft zwangsweise in Richtung Infarkt. Und unser Herz ist ganz dynamisch. Das ist etwas, die Herzratenvariabilität, das heißt die Herzschläge unseres Herzens, die springen wild hin und her. Also mal haben wir einen Herzschlag von 58, dann plötzlich wieder 85, dann wieder 67. Und je dynamischer unser Herz ist, je schneller unser Herz die Rhythmen wechselt, umso gesünder ist es. Und je statischer unser Herz ist, wie die Uhr, ne, es ist ja nicht von ungefähr, dass wir eine Uhr haben, die so 60 Schläge über den Herzmeridian unserem Herzen verpasst. Also gerade die alten mechanischen, die digitalen nicht mehr. Ne, 60 Schläge. Was meint ihr, was das mit unserem physischen Herz macht? Ist auch ein Einfluss. Es mechanisiert unser physisches Herz. Also wenn ihr eine Uhr, eine mechanische Uhr hier am Handgelenk tragt, tragt sie lieber rechts anstatt links. Weil hier der Herzmeridian diese Pulse taktet, diese Quarzpulse taktet auf unser Herz und macht unser Herz statischer. Das ist auch ein Stück weit der Einfluss der Uhr, der Zeit, dieser Stressfaktor. Nicht nur, dass wir die Tagesenergie in Schachteln und Termine machen, die gar nicht unserem Gefühl entsprechen, weil Zeit ist ein Gefühl, ist mit unseren Gefühlen verbunden, sondern wir werden da dominiert. Ihr wisst ja, wie viel Macht so eine Uhr hat. Kennt das in eurem Alltag? Wahnsinn. Schmeißt die Uhr doch weg. Ich lebe seit 15 Jahren ohne Uhr. Es gibt ja eh überall Uhren, wenn es dann wirklich mal nötig wäre, um einen Zeitrahmen einzuhalten. Aber es ist ganz wichtig, unser Herz ist dynamisch, wild, lebendig und das ist die Liebe. Angst lässt uns erstarren, friert uns ein. Und jetzt sind wir einfach an diesem Schnittpunkt, auch hier in diesem Bild vom Alex Gray. Welche Seite dieses Bildes werden wir leben? Wir sind jetzt wirklich an einem Scheidepunkt. Der Weltenbaum brennt auf der einen Seite und auf der anderen Seite erblüht er noch. Die neue Weltordnung steht vor der Tür. Ja, ihr kennt vielleicht die Guidestone von Georgia, was da alles draufsteht, oder eben die Menschenrechte, die abgebaut wurden. Die ganzen Strukturen. Für mich eins der größten Verbrechen ist das hier. Zeit ist Geld. Die Kräfte haben es geschafft, also die Menschen, die Gruppierungen, wie wir sie auch immer nennen wollen, Illuminati, Bilderberger, bla bla bla, ist doch alles wurscht.
Wir wissen, wer momentan noch die Macht versucht zu halten, die Macht des alten Zeitalters hier auf der Erde, haben es geschafft, uns Menschen eine Geldtrance einzurichten, eine Geldhypnose. Ihr wisst, Geld ist ja gar nichts wert. Wo ist der Realwert von einem Blatt Papier, das bunt bedruckt ist? Wir Kinder haben das gezeichnet. Oder Monopoly, super. Nur wenn wir Monopoly spielen, wissen wir, das ist nichts wert. Euro, Schweizer Franken, all die Währungen, ist nichts wert. Es ist weder eine Realdeckung an irgendwelchen Edelmetallen noch am Bruttosozialprodukt. Es ist einfach nichts mehr wert. Man hat uns hypnotisiert. Das ist aber der Wert deines Lebens. Du musst dem Geld hinterherrennen. Zeit ist Geld. Hey, was haben wir heute? Die größte Zerstörung ist nur wegen dieser Hypnose. Weil wir das geglaubt haben und geschluckt haben und hinterherrennen. Geld hat keinen Wert, ist eine rein numerologische, mathematische Größe der Dimension 0. Es kann sich auch nicht selber vermehren, es kann sich selber auch keinen Wert geben. Es ist nur ein Blatt Papier. Woher kommt die Energie des Geldes? Woher kommt die Energie des Geldes? Von uns allen. Von 7 Milliarden Menschen, die diesem Geld diese Energie geben und dran glauben. Wir haben es in der Hand, wenn wir aufwachen und merken, hey, es geht doch gar nicht ums Geld. Zeit ist nicht Geld, Zeit ist Leben. Zeit ist unsere Lebensenergie, die wir hier in Raum und Zeit verbringen. Mit jedem Jetzt, 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 Jetzt. Für unser Unterbewusstsein gibt es 26 Jetzt pro Sekunde. Weil unser Unterbewusstsein 26 Mal pro Sekunde alles speichert, was wir wahrnehmen, was wir erleben in dem Moment. Und zwar mit allen 7 Sinnen. Nicht nur die 5 Sinne, sondern auch die telepathischen, empathischen Eindrücke, alles. Das heißt, Zeit ist Leben. Und das ist wichtig. Ihr kennt die Geschichte von Michael Ende, Momo. Genau das ist uns passiert. Das haben die ganzen Rothschilds, Gruppierungen etc. bewirkt. Und jetzt gilt es einfach aufzuwachen aus dieser Trance und zu merken, Zeit ist Leben und nicht der Turm von Babylon mit seinem Bankensystem. Wenn wir uns die heutige Weltstruktur anschauen und Organisationsstruktur, ich glaube, da will ich auch nicht zu sehr darauf eingehen, welche Strukturen da dahinter stehen, wie diese pyramidale Vernetzung alles organisiert ist und so weiter. Das muss ich jetzt nicht näher behandeln. Wie gesagt, die Familie Rothschild ist hier federführend gewesen und da haben wir auch so ein paar Rockefeller-Monsters und diese superreichen Milliardäre. Ihr wählt die Politiker und wir sagen ihnen, was sie zu tun haben. Wir haben Angela Merkel, deutlicher geht's nicht mehr. Hallo? Also es ist sowas von klar. Also wir können eigentlich die neue Weltordnung, die angestrebt wird von diesen alten Kräften des alten Bewusstseins, in 2 schönen Büchern zusammenfassen. Wir haben 1984 von George Orwell. George Orwell war ein Mitglied der Fabian Society. Die Fabian Society war eine der Logen, die sich um die Zukunftsplanung beschäftigt hat innerhalb dieser Illuminatenstruktur. Und George Orwell hat dann eben dies eigentlich veröffentlicht, viele Jahre nachdem es ja eh schon alles angelaufen ist. Wir haben die komplette Überwachung mittlerweile, die ganzen Geschichten auch so wegen NSA-Skandal. Hallo, hallo, jeder, der ins Internet geht, weiß doch, dass er überwacht wird. Alles, was möglich ist, wird auch gemacht. Gesetze sind nur für uns Bevölkerung da, damit wir glauben, wir sind ja in Sicherheit. Vergiss es, okay? Alles, was möglich wird, technologisch, wird hinter verschlossenen Türen gemacht. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Die gräulichsten Taten, auch was Genmanipulation betrifft und so weiter. Und Überwachung bitte. Mir ist doch scheißegal, ob die da was aufnehmen, was ich im Internet surfe. Das geht mir so am A vorbei. Ich weiß, was ich lebe. Ich habe mein Feld. Ich weiß, was ich tue. Da kann von mir aus Gott mitschauen. Tut er ja eh. Das zweite Buch, was spannend ist, ist das von Aldous Huxley. Schöne neue Welt. Wer es nicht kennt, lest bitte diese beiden Bücher, dann wisst ihr einfach, wohin das es geht. Dann könnt ihr auch gegensteuern. Ne? Haben da ein paar Bilder zusammengefasst, was Drogen betrifft und Genzüchtung und. Huxley hat selber mal gesagt, in den 50er Jahren, hat das Buch auch in den 30er Jahren geschrieben, er hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Das hat er in den 1950er Jahren gesagt. Also dass sprich die Agenda so schnell vorwärts schreitet. Wir befinden uns also jetzt zum einen in einer sehr starken Evolutionsdynamik des Kosmos, unserer Galaxie, unseres Sonnensystems von Mutter Erde. Wir haben 2012 überschritten, wir sind jetzt wieder im Aufstieg begriffen.
Und gleichzeitig haben die Machthaber des alten Zeitalters, die uns ja an den tiefsten Punkt der Materie führen sollen, das war ja richtig, nur gefällt es denen halt so gut, Macht über uns zu haben, dass sie sagen, na, wir geben jetzt die Erde und die Menschen nicht auf. Na, na, die geben uns so viel Energie. Ich meine, wir sind ja wirklich wie in Matrix Batterien für diejenigen. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Kraft, da geht so viel Energie rein. Naja, haben dann auf allen Ebenen hier entsprechend auch elektromagnetische, frequenzmäßige, chemikalische Installationen dafür gesorgt, sodass wir wirklich auf jeder Ebene alles andere als die natürlich kosmischen Energien abbekommen, sondern dass über alles eine aufmodulierte künstliche Frequenz ist, die unser Bewusstsein im alten Zeitalter halten sollen. Ob das jetzt die Satelliten sind, ich meine, wenn man anschaut, ein Bild vom Müll im Weltall, also ich meine, wir haben ja die ganze Erde vermüllt, wir haben alle Elemente verschmutzt, aber wir haben es auch geschafft, den ganzen Weltraum rund um die Erde noch zu vermüllen. Aber die tun ja auch was, die Satelliten. Die sind nicht nur so, die sagen, ja, GPS, damit der Mensch besser sein Navi verwenden kann. Die machen auch noch viele andere Dinge. Aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr eingehen, einfach nur so eine Auflistung, wie diese künstliche Matrix mittlerweile komplett installiert ist. Okay? Aber nichts ist verloren. Wir stehen immer noch an dieser Wahl, wo gehen wir denn hin? Wollen wir den Weg der Angst gehen, der Lügen, als Sklaven von irgendeinem System, was uns aussaugt, auf den hier? Oder gehen wir doch lieber den Weg der Liebe, der Wahrheit, als Mitschöpfer und so weiter? Es liegt an uns. Der Parasit ist nichts, das Milieu ist alles. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wo sind all die gescheiten Lichtarbeiter? Wo sind all die hochspirituellen Menschen im Alltag, in der Welt, wenn es heißt, da zu stehen und das neue Bewusstsein umzusetzen? Ich erkenne relativ wenig. Ich meine, ich kann in die Lebenskraftmesse gehen in Zürich, aber da kommt man ehrlich gesagt, Entschuldigung, ich vertrage das nicht. Spiritualität ist etwas Alltägliches. Spirituell ist der Bauer, der nicht mehr seine Kühe im Stall halten kann, der überhaupt keine Viehhaltung mehr übernehmen kann, der es auch kein Genmais kauft oder Genweizen kauft. Übrigens, große Aufregung wegen Genmais in Europa. Weizen ist schon längstens genmanipuliert, aber da redet keine Sau davon. Spiritualität ist der Mensch, der wirklich sein Bewusstsein, seine Erkenntnis lebt im Alltag, ganz einfach, ohne sich weißgewandert vor Publikum zu stellen und sagen, ich bin ja ach so spirituell und ihr müsst mir folgen oder sonstige Geschichten. Spiritualität ist der Nachbar, der einfach sich um seine Nachbarn kümmert, der gut zu der Natur ist. Das ist für mich spirituell, einfach gelebt, das geht nicht hausieren, das macht auch keine große Werbung, sondern ist. Und das ist für mich wahre Spiritualität, es zu sein, ohne ein großes Brimborium zu machen. Gut, wir stehen jetzt in diesen Jahren bis 2025 auf jeden Fall. Entschieden hat sich schon jeder im Jahr 2013, da bin ich überzeugt. Also jetzt in diesem ersten Jahr, in dieser ersten Unterwelt, hat sich letztlich jeder entschieden, welchen Weg das er gehen wird. Das ist definitiv. Jetzt gilt es einfach, die nächsten Jahre bis 2025 das auch tatsächlich zu tun, es zu leben. Damit so viele Menschen wie möglich natürlich ein neues Feld aufbauen können. Sprich, surfen auf der Welle der Tsuvuya. Das ist auch ein spannendes Thema. Hier geht es nochmal um die fraktale Vernetzung des Weltenbaumes und wie wir multidimensional mit allem, was ist, verbunden sind. Nochmal. Wir leben in einem Multiversum oder in einem multidimensionalen Universum mit verschiedenen Dimensionen, mit verschiedenen Räumen und Manifestationen. Dieses Ganze, was wir jetzt zum Beispiel Licht nennen, das sind alles Lebenswelten. Nur weil wir im elektromagnetischen Spektrum nur hier einen ganz kleinen Ausschnitt sehen, können wir doch nicht glauben, dass diese Welt hier und diese Welt hier nicht existiert. Dass das nur Frequenzen sind. Ja, aber Dimensionen sind frequenzmäßig voneinander unterschieden. Das heißt, wir haben ganz viele Welten, sowohl hier auf der Ebene mit Lebewesen, wie auch auf der Ebene. Stellt euch vor, dieser Raum ist momentan voll mit Handystrahlung, Funkwellen, Radiowellen, Fernsehwellen, alles Mögliche ist in diesem Raum. Aber es ist frequenzmäßig verschoben, darum hören wir das nicht. Würden wir das alles wahrnehmen, was wir könnten, rein von dem her gesehen, weil die Hardware und die Software steckt in uns drin, dann würden wir wahrscheinlich durchdrehen. Also müssen wir uns selektieren.
Aber das ist nicht tote Welt, das ist nicht nix. Nur das, was wir sehen und anfassen können und mit unseren fünf Sinnen erfahren können, existiert. Ist doch ein Quatsch, ist doch ein Blödsinn. Genauso was das Universum betrifft. 5% ist reine Materie. Der Rest ist für uns nicht mal sichtbar. 75% der ganzen Energie in unserem Universum ist für uns weder sicht noch messbar mit unseren technischen Geräten. Und trotzdem ist sie da. Ja, was ist denn das? Was bewegt denn diese Energie? Wir wissen immer, Energie hat auch immer etwas mit Leben zu tun, mit Lebendigkeit. Das heißt, es ist eigentlich ein Strudel. Unser Universum ist ein Körper, der multidimensional vernetzt ist und ständig übersprudelt in der Kommunikation der Zeit und des Raumes, um hier eine Plattform der Schöpfung zu bauen. Das ist die Lattice oder die Matrix des Universums, eine Darstellung des Universums und hier sozusagen die Sicht unserer Milchstraße. Darum ist es hier etwas dunkler. Wenn wir sehen, wie das Universum aufgebaut ist nach den Strömen, den Filamenten der Energie, erkennen wir hier Strukturen. Das ist eigentlich das Urfeld unseres Universums. Der dunklen Energie, der Ströme der Kraft. Und an diesen Ballungspunkten verdichtet sich das Leben zu tatsächlicher Materie. Das sind die Galaxiehaufen, diese gelben Punkte. Hier auch, diese ganzen kleinen Punkte, das sind die Galaxiehaufen beispielsweise, das sind die Übergriffe, wo sich die Energiebahnen der höheren Dimensionen sozusagen kreuzen und verdichten zu Leben. Also man kann sagen, das ist die fraktale Struktur unseres Universums. Wie Wassertropfen hängen die Welten und Galaxien in einem aufgespannten Raum, nur dass es halt eben organisiert ist, es hat eine ganz klare Struktur. Hier ein Vergleich zwischen einer Gehirnzelle und einer neurologischen Struktur in unserem Kopf und im Universum. Okay? Holographischer Aufbau. Unser Universum steckt, der Aufbau des Universums steckt in unserem Körper drin. Es ist eine fraktale Struktur, wie oben so unten. Was im Mikrokosmos ist, ist auch im Makrokosmos und natürlich auch im Mesokosmos. Hier Darstellung der Magnetfelder einer Galaxie, einer Sonne, eines Planeten, eines Menschen, eines Baumes, eines Atoms, Stern, Tornado. Es sind immer die gleichen Torusstrukturen, die gleichen spiralförmigen Felder. Auch hier wieder. Das bedeutet nicht, dass wir alle auch nun nicht nur gleich sind. Es bedeutet auch, dass wir diese Felder und diese Verbindungen zur Kommunikation nutzen können, wie es die Schamanen schon seit Jahrtausenden tun. Wir haben die ganze Technologie in uns. Ob das jetzt die Nervenzellen sind, unser vernetztes Gehirn, unsere anderen Bereiche, die Strukturen in unserem Körper, die Lichtphotonenverbindungen und hier auch unsere DNS. Die ganze Hardware dieses Wesens ist fähig, nicht nur fähig, sondern praktiziert bereits multidimensionales Surfen, multidimensionale Korrespondenz mit dem ganzen Weltall. Medialität, Telepathie, Empathie, das sind alles Geschichten, die eh schon laufen. Wir kriegen es nur nicht mit, weil wir so unbewusst sind. Wir sind ja abgetaucht an den tiefsten Punkt der Materie. Eins der wichtigsten Tore dafür ist unser Herzchakra, unser Zentrum. Das schwarze Loch in uns, jetzt nicht im negativen, sondern im energetischen Sinne gesehen, welches uns ermöglicht, durch das Universum zu zappen. Das war der Ausbau unseres Großhirns. Das heißt, dass die Evolution, ich meine, ihr müsst euch mal das vorstellen, was es eigentlich braucht, um einen solchen Körper zu bauen. Probiert es das mal aus zu Hause. Es ist Hightech vom Feinsten und alles, was wir technologisch bauen, ist nur eine klägliche Kopie dessen, was das Leben schon gebaut hat, aber eben lebendig. Also Computer sind eigentlich ein Nachbau von uns Menschen. Darum gibt es ja immer schneller Computer, Quantencomputer, die immer schneller rechnen. Darum gibt es ja künstliche Intelligenz inzwischen. Warum? Weil der Mensch einfach Gott kopiert und versucht, über Maschinen das nachzubauen. So viel dazu. Aber der planetare Geist ist eben die Großhirnstufe. Und die nächste Stufe, die letzte Stufe auch, die ich schon erwähnt habe, ist Ahau, die gelbe Sonne. Das ist die Stufe des solaren Bewusstseins. Das ist auch gleichzeitig die Stufe der Erleuchtung. Okay, das heißt, wir haben, Erleuchtung bedeutet auf der Erde sozusagen ein bewusstes solares Wesen zu sein.
uns der Lebendigkeit und den verschiedenen Welten unseres Sonnensystems und letztlich natürlich auch darüber hinaus galaktisch universell sozusagen bewusst zu erleben und zu nutzen und auf diesen Welten auch zu sein. Das alles wurde durch die Zeit gesteuert. Die Sonne strahlt dann sozusagen auch wiederum diese ganzen Informationen aus und informiert das Magnetfeld von Mutter Erde. Wir wissen ja selber, gerade wenn Sonnenstürme sind oder Orkane, dass da eine gewaltige Welle von Energie, also von Wellen und Teilchen, voll auf das Magnetfeld der Erde powert. Viel wird davon abgeleitet, weil es einfach für uns Menschen oder für das Leben auf der Erde noch belastend oder tödlich wäre. Aber viel geht auch dann an den entsprechenden Schnittstellen, an den Polen, ins Erdmagnetfeld rein, durchwandert das Herz von Mutter Erde und wird dann einem Feld gleich, einem holographischen Feld gleich auf der ganzen Welt sozusagen zur Verfügung gestellt. Das heißt, instant. Und spannend dabei ist auch, dass die Wissenschaftler vor einigen Jahren herausgefunden haben, dass sich das Magnetfeld der Sonne und der Erde alle 8 Minuten verquanteln, verkoppeln. Das heißt, es findet tatsächlich alle 8 Minuten ein Gespräch statt zwischen Mutter Erde und Vater Sonne, so nach dem Motto, und was treibt so gerade die Menschheit so, was haben sie denn jetzt gerade, was haben sie wieder angestellt, ja, okay, gut, okay, ich schicke da wieder ein paar Energien, damit die wieder ein bisschen auf die Pötte kommen. Es ist tatsächlich so, alle 8 Minuten für einige Sekunden werden hier messbar Daten übertragen, elektromagnetisch. Schon faszinierend für 2 Materiehaufen, die zufällig im Raum als Kugeln so durch das Weltall geistern, ohne Ahnung und ohne Sinn. Das Magnetfeld der Erde nimmt also diese Informationen auf und stellt sie sofort alle Lebewesen auf der Erde zur Verfügung. Das Magnetfeld im Van Halen-Gürtel hat auch so etwas wie eine Psi-Bank, also ein Bewusstseinsfeld, was inhärent wichtig ist, wo alles gespeichert ist, was sowohl aus dem Kosmos hier auf die Erde auftritt, als auch handherum wieder alles, was die Menschheit so treibt oder alle Lebewesen hier auf der Erde treibt. Es gibt ja Milliarden anderer Lebewesen, nicht nur die Menschen. Ich glaube, die meiste Bevölkerung haben die Insekten auf der Erde. Spannend, also dieses Feld ist sehr wichtig. Es ist auch interessant, dass genau diese Sphäre seit Jahren vom HARP bombardiert wird. Da geht es nicht nur um die Nutzung sozusagen der Ionosphäre als Spiegel, sondern es geht auch darum, weil die wissen, was in diesem Feld passiert. Es geht auch um eine Umprogrammierung oder eine Manipulation des Psi-Feldes von Mutter Erde. Weil das Universum geht Richtung Bewusstseinsentwicklung. Die Evolution schiebt mächtig an. Und das wollen gewisse Kräfte einfach nicht. Hier eine Kodierung dieser Psi-Bank, wie es dargestellt wurde von José Argüelles, also für der 8-fache Zolkin sozusagen, nur kurz als Information für euch. So. Spannend also, dass auch die Erde ihre Energiestrukturen hat, die sind auch schon längstens bekannt. Wir wissen ja aus den alten Kulturen, die Drachenlinien, wie die Kelten sie verwendet haben, oder das Christusgitternetz, oder hier auch fraktale Netzstrukturen auf der Erde mit Knotenpunkten, wie die Energie verläuft. Das sind alles Darstellungen von Energiebahnen, wie die Erde vernetzt. Man könnte auch sagen, das sind die Meridiane von Mutter Erde, wo die Energie ständig verläuft. Die Schamanen der alten Kulturen reisen auf diesen Energiebahnen, kommunizieren auf diesen Energiebahnen. Es war immer faszinierend für die Wissenschaftler zu sagen, ja, wie können denn die Schamanen von Afrika mit denen in Mexiko oder mit denen in Australien kommunizieren? Die haben sich nie getroffen, die konnten sich physisch gar nicht bewegen, aber die haben miteinander kommuniziert. Unser Bewusstsein ist vernetzt mit diesem Urfeld, mit dieser Matrix. Unser Bewusstsein ist fähig, auf diesen Bahnen zu reisen. Da komme ich noch später dazu. Die Maya haben, oder auch die Ägypter, oder überhaupt überall, wo es Pyramiden oder wo es Kraftorte gibt mit heiligen Tempeln, die nach bestimmten architektonischen Verhältnissen gebaut wurden, haben sozusagen Behältnisse gebaut, Resonanzkörper gebaut oder Konsonanzkörper, damit man diese Kraftplätze entsprechend genutzt hat und unterstützt hat mit den Formen der heiligen Geometrie, mit bestimmten ausgerichteten Gebäuden, die dann wiederum diese Kommunikation mit Hunabku, mit dem Herzen unserer Galaxie und den Sternen und den übergeordneten Kräften sozusagen gefördert hat. Die Maya waren
Meister von Raum und Zeit. Sie haben also die Illusion gemeistert. Sie konnten auf der räumlichen Ebene Dinge bewegen aufgrund ihrer Fähigkeit, weil sie die Zeit kannten und beherrschten, weil die Zeit, die vierte Dimension, dem Raum übergeordnet ist. Das Bild der Maya von diesen Menschenopfern und so weiter ist archäologisch. Also dieses Bild der Maya ist ja nicht tatsächlich der Maya-Kultur zugeordnet, sondern ist von denen, die letztlich auf die Azteken getroffen sind, wie Cortés im 16. Jahrhundert, aufgebaut worden und von der katholischen Kirche, damit da ein blutrünstiges Volk in Mexiko existiert, weil die Maya-Kultur war hochentwickelt. Auch die nachfolgenden Kulturen, die Tolteken und Azteken, die tatsächlich dann, als die Spanier, die Conquistadores eingetroffen sind, war eine Hochkultur, immer noch. Die Maya-Kultur war schon wieder untergegangen. Die Maya, die damals noch gelebt haben, waren die Sklaven der Azteken und Tolteken. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da kommen die Conquistadores. Was war das, was waren das für Menschen? Das waren Räuber, das waren irgendwelche Typen, die in der neuen Welt ihr Glück gesucht haben, weil sie von Europa flüchten mussten oder sie hatten keine Perspektiven oder waren Verbrecher oder wurden weggeschickt. Das war die einzige Alternative. Unterstützt von der römischen katholischen Kirche, die Menschenopfer ja im Gebrauch hatten. Darf man nicht sehen. Und genau dieses Bild haben sie dann auf die Maya projiziert. Die Blutopfer, die die Maya gemacht haben, waren hauptsächlich Adlige, die ihr eigenes Blut hergegeben haben, um die Essenz im Blut, nämlich ihre Seelenenergie, zu opfern für ihr Volk, für das Wohlergehen ihres Volkes. Also die Maya-Kultur war eine sehr hochstehende Kultur. Wenn man sich da mal beschäftigt, in Mexiko, allein in Yucatan, gibt es tausende von Pyramiden, die zwar nicht restauriert wurden, aber jeder Hügel in Mexiko ist sozusagen eine Pyramide. Alles, was zugewachsen, alles, was höher ist als flach, ist eine Pyramide. Weil auf der Yucatan-Halbinsel gibt es keine Berge, gibt es keine Hügel. Das ist eine Kalksteinplatte. Spannend. Also wie soll ein blutrünstiges Steinzeitvolk, was sich hauptsächlich mit Kriegen und Menschenopfer beschäftigt hat, so eine Hochkultur aufgebaut haben? Ist ja schwierig. Also hier läuft sehr viel um Projektion. Also die Maya haben ihre Städten ganz genau auf geomantischen Plätzen gebaut, in bestimmten mathematischen Konstruktionen, um diese Kommunikationsverbindung mit dem galaktischen Internet zu fördern und zu nutzen. Hier habe ich ein schönes Bild, das war in der die Frühlingsequinox, also die Tag- und Nachtgleich im Frühling von 2003, kurz bevor der zweite Irakkrieg, oder gerade unmittelbar, da hat der Irakkrieg angefangen, zwei Tage vorher. Das war ein Riesenspektakel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kommt doch die Lichtschlange runter, dann in Chichen Itza und so weiter, da kommen dann 30.000 Menschen. War faszinierend zu sehen, was sich am Himmel getan hat, also ich habe da ganz spannende Fotos gemacht. Und am Schluss, als ich so rausging, mache ich noch so ein Foto vom Karakol, also dieses sogenannte Observatorium, was auch wie eine Spirale aufgebaut ist und nicht nur, oder nicht zur Beobachtung des Himmels taugt, sondern ganz eine andere Geschichte hatte. Und wenn ihr, schaut euch mal die Wolkenformation an. Also es ging sehr um den Konflikt zwischen den spirituellen Welt und den Machthabern dieser Erde. Das, weil der Irakkrieg ist nicht von ungefähr im Irak. Das ist Babylon, das ist der Grundbau unserer heutigen Kultur eigentlich, vor 5000 Jahren. Und das war eine sehr dynamische Geschichte, also dieser Konflikt. Und hier am Himmel sieht man eine Hand, die so macht und es schaut so aus, wie wenn die Sonne aus der Handfläche rauskommt. Also ich sehe das so, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Hier der Daumen, hier die zwei Finger. Und das war für mich der Abschluss der Geschichte, die ich da erlebt habe, dass es letztlich das Licht siegen wird. Oder wir kennen ja auch diese Geste von Jesus. Also es war sehr spannend. Wir Menschen sind also tatsächlich Kinder von Vater Sonne und Mutter Erde und wir nehmen diese göttlichen Melodien, man könnte auch sagen, der Tolkien ist eine Partitur der Schöpfung, der Evolution. Und wir sind die Instrumente und wir werden von diesem universellen Geist durchdrungen und gespielt, um dieser Schöpfung sozusagen eine Bewegung und eine Entwicklung zu geben und Erfahrungen zu sammeln. Es ist auch spannend, dass unsere Gehirnwellen mit den Frequenzwellen der Magnetfelder von Mutter Erde korrelieren. Also auch hier spannend. Spannend deswegen, weil ständig wir von den Feldern von Mutter Erde auch in unseren Gehirnen empfangen. Das ist eine ständige Online-Datenübertragung zwischen unserem Gehirn und Mutter Erde.
Das ist so, das ist Physik, das ist keine Esoterik. Wir sind sowieso Resonanzwesen, wir sind ständig in diesem Feld und wir werden ständig durchdrungen von allem, was ist und vor allem eben durch die Zolkin-Zeit. Das heißt, das, was abläuft in unserer Sonne, läuft auf der Erde ab und läuft auch in uns Menschen ab. Wir haben hier also in der Kosmologie der Maya eine Datenautobahn zwischen dem Herzen der Galaxie über die Sternsysteme zum Herzen von unserem Vater Sonne, zum Herzen von Mutter Erde, zu unserem eigenen Herzen bis in unsere Zellen hinein. Wir müssen uns also langsam bewusst werden, dass wir hier ständig online sind. Und das Ziel letztlich, das ist eine wunderschöne Darstellung der des göttlichen Wesen des Menschen, ich bin, das ich bin. Vielleicht habt ihr schon gehört von der Ich-Bin-Gegenwart. Gehört. Ich-Bin-Gegenwart. Habt ihr euch schon mal überlegt, was euch eigentlich dazu befähigt, zu sagen, ich bin? Zu wissen, ich bin? Zu fühlen, ich bin? Und vor allem, wenn ich frage, wer sitzt da auf dem Stuhl? Was kommt die Antwort? Nein, ich. Ich, ich, ich. Wir sind alle vom gleichen Ich beseelt. Wir verwenden alle das gleiche Ich. Die Ich-Bin-Gegenwart ist das universelle Bewusstsein, welches sich selber sozusagen manifestiert hat. Und in jedem Lebewesen, und zu Lebewesen zähle ich sogar die Atome, beinhaltet ist. Und über dieses Ich-Bin kommunizieren wir ständig und können miteinander kommunizieren. Es ist gewaltig, was hinter diesem Ich Bin eigentlich steckt und die wenigsten Menschen, obwohl wir jeden Tag sicherlich zigmal Ich sagen, ich bin dies, ich bin jenes, aber uns nicht bewusst sind, was das eigentlich bedeutet. So, da ja alles fraktal ist, ist auch die Zeit fraktal. Das heißt, es gibt unterschiedliche Räume, Zeiträume, die der Zolkin auch abdeckt. Das ist sozusagen der Aufbau vom Urknall bis zur Wintersonnenwende 2012 von 9 sogenannten Unterwelten. Unterwelt, das sagt jetzt nicht, dass die nur unterschwellig sind, sondern das sind einfach Aufteilungen, wenn man die Schöpfung als eine Welt betrachtet, kann man da also 9 verschiedene parallel ablaufende Zeitzyklen des Zolkins definieren. Und die Maya haben ein Vigesimalsystem verwendet, also ein System auf der Zahl 20. Wenn wir also sozusagen dem Zolkin einen Tag zuordnen und dann mit dem Faktor 20, beispielsweise der erste Fraktalfaktor ist dann ein Jahr zuordnen, wenn man einen Tag zuordnet, dann dauert ein Zolkin-Spin, auch hier ein Zolkin-Spirale, 260 Tage. 13 mal 20, 260 Tage. Wenn wir jetzt jedem Kästchen ein Jahr zuordnen, beispielsweise die Maya haben nicht in Jahren von 365 gerechnet, sondern in Tuns von 360 Tagen, dann kommen wir auf ungefähr 260 Jahre. Wenn wir jetzt jedem Kästchen 20 Jahre zuordnen, dann kommen wir auf 5200 Jahre etc. pp. Das heißt, die Maya haben ein 20-faches System verwendet, um den Zolkin immer mehr in den Zeiträumen sozusagen aufzublähen. Und interessanterweise deckt sich das mit den Evolutionszyklen hier auf der Erde, die wir erlebt haben. Das heißt, es gibt insgesamt 9. Jeder Zyklus hat seine eigene übergeordnete Absicht gehabt. Jeder Zyklus hat seine Bestimmung gehabt, was innerhalb dieses Zyklus erreicht werden wollte in der Schöpfung. Es ist auch interessant, dass viele Pyramiden bei den Mayas ebenso 9-flächig sind, aufgrund mit Bezug auf diese 9 Fraktale. Es laufen also 9 verschiedene Zolkin-Spins in unterschiedlichen Räumen. Am Anfang haben wir hier den Urknall. Hier hinten haben wir sozusagen die Wintersonnenwende 2012. Und das ist der Grund, warum die Zahl 2012 so berühmt geworden ist. Der Unterschied zu unserem gregorianischen Kalender, unser gregorianischer Kalender ist ja ein offener Kalender. Der geht ins Nirvana.
Ne, da fängt bei 0 an, sagen wir, okay, das war Jesus, das ist jetzt die 0, ob stimmt oder nicht. Und das rennt jetzt einfach in die Zukunft, also das Jahr 225.000 nach Jesus ist mehr möglich. Der Maya-Kalender, was ja kein Kalender ist, sondern eigentlich ein Synchronometer, ist geschlossen, ist zyklisch, endet. Aber nicht Schluss, aus, Basta, Ende, wissen wir jetzt mittlerweile, sondern er läuft dann wieder weiter. Das heißt, er definiert verschiedene Zeiträume, in denen sich innerhalb unser Sonnensystem durch die Galaxie bewegt, unsere Galaxie durch den Galaxiehaufen, diese Galaxiehaufen durch das Universum. Und diese Räume werden generiert durch die übergeordnete Zeit, weil in diesen Räumen etwas stattfinden soll, eine Entwicklung stattfinden soll. Und welche Entwicklung gibt eben der Tolkien in seiner fraktalen Struktur bekannt? Erste zelluläre Unterwelt begann vor 16,4 Milliarden Jahren. Die Wissenschaftler sagen, Urknall war vor 15 ungefähr. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Die Maya definieren ganz klar, vor 16,4 Milliarden Jahren entstand unser Universum. Nach der Kosmologie der Zeit. Die Absicht dieser ersten Unterwelt, die unglaublich lange dauert, war der Bau von den ersten lebenden biologischen Individuen. Die Zellen. Darum auch der Begriff zelluläre Unterwelt. Das heißt, das Universum hat nach dem Urknall unglaublich lange gebraucht, bis es diese Hightech-Lebewesen gebaut hat. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind alle Einzeller. Die grundlegende Individualität unseres Seins liegt in unseren Zellen. Und das Universum hat sehr lange gebraucht, Milliarden von Jahren, bis letztlich hier auf der Erde die erste Zelle entstanden ist. Und wenn wir uns so eine Zelle betrachten, das ist extrem, was da drin alles stattfindet. Auf so kleinem Raum. Und was da alles gespeichert ist, insbesondere in der DNA. Weil in der DNS ist unsere ganze evolutive Vorgeschichte drin gespeichert. Das heißt, von dem ersten Einzeller bis zum Martin, der hier auf der Bühne steht, ist alles in meinem Körper drin. Jeder einzelne Evolutionsschritt. So faszinierend. Auch man sieht es ja auch in der Entwicklung des menschlichen Fötus, dass er unterschiedliche Stationen durchläuft. Das Amphibium, der Fisch, das Reptil, bis er dann mal zum sichtbaren menschlichen Embryo heranreift. Das war also der erste Punkt, die erste Zeit. Das Faszinierende daran ist, immer wenn der Tolkien 1920stel der Unterwelt durchlaufen hat, also zu Beginn der letzten sogenannten Welle, beginnt parallel die nächste Unterwelt zu starten. Das heißt, man könnte sagen, die Schöpfung sagt, 1920stel haben wir schon erreicht, die Zellen sind schon da. Es ist zum Beispiel auch interessant, ich habe vorhin erwähnt, die 10. Stufe ist die planetare Verwirklichung, wenn das Produkt sozusagen tatsächlich manifestiert ist. Innerhalb dieser Zeitrechnung entstand die Erde im 10. Himmel. Also die Erde war sozusagen ein Zwischenprodukt, eine Zwischenmanifestation, damit sich überhaupt die ersten Zellen bilden können. Der Erde als Habitat, die Erde als Mutterhabitat für biologische Lebewesen. Bei 1920stel sagt der Tolkien oder das Universum, der göttliche Geist, war auch immer dieses Programm sozusagen entwickelt und initiiert hat. Okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, jetzt können wir die nächste Stufe der Evolution initiieren. Jedes Mal. Die zweite Stufe war, jetzt bauen wir Säugetiere. Das Faszinierende daran ist aber, wenn die zweite Unterwelt startet, beschleunigt sich auch die Evolution um den Faktor 20. Das heißt, es wird etwas in einem komprimierten Zeitraum, also nur noch in einem 20stel der Bewegung im Raum, der linearen Zeit, gebraucht, um jetzt von Einzellern zu Säugetieren zu gelangen. Wir sind ja biologisch auch Säugetiere. Wir haben 50 bis 70 Billionen Individuen in unserem Körper. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. In unserem Körper sind 50 bis 70 Billionen individuelle Lebewesen, die trotzdem funktionieren miteinander. Steckt mal 100 Menschen in einen Raum.
Und schaut mal, was dann da funktioniert. Oder sei es 10. In unserem Körper ist eine klare Struktur. Und all diese Einzeller haben sich verbunden zu einem Vielzeller und funktionieren harmonisch, kohärent miteinander. Unser System ist so aufgebaut, wenn nicht funktioniert, fliegt raus. Ganz einfach. Da wird abgebaut. Ja, ist so. Also es hat ein 20. der Zeit gebraucht, die es vorher gebraucht hat, um die erste biologische Zelle zu bauen, um ein Vielzeller, ein Säugetier zu bauen. Jetzt ist Evolution ist eigentlich schon in unseren Zellen drin, ist eine bestimmte Bequemlichkeit. Man redet ja vom Couch-Potato. Auch unsere Zellen sind Couch-Potatoes. Das ist im Leben drin. Wenn etwas funktioniert,